Hallo, liebe Postboten! Ihr habt eingeschaltet zum Postboten-Tutorial der Endzeit. Heute erzählen wir euch, wie man Pakete von A nach B liefert, ohne dabei zu sterben und ohne, dass die Fracht dabei Schaden nimmt. Mein Hilfe, Simon Kretschmer und ich freuen uns auf euch. Auf zur Tat! Was ich mich schon immer gefragt habe, Simon, gibt es in der Apokalypse eigentlich Black Friday oder gibt es nur noch Black Days? Und wenn ja, wirkt sich das auf die Anzahl der auszuliefernden Pakete aus? Die Antwort ist einfach ja. Ja, Black Friday ist ja hier dieser Ölsud. Ja, das stimmt tatsächlich. So, ihr Lieben, wir freuen uns sehr. Darf man das überhaupt sagen? Müssen wir das aus dem VOD? Nein, Ölsud. Nein, Black Friday. Man darf es nicht schreiben oder man darf es nicht benutzen, darf man es sagen. Warum? Ist doch rechtlich gesichert. Black Friday ist doch rechtlich gesichert. Deswegen gibt's BL, irgendwie CK, FRDY und so. Also es gibt ganz viele Varianten. Deswegen gibt's irgendwie andere Namen dafür. Wer hat sich das gesehen? Amazon oder wer hat sich das gesehen? Ich weiß nicht. Jemand sehr Smartes, auf jeden Fall. Ich finde das nicht smart. Ich finde das Abgewichste, was es gibt auf der Welt. Einfach einen Begriff zu nehmen. Aber auch. Es gibt immer so einen Typ, der hat sich damals Millennium sichern lassen. Irgendwie so Ende der 90er, der hat sich den Begriff. Oder die Zahl 2000. Das Wort Millennium. Und dann war er zu Jahrtausend. Zum Jahrtausendwechsel wurden ständig irgendwelche Sachen mit Millennium bedruckt und so. Und er hat dann ständig irgendwie da versucht abzukassieren. Ich finde, es ist clever, aber es ist auch echt schäbig. Ich würde mir das Wort Millennial sichern lassen, weil das wird ja immer häufig benutzt im Moment. Man muss einfach alles sichern lassen. Oh, okay, okay, Boomer trendet. Man weiß, man muss einen Bot haben. Was ist denn das hier? Die Werbung nimmt aber überhand. Wir haben hier einen neuen Green, ihr habt es vielleicht gesehen. Also wir versuchen uns heute hier richtig schön mit dem Spiel eins zu werden. Ja. Lass uns mal zum Spiel kommen. Weißt du was, ich lasse mir einfach alle Artikel, ich lasse mir einfach alles. Alle Artikel. Die sind zu teuer. Die sind wahrscheinlich kostenhand. Sobald ich sehe, der beste Trockner der Welt. Ja, nee. Das gefällt Ihnen. Nee, sorry, Geld her. Ich will mal einen Werbespot sehen, der ohne einen bestimmten Artikel funktioniert. Es würde auf jeden Fall eine schöne, kürzere Welt werden, in der wir schneller miteinander kommunizieren. So, apropos schneller. Schneller. Nee, zurück ins Spiel. Hinein ins Spiel. Und dann. Nein. So, pass auf, es ist lange her. Zum Glück hast du dir alles gemerkt. Wir haben zuletzt diese lange Zwischensequenz gesehen, nachdem wir die Atombombe erfolgreich ins dunkle Wasser geschmissen haben. Und es war eine sehr schöne Sequenz. Absolut. Viele im Chat haben gemeint, da geht's auf jeden Fall noch weiter, spielt auf jeden Fall von hier noch mal ein bisschen weiter, weil die Story jetzt ein bisschen anzieht, so die Spannungsschraube. So, hier war's und jetzt muss ich erstmal checken, dass ich hier alles. Oh, meine Schuhe sind kaputt. Warte, pass auf. Wir machen jetzt mal so. Zack, erstmal gucken wir mal nach Bibi. Wie hat Bibi das überstanden? Auch Bibi geht's gut. Ach, eine Atombombe. Das hatten wir schon. Dann wollen wir noch mal eben gucken. Nein, ich mich entschuldigen, soweit ich muss nicht. Ich finde den Effekt, wir haben ihn lange nicht mehr gesehen, aber ich finde ihn immer wieder geil. Ja. Das hat so was Befriedigendes. So dieses. So. Die Welt wird in kleine Quadrate aufgeteilt. Das gefällt mir wahrscheinlich. Daran. Das finde ich auch schön. Und zwar, jetzt möchte ich noch einmal kurz gucken. Warte mal. Haben wir eigentlich so Schuhe? Aber die haben schon viel Schaden. Schau mal, wie wenig du anhast. So solltest du immer laufen. Ja, das ist befreit. Ja, ich mach da jetzt auch. Das ist die Kieser-Art, Kieser Way of Post. Ja. Die Frage ist, lieber Simon, was war jetzt unser letzter? Also, wir haben hier Aufträge für Sam, das haben wir ausgeblendet. Ja. Da Lieferung von den Notrationen nach South Not City. Das wäre ja dann unsere nächste. Und die haben wir aber im. Schau mal, es ist ja fast um die Ecke. Ja, aber haben wir die nicht hier oben gelassen? Ja, jetzt wo du sagst, du hast recht. Wir müssen wieder zurück und die holen. Die Frage ist, ist South Not City, können wir von, weil das dies ja kürzer dran und wir müssen nicht diese, können wir dann eine Schnellreise machen? Naja, vergiss nicht, dass wir in diese komische Verteilerknoten, wir waren in diesem Verteilerknoten, da sind wir hin. Und von da aus haben wir die Atombombe, glaube ich, bekommen, wenn du dich erinnerst. Also hier, schau mal in diese Richtung. Der Chat kann auch uns gerne mal helfen, weil das ist schon wieder eine Weile her, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. Und da müssen wir wieder hin. Ja, genau. Und deswegen war meine Frage, ob wir von da, wo wir jetzt sind, nach South North City gehen können, weil das der kürzeste Weg ist. Und dann von da springen. Und da zurückspringen und da dann die Pakete abholen. Naja, klar, weil du verlierst beim Springen ja deine Pakete, aber beim Zurückspringen ist es ja egal. Aber dann müssen wir trotzdem laufen, von da aus dann. Also du kannst es machen, ja, kannst auch zurücklaufen. Ja, aber der Weg zurück ist länger. Und die Welt ist deine ölige Auster. Voller Geister und Babys und bizarrer Storywendungen.
Go for it. Okay, ich würde dann wirklich gerne das mal probieren, ob das so klappt. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Muss man bei Bibi nicht mal das Wasser wechseln? Sieht aus wie der richtige Weg. Nein. Die Kacke? Nein, nein, das mal, darauf wollte ich überhaupt nicht hinaus. War schön zu sehen, wie du denkst. Im Leib der Mutter, da wird das ja auch wahrscheinlich immer wieder erneuert, diese Flüssigkeiten, in denen das Baby chillt. Ja. Insofern ist es hier vielleicht auch nötig, finde ich. Also das Baby filtern. Ist ja versorgt mit der Nabelschnur. Ja, aber die Bracke drumherum, das wird ja irgendwann, ist es nicht mehr gut, glaube ich. Das Brackwasser. Oh, die Musik. Ich bin mal ruhig. Das ist wie Wurstwasser, ja. Die Leute dann gesagt, ob der Plan funktionieren wird? Nee, die reden immer noch über Monster Energy. Oh, hier, es gibt eine Szene, wo das Baby auch aus der Kapsel pullert. Also ich weiß nicht, ob er meint kullert oder pullert, aber bin gespannt, wenn wir das sehen. Okay. Aber das muss dann ja, also wenn das so ist. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint. Dann muss das ja eine Nährflüssigkeit sein. Gehen wir doch bei, wo Sauerstoff ist, weil die Lunge natürlich auch mit Wasser gefüllt ist, Sauerstoff drin ist. Und gleichzeitig auch Essen und so. Weil es gibt ja keine Nabelschnur, oder? Haben die, Moment, hat der nicht eine Nabelschnur? Ich hätte schwören können, das Baby hat auch eine Nabelschnur. Guck mal runter. Doch, da ist die Nabelschnur. Dann wird sie über die Nabelschnur versorgt. Und warte mal, dieses weiße Kabel, wo geht das denn? Nee, das geht nicht ins Baby, das geht einfach nur von da oben nach, okay. Ja, dann ist das halt wirklich so natürlich wie möglich. Wir alle wissen, es ist Monster Energy am Ende. Es sieht auch so aus. Und im Ernst, ich würde es cool finden. Das ist so ein bisschen wie in Idiocracy. It's got electrolytes. Diese Pakete, ne? Mhm. Kann man auch liegen lassen. Ja, aber nein, warum sollte man? Das stört uns jetzt wirklich nicht. Das sind spezielle Lackierungen. Damit kann man zum Beispiel Sachen lackieren. Und zwar speziell. Und das ist so eine Sache, die ist gut. Ich freue mich offen gesagt jetzt schon auf das nächste Spiel von Kojima. Ich meine es hundertprozentig ernst, weil der ist ja auch ein bisschen, der hat Humor und der neigt schon, glaube ich, dazu, so diese ganze Kontroverse und das, was er eben hier gemacht hat, mit aufzunehmen, so in das nächste Spiel. Ich glaube, dass er vielleicht etwas macht, womit man dann überhaupt nicht rechnet oder sich im Spiel darauf beziehen wird oder man vielleicht, ich kann mir alles vorstellen. Also ich freue mich wirklich drauf. Ich finde es gut, dass es kontrovers angenommen wurde, das Spiel, weil das könnte das nächste Ding beflügeln von ihm. Ja, oder? Ja, ich verstehe genau. Durch so eine Art von Kritik, so ein bisschen Reiberei kann man schon den Künstler kann man auf jeden Fall damit ein bisschen reizen. Das glaube ich auch, da bin ich das sehe ich ähnlich. Bin ich bei dir. Oh, es wird wohl ein Horrorspiel, mein Shikatu. Vielleicht eins, wo man die ganze Zeit laufen muss und einem irgendwelche Dämonen nach dem Leben trachten, sowas in der Art. South Knot City. Willkommen, Sam Porter Bridges. Bitteschön. So, okay, pass auf. Jetzt können wir einmal kurz dieses kleine Paketchen, was wir noch mitgenommen haben. Das liefern wir einmal. Was? Auftrag Nummer? Nichts tun. Schließen. Ja, okay. Aber ich hatte doch. Ach so, warte mal. Das war gar nicht verlorene Fracht, das war einfach für uns persönlich geile Sachen. Okay, Standardaufträge mit Bots ausführbar. Haben wir nochmal eine. Cool. Kann es sein, dass wir gar keine Aufgaben mehr haben?
kann nicht sein. Doch, doch jetzt müssen wir diese. Oh, jetzt gibt's schon A für die Bots. Wir müssen einfach jetzt diese Notration, die haben wir nämlich da gelassen. Ja, aber der kann die nicht transportieren, Story. Ich glaube, der kann keine Story-Fracht, der Bot, transportieren. Die müssen wir transportieren. Ja, 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 genau. Nee, er kann, wir können nur, ich dachte, wir können noch. Ja, okay. Ja, das können wir nicht machen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal in den privaten Raum. Warum können wir nicht in den privaten Raum? Das ist aber auch komisch. Ah nein, genau das hatte ich, meinte ich. Okay, das ist genau das, was ich meinte. Die ist noch nicht verbunden. Ja, okay, aber das ist natürlich jetzt irgendwie ungünstig. Ja, dann lass uns ein Auto nehmen oder so und einmal schön über die Pampa brettern. Ja, das ist doch auch okay. Das ist natürlich echt doof. Die sind erst verbunden. Ist eigentlich interessant, siehst du, dass da vier Stationen sind. Die sind wirklich vorbereitet für mehr als nur einen Dude, der da rum. Ja, das stimmt. Das ist für ihn nur nicht nötig. Ach, das ist natürlich jetzt echt doof. Naja. Das ist halt so, kann man nicht ändern. Gibt's hier ein Motorrad? Nur diese Autos, keine Motorräder leider. Kann man sich einfach irgendeins nehmen, worauf man gerade Lust hat? Nee, darf gar ich nicht nehmen. Oder? Ach was. Das ist so fährt man kein Auto. Und einfach so aufklettern. Na gut, ja, unsere Schuhe machen nicht mehr lange mit. Das ist sehr, sehr schade. Okay, dann lass uns aber noch mal einmal sicher gehen, dass das auch die richtige Station ist, zu der wir laufen. Oh Gott, jetzt müssen wir nicht hin und her. Ja, wir haben aber heute richtig Zeit und wir werden einiges sehen. Also macht ihr keinen Spaß. Alles fern. So, und zwar sehe ich das richtig, dass wir, war das hier? Verteilerzentrum südlich von? Ja, das war dieses irgendwas mit südlich. Ah, guck mal. Und Verteiler. Ja, das sind ja alle Sachen. Das sind diese, ja. Die liegen da rum, ne? Dann. Oder? Die haben wir da geparkt. Okay, dann müssen wir noch. Müssen wir da hin. Da, ne? Wir haben überhaupt gar keine Energie. Gibt es hier irgendwann Energieknoten? Uns aufladen können? Unser Exoskelett oder so? Ja, mit Sicherheit außerhalb der Stadt. Stadt. Schade, dass man die Dinger noch nicht nehmen kann. Ich habe nämlich überhaupt gar keine Energie. Schade ist. Oh, ich glaub, sieht man hier irgendwo einen Energiepunkt? Nee, ne? Zur Not müssen wir uns einen bauen. Nee, wir haben nicht so viel dabei. Okay, also da wollen wir hin. Nee, Entschuldigung, da. Ah, da müssen wir es. Ne, ja, du könntest den Weg schon um dieses gefährliche Gebiet noch drumherum machen. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Action. Du meinst hier an der Stelle dann so, ne? Ja, ich meine, ich hab nichts dabei, nicht mal irgendwelche Pistolen, ne? Von daher hast du gleich gar nicht so Unrecht. Wenn man dann so, ne? Ja, das ist doch schön. Das war ein bisschen, viel mehr Panorama auf ja. Dem Weg. Okay, auf geht's. So. Ich würde gerne mal irgendwann ein Boot machen, wie viele von den aktuellen Zuschauern das Spiel gekauft haben und gespielt haben. Mhm. Und wie viele nicht. Oder nur, ja, halt eben zugucken. Guck mal, hier könnte man, hätte man auch eine Straße noch errichten können. Hm. Verlorene Fracht, Schönheitsprodukte. Ja, aber das machen wir jetzt nicht. Du hast ja auch immer Einwände. Und dann wollen wir uns mal nicht so vollladen. Lassen schreibt, Straße bauen im Spiel finde ich deutlich faszinierender als die eigentliche Hauptstory. Es macht scheinbar echt vielen Leuten Spaß, einfach nur diese Straßen zu bauen. Ja, ich verstehe das. Das ist das Deutsche im Spiel. Ja, aber auch das schön zu machen, weißt du? Schön, eine Straße ist doch nicht schön. Nein, die Welt. Also, dass du halt einfach die aufbaust wieder, die Welt. Okay. Jetzt nicht im Sinne klassischer Schönheit, sondern, weißt du? Ja, belebbarer, ich verstehe. Aber ich hätte echt gerne, ich würde gerne Bäume pflanzen oder sowas wie Supersaat oder so. Das wäre geil. So ein Hektar pflanzen kannst, ja, das einfach geil aussieht. Ey, wenn man sich Saat irgendwie dann kaufen könnte oder sammeln könnte und dann könnte man die Welt wirklich, ja, das wäre halt mega geil. Oder dann hättest du dann so Sämaschinen, so wirklich so wie so Bauernleute, die haben. Und du kannst mit einer Flug- und Sämaschine hier langfahren. Da, oh, jetzt habe ich Bock. Das können sie doch mal als DLC. Können sie nicht in einem halben Jahr oder so das mal als DLC? Dann kannst du die ganze Pampa wieder schön machen. Das fände ich richtig motivierend, dann einfach wirklich mit diesen Ressourcen dann einfach nicht von A nach B zu laufen, sondern blühende Landschaften zu hinterlassen. Ich glaube, da sind wir doch schon mal schön vor. Also das ist nur auf dem Weg einfach gefunden, der Kram. Da vorne liegt, glaube ich, wieder was. Ja, siehst du, ne? Das sind die Dinge.
Da rechts auch, überall Resine. Ja, die spawnen natürlich auch. Ja, das sind natürlich so schöne Ressourcen, mit denen man dann auch wieder ja, einfach schöne Sachen machen kann. Zum Beispiel Straßen bauen. Ich habe hier drei interessante Meinungen direkt untereinander. Was mir missfällt, ist das Worldbuilding, schon sehr eintönig von Yuan Lang und dann direkt darunter der Chris. Mir reicht es, euch zuzugucken, allein würde ich es definitiv nicht durchzocken. Und dann von Christoph Merrill auch gekauft und vor 3 Tagen beendet. Super geil, gerade die letzten Kapitel sind richtig gut. Also man findet ihr wirklich in 3 Kommentaren die komplette ja. Meinungsbandbreite. Polarisiert offensichtlich sehr dieses Spiel. Das ist einfach so. Oh, ihr habt das ernst genommen, Regie. Ja, gut. Na, ich wusste nicht. Die hören ja, dann, uns ja dann, sogar dann, okay, dann machen wir den Vote. Dann machen wir doch mal einen Vote. Genau. Habt ihr, ich weiß nicht, wie es jetzt die Regie aufgeteilt hat. Wer hat das Spiel gekauft und wer schaut nur zu? Das ist eine interessante Frage. Bitte versucht ehrlich zu antworten. Das würde mich einfach mal interessieren. Wir haben aktuell, nehme ich mal an, weiß ich nicht, 100.000 Zuschauer? Bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas in die Richtung. Jetzt gerade live, ja. 1,2 ja. Millionen, ja, das ist ein bisschen schlechter, weil wir sind ja auch erst zwei. 2.800 laut Rocket Beans Seite. Das werden jetzt wahrscheinlich noch mehr, weil die Leute sehen, oh, Death Stranding, da habe ich noch nicht genug zu sehen. Ja. Da schalte ich ein. So. Oh, ich sehe schon sehr viel. Ja, okay, ja. Es wird, wie gesagt, 5 Minuten laufen lassen. Hört man dich eigentlich, Jörg? Also hören dich die Leute draußen auch? Dann brauchte ich ja nicht wiederholen. Ich muss ja nicht den Computer wiederholen. Okay. Ja, die Regie hat auf jeden Fall aufgepasst und sehr schön hier ein Vote für euch zusammengetackert. Unsere Regie ist einfach die beste. Ja, finde ich auch. Die sollten eine Gehaltserhöhung bekommen. Aber von euch. Aber von den Zuschauern. Über den Supporters Club zum Beispiel. Die fand eine Frau. Ich finde nicht so sicher. Hoffentlich machen wir das richtig. Warum ist eigentlich dieser Leitstrahl manchmal da und manchmal nicht? Warum ist ja zum Beispiel jetzt dieser Leitstrahl nicht da? Den ich gesetzt hatte. Was ich meine? Ja. Da, ja. Jetzt auf einmal ist er da. Da musste geladen werden. Das sieht so ein bisschen aus wie hier die Mars-Oberfläche. Na bitte. Ja, die kann man immer gebrauchen, Schirale, Kristalle. Wir brauchen dringend mal neue Schuhe, mein Freund. Wir gehen gleich mal schön hier zu Görz oder zu Salamander. Genau. Nee, ich will so 10 Schuhe, bitte. Ja. Ey, jedes Mal, ich laufe hier auf dem Weg zur Arbeit an so einem Zehenladen vorbei. Zehenladen? Nee, ich nenne ihn jetzt so, aber die haben halt nur diese Zehenschuhe. Ich weiß nicht, wie die heißen. Es gibt einen Laden, der hat nur solche Schuhe. Hier um die Ecke. Nein, also ich wollte natürlich jetzt niemanden beleidigen. Ich meine das nicht. Ich wette, die sind richtig gut. Und das sage ich ja gerade. Ich laufe da immer dran vorbei. Der hat nur diese Schuhe. Und ich denke dann immer, fuck, irgendwas muss ja da dran sein. Die sind ja nicht, die gibt's ja nicht umsonst. Die kosten Geld, ja. Nein, ja, aber die sind sicher nicht blöd. Man sieht halt nur blöd damit aus. Und, aber wenn alle das benutzen würden, weil es vielleicht besser wäre für die Füße, dann wird keiner mehr blöd aussehen. Ja. Und dann hätten wir alle was davon. Ich bin eh ein großer Verfechter davon, dass Leute mal die Klappe halten. Und zwar... ist das, willst du mir damit was sagen? Oh nein. Ah. Da kommen wir rum. Nee, es ist doch so. Die ganzen Leute... ich gebe dir mal ein Beispiel. Crocs. Ich habe zu Hause Crocs. Die habe ich mir mal für einen Campingurlaub besorgt. Die sind mega bequem. Ja, aber es sind Crocs. Nein, ich weigere mich. Lass mich zu Ende reden. Die sind mega bequem und praktisch. So. Und... ich lasse das jetzt alles liegen. Genau. Oder zum Beispiel Adiletten sind auch mega bequem. Oder Sandalen mit Socken, meinetwegen. Die können auch irgendwie bequem sein. Aber was passiert ist, es gibt so ein Fashion-No-Go, wo die Leute dann sich sofort auf jemanden stürzen, der sowas anzieht und ihn verurteilen. Obwohl derjenige, der das macht, ist viel ist eigentlich mutig. Der viel geilere Typ. Weil er drauf scheißt, was die Leute sagen. Und einfach das anzieht, was für ihn bequem ist. So, und die ganzen Fashion-Victims stürzen sich auf den, als wenn es ein Assi wäre, weil er irgendwas anzieht, was sie in ihrer subjektiven Wahrnehmung. Also, das Schlimme daran ist ja, wenn jetzt Hipster kommen, ich habe zum Beispiel. Genau. Mein Leben lang trage ich Adiletten. Das habe ich immer vom Fußball so. Nach dem Fußball duschen habe ich immer Adiletten gehabt. So. Und irgendwann wurden Adiletten halt hip. Vorher wurde ich ausgelacht, auf einmal. Erst wurde ich ausgelacht, dann auf einmal war ich ein Hipster.
aber da, weißt du, was ich meine? Nicht sein, du warst nie cool. Ich war nie cool. Erst waren scheiß Hipster haben das jetzt und davor war ich ein Assi, weil ich Adiletten, also ungefähr. Was sind das für Leute, die ständig irgendwie glauben, sie müssten andere Leute volllabern wegen der Sachen, die sie tragen? Ja, naja, ich glaube, das ist eine menschliches Laster, bei den anderen immer das Schlechte zu suchen, durch das man sich irgendwie abheben kann. Und wenn, selbst wenn es sowas Banales ist wie Fußbekleidung. Aber man muss ja auch sagen, wenn man über gar nichts mehr Witze machen darf, wenn man nicht mal mehr über Adiletten Witze machen darf, dann was bleibt denn dann noch? Ja, natürlich darf man über Adiletten Witze machen, aber es geht einfach darum. Ja, aber da kommt das ja auch her. Dieses, dass man darüber lacht, ne? Obwohl es eigentlich jeder trägt. Was ist das hier eigentlich? Ja, man verbindet es halt mit dem biertrinkenden Couch-Assi. Ja, 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 so ein bisschen. Aber der da rumharzt und Fußball guckt und alle anbrüllt und hat so ein Unterhemd an, wie ich in diesem Bier, in diesem krassen, sehr teuren Bier-Musikvideo, was wir mal gemacht haben. Auch keine Leiter dabei und nix. Da hatte ich von Kanye West so ein Unterhemd an. Ja. mit. Ja. Ja, I feel you, man. Nein, zu Hause sehen wir alle scheiße aus. Das ist, glaube ich. Ja, warum sehen wir zu Hause scheiße aus? Weil wir da nämlich dann drauf scheißen, wie wir aussehen. Und das ist genau das Ding. Die anderen Leute. Oh Mann, Leute, ich habe jetzt keinen Bock hier auf eure Präsenz. Ich möchte mich einfach mit Simon unterhalten. Und ganz kurz hier auf Nordisch. Ja, ich finde auch, die machen das so stressig, dieses Spiel, indem man so schön einfach nur reden kann. Man kann nicht. Doch, das. Ach, warte mal. Ich muss hier vielleicht gar nicht hoch. Ich kann auch am Fluss entlang, aber komme ich nicht auch hier diesen Pfad entlang? Der ist ja eingezeichnet. Guck mal, Simone, wir können doch eigentlich auch dann doch hier diesen Pfad nehmen, oder? Der Pfad, meinst du jetzt, ist diesen hier, der Canyon unten, oder was? Ja, den blauen, den rechten blauen, oder? Kommen wir ja, da noch lang? Aber ist das denn Pfad? Weil ich wollte jetzt hier hoch. Zeig mir die Legende. Okay, nee, es gibt ja keine Flüsse in dem Sinn, die so eingezeichnet werden. Okay, es ist ein Pfad. Warte mal. Ja, es ist offensichtlich so ein Weg. So ein Canyon und dann, aber die Frage ist, genau, wie ich da durch den Canyon, ja. Ich finde das süß, wie du verkrampft, wie so ein Opa, der einfach auch nicht weiß, wie geht's doch, eigentlich. Doch, ich weiß kann nicht. Auch da lang, glaube ich. Dann, weil hier ist überall Regen und so und da habe ich jetzt gar keinen Nerv drauf. Ich laufe jetzt einfach da am Canyon lang. Das müsst ihr auch. Wir alle folgen dir, Nils. Du bist unser Anführer. Das ist das Tolle. Ich bin ja körperlos. Ich habe ja nicht mal ein Pad. Ich bin einfach nur eine Stimme in deinem Kopf. Ich wollte einen Satz noch bitte sagen, der prägsam ist für die kommende Generation. Und dann bin ich mit diesem Thema fertig. Okay. Ich finde, dass die Leute, die sich untertan machen, irgendwelcher Fashion-Trends und anderen Leuten, die das nicht machen, unterstellen sie, wenn irgendwelche Opfer, das sind die wahren Opfer. Weil die Leute ziehen nämlich an, was ihnen bequem und lieb ist und die anderen lästern drüber und ziehen irgendwas an, was unbequemer ist, nur weil sie glauben, in den Augen anderer Leute besser bewertet zu werden. Und das ist Opfertum. Das sind für mich Opfer, die alles danach ausrichten, ob andere Leute sie geil finden oder nicht. Das ist die Definition eines Opfers. Und die anderen Hansis, die geil bequem ihre Crocs und so anhaben, die scheißen drauf, was andere denken. Und deswegen sind die nämlich die coolen Gewinner. Also merkt euch, vor allen Dingen bei Bewerbungsgesprächen, reinkommen in Jogginghose, Crocs, und einfach ein ehrliches Unterhemd. Ja. Einfach ein ehrliches Unterhemd mit ehrlichen Essensflecken. Damit man auch sieht, was ist der Mann eigentlich? Ist es Bio, Macker, rote Soßen mehr? Oder das ist alles wichtig. Das sagt ja auch viel über euch aus. Endlich sagt's mal einer. Der Chat ist auf deiner Seite. Ist das so? Immer, ja. Nils. Immer. Das ist übrigens das siebte Gebot der Moralisten, übrigens, was ich da gerade gesagt habe, Leute, ne? Die Moralisten, ich habe sie schon wieder vergessen, sie sind ein bisschen ruhig geworden in letzter Zeit. Sie unter der Oberfläche arbeiten sie an der neuen Weltordnung, die Moralisten. Wollen wir den Vote auflösen? Ja, wir wollen den Vote auflösen. Ich glaube, die Regie will uns ablenken. Während du durch den Canyon, durch die Steinwüste läufst, lösen wir auf, wie viele von euch aktuell, glaube ich, 3000 Leute, es ist tatsächlich wahr, 2960 Leute haben gevotet und 20% davon haben es also gekauft. Das ist ja eigentlich ganz interessant. 600 Leute aus unserem Chat haben es gekauft. Nice. Oder? Ist doch eigentlich viel. Ja. Wenn ihr das alle über unseren RevShare-Link gekauft hättet, dann hätten wir ja richtig was verdient. Alter, dann hätten wir einen Green aus Gold. Ja, was natürlich. Aber warum nicht? Wir sollten anfangen, Gold zu kaufen und hier zu horten irgendwo in den Wänden. Ich sag's dir. Das ist die einzige Sache, die man noch hat. Die bleibt. Gold bleibt. Ah, das ist wirklich so. Gold bleibt. Greens brennen ab irgendwann, aber Gold. So. Hallo Chat nochmal. Danke für diesen Vote, der war sehr interessant. Wäre auch das, was ich getippt hätte, glaube ich. Es hat uns vor allem den Weg versüßt. Ja. Vielleicht Batterie wieder leer.
Akku leer. Lade den Akku auf. Okay. Ja. Ja, ich meine, dies zu Fuß gehen ist natürlich ein bisschen, dauert sehr lange, aber man hat weniger diese Terrainprobleme, dass man ständig irgendwo nicht durchkommt und so weiter. Vielleicht ist man am Ende des Tages dann doch zu Fuß manchmal schneller, aber es ist schwer, das einzusehen. Oder? Das ist das Ehrlichste, glaube ich, was du heute gesagt hast. Bislang. Ja. Es macht nur mal Bock, auch mit einem Bike oder mit einem Auto. Man will es eigentlich damit machen. Es ist gefühlt schneller, aber nicht wirklich manchmal. Das ist ja interessant, dass er uns das sagt. Mhm. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass die einem Servicemeldungen geben, was nee, man eventuell machen das sollte? Konkret nicht, nee. So, also liefern, wir können hier immer noch nichts nicht mehr. Aber wir können mal recyceln. Wir recyceln mal hier unsere speziellen Legierung. Die chiralen Kristalle. Leider nicht, aber das können wir nochmal recyceln. Geil. So, ja, pack mal da rein, recycle das mal. Thank you. Vielen Dank für die Unterstützung. Reconnect the world. Reconnect the world. Do you feel disconnected? Riches reconnects the world. Die können wir nochmal. Können wir die auch nochmal recyceln hier? Da. Zack. Damn. Bestätigen. So. Haben wir denn. Nee, bitte. Überspringen Sie das. Vielen Dank für die Unterstützung. Bitte gehen Sie weg. So. Ach, guck mal hier. Wir haben hier richtig schon richtig. Guck mal, was wir hier gemacht haben. Die sind einfach mega geil. So, also. Jetzt brauchen wir mal hier mal erstmal. Den ganzen Shit, oh, ist das viel? Ja, ich krieg mir richtig ein bisschen schlecht, wenn ich sehe, wie viele Kisten da einfach nur sind. Puh. Munition 1 von 14. Bedeutet das, dass da nur noch eine Kugel in dieser Bola-Gun ist? Anti-GD 8 von 8. Okay, die nehmen wir mit. Dann nehmen wir. Ja, Blutgranaten. Können wir doch in den. Können wir noch da in den Granatentasche verstauen. Genau. Für alle Fälle nehmen wir die auch nochmal mit. Dafür haben wir die ja. Ging ja nix. So, die Botenstiefel, die sind neu. Die möchte ich bitte Schuhe anziehen. Endlich neue Schlappen. Guck neue mal, Schuhe? Die, da ist ja wirklich nur noch. Nee, ja, genau. Finde ich eigentlich schade, dass man den Verschleiß nicht sieht. Also man sieht ihn bei Kisten und so, aber jetzt mal bei den Schuhen wäre es irgendwie lustig, wenn es echt irgendwann nur noch, wenn die Schuhe irgendwann noch wirklich abfallen würden und er hätte einfach nur noch Schuhe, also bloße Füße oder so oder Socken. Mhm. Und würde auch die ganze Zeit, wie so Legosteine, über die du laufen musst. Das wäre richtig prima. Sag mal, wenn ich ein Kind hätte, würde ich das Kind in einer Welt aufwachsen lassen, in der es kein Lego gibt. Weil es wäre bescheuert. Niemand möchte Legos in seinem Leben haben, weil man da immer draufläuft. Und wenn du das kaufst, die ja, du bringst die ja in dein Leben aktiv. Ja. Und dann läufst du drauf und brichst dir alles. Ich möchte sagen, das ist korrekt. Also eigentlich muss man aufpassen, was man, man darf dem Kind einfach nicht, man muss es schützen. Auch vor Sachen, die man nicht mag. Den. Die man weghaben will. Abladen. Ja. Ja, da bin ich voll bei dir. Man verliert Leben, wenn das Schuhwerk kaputt ist, schreibt Legendom 120. Oh, wusste ich nicht. Das ist ja eine Information, die ist interessant und aber auch bedrohlich zugleich. So, und die Bola-Gun. Hat die wirklich nur 1 von 14 oder heißt das, dass eine geladen ist und 14 übrig sind? Was glaubst du? Bedeutet das, eine von 14, also das eine ist quasi geladen und 14 sind noch in Reserve? Ja. Ja, ja, ne, weil sonst würde der ja. Der lädt, ich glaube, der macht so stumpfmäßig, wie so eine Granate lädt der nach. Ja, also können wir die dann ruhig auch nochmal hier mitnehmen. Wir müssen keine neue bauen. Okay, ich glaube, dann haben wir alles. Ja, 15 Schuss insgesamt, sagt Danny. So, ausruhen einmal. Müssen wir das vielleicht schon lange doch einmal kurz ausruhen. Das machen wir. Und dann.
laufen wir mal los. Wir haben jetzt hier alles auf den Lastenschweber da gelegt. Er verliert wirklich die Schuhe, humpelt und blutet. Oh Gott. Ja. Das ist okay, das wusste ich nicht, aber das finde ich super, dass sie es eingebaut haben. Ich fühle richtig mit ihm. Das ist das erste Mal seit der Atomexplosion, dass er schlafen kann. Oder? Ja. Dass er schlafen kann. Und direkt wird wieder alles abgesaugt und er wird so angezapft, der arme Kerl. Und er hat immer noch kein Kissen. Das ist das Schöne, er muss doch Nackenschmerzen ohne Ende haben. Ja, es macht mich fertig, oder? Dass der immer so pennt. Da hinten liegt alles. Er kommt nicht ran. Er vergisst es immer, bevor er sich da. Er ist immer zu erschöpft. So, Toilette benutzen. Jemand sagt, du sollst Kent Wayne chirale Kristalle mitnehmen. Ja? Okay. Mach ich. Versprochen. So, erstmal hier alles machen. Überspringen. Geil. Muss ich jetzt vorher nochmal duschen? Wir haben ja einige Zeit schon nicht mehr geduscht. Ja, liebe Ladies. Geil. Sehr schön. Ich will so eine Dusche haben. Tja, wie schnell der sich immer anzieht. Ja. Gut, dann Baby geht's, glaube ich, gut. Rucksack anpassen machen wir jetzt nicht. Dann nehmen wir nochmal hier schon mal so einen kleinen Energy Drink. Was er da hatte, so sein, ja, wie nennt man das? Sein Tanktop. Mhm. Finde ich sehr smart gemacht, weil das hinten, weißt du, diesen Rückenschutz noch hat hier. Ja. Das ist so wirklich zu Ende gedacht. Selbst so eine einfache Klamotte hat noch diesen Schubberschutz, den man ganz sicher braucht in seinem Job. Ja, das macht wirklich Sinn. Hier sagt jemand, du sollst mal versuchen, auf seine Füße zu zoomen. Seine Füße? Einen sogenannten Tarantino. Geht gar nicht, erstmal machen wir das. Das sieht so dumm aus. So, Füße. Na gut, okay. Und jetzt? Das sind doch schöne Füße. Ja, ich finde auch. Pflegte Fußnägel. Ja, vielleicht wollte, ach, vielleicht war das einfach im Chat ein Fußfetischist, der einfach mal wollte, dass du auf die Füße kommst. Ich glaube, letzteres, ja. Was denn noch werden bei Giga darüber, diese Fußfetischisten? Ja. So. Füße, kannst du mal deine Füße zeigen? Bitte, Simon, zeig mal deine Füße. Michael, kannst du deine Füße und dann kannst du die Socken mal abnehmen und daran riechen? Riecht das gut? Zeig mal deine Füße, Simon. Und das in einer Mail. Und davon jeden Tag mindestens drei. Kein, ich lüge nicht für ein Jahr. Vielleicht. Wie kann man das machen? Zoomen, nicht nur schauen. Okay. Ich werde es nie vergessen. Es dauert ein bisschen, egal, es ist zu spät. Machen wir nächstes Mal. Ja, vielleicht, machen wir nochmal Umfrage. Wie viele von euch sind Fußfetischisten? Vielleicht sind es 50%. Oder vielleicht sind es 80%. Vielleicht sind wir die Freaks, die mögen Füße nicht. Wir sind die Geisterfahrer. Oh, guck mal. Ach, Cliff, ist doch nicht nötig. Was ist es nur? Was ist es nur? Sieh an, eine Beanie. Die magst du doch. Und was ist mit dir, Kleiner? Soll ich es aufmachen? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Einen Raumfahrer. Und mein Kumpel kriegt auch ein Geschenk. Die werde ich nicht mehr brauchen. Ich kämpfe nicht mehr. Nur du zählst jetzt noch. Deshalb bleibe ich hier bei dir. Mein Freund wird das gebrauchen können. Also, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Entschuldigung. Die Weirdness is real. Ich habe da immer noch nicht zu 100% verstanden, was da eigentlich genau passiert. Ja, ich auch nicht.
So, das ist unser Glider. Und dann nehmen wir jetzt hier aber noch mal ein bisschen chirale Kristalle oder was? Du könntest ja auch überlegen, was für eine Straße mitzunehmen. Ja, das ist aber da haben wir auf jeden relativ, Fall schon wahrscheinlich relativ viel, ne? Ja, sicher, aber dann du musst es ja nur zu einer Station schleppen und dann ist es ja weg. Das ist das Gute daran. Aber was brauchen wir denn nochmal? Dann haben wir da richtig lange was von. Das stimmt. Guck mal, da ist ein Straßenstück eingezeichnet. Nee, das ist kein Straßenstück. Kann man das? Wir sind da. Boner Alert schreibt. Ich glaube, die hatten einfach Langeweile am Set. Es kann, also man weiß nie, wie viel davon vielleicht einfach wirklich aus Zeit und Lust und Laune entstanden. Das kann alles möglich sein. So, komm, Hideo, okay. Jetzt, ich bin hier, jetzt lass doch mal irgendwas machen. So. Benötigt verfügbar. Also, okay. Komm, ich nehme jetzt mal einfach den Sack hier, wir machen mal so ein Weihnachtsding. Ja, kann mir vorstellen. Halle. Vielleicht, ach, ist heute Weihnacht? Ist heute, nee, 6.12. ernsthaft? Da ist Nikolaus. Alter! Ja. Kann das sein, dass es damit das zu tun hat? Nee. Naja, warum nicht? Weiß es gibt nur einen Tag, an dem das sehr gut passt und das ist heute. Ja, heute ist aber Nikolaus. Ja. Dann würde es ja streng genommen Weihnachten. Das war der Nikolausmann. Weihnachten ist Christkind. Wo bist du denn groß geworden, Alter? Nikolaus kommt am 6.12. Der Weihnachtsmann kommt am Heiligen Abend. Ja, aber ist das denn nicht Nikolaus? Weihnachtsmann ist doch so, was? Nein, du machst alles falsch, Nils. Also, es gibt Nikolaus und es gibt das Christkind. Es gibt den Weihnachtsmann. Das nein, unterschiedlich. Das ist, Nikolaus und Weihnachtsmann ist dasselbe. Nein. Natürlich. Der Nikolaus, den gab es irgendwie früher, der wurde verdrängt. Irgendwie, früher gab es mal den Nikolaus und dann der Weihnachtsmann hat sich ein bisschen später etabliert und dann wurde der Nikolaus wurde so abgeschoben auf den 6.12. Und da, ja, genau, der wurde wirklich, der wurde so, ja, komm, du machst jetzt den 6.12. Wir schaffen es nicht, wir müssen einen verlieren und alle gucken Nikolaus an. Ja, das ist wie es Wagen und er so. Wenn du halt vorher der Star bist und dann kommt ein neuer und dann kriegst du halt einfach offensichtlich irgendwie den schlechteren Job. Den du vorher hattest, den Nikolaus hätte auch sagen können, den mache ich nicht mit. Ja, aber der Nikolaus, der Weihnachtsmann, ist doch dasselbe. Weil alle tragen rot, Plüsch, ho, Sack voller Geschenke. Das ist der 6. Das ist jetzt, und Christkind hat den Hauptjob übernommen. Weil das Christ im Namen hat. Ja. Und das wichtig ist für die Christen, glaube ich. Ja. Also bei meiner Mutter würdest du mit dieser Argumentation, die du hier versucht hast, nicht durchkommen. Gut, aber deine Mutter, ich rufe die nochmal an und dann sage ich ihr das nochmal, wie das war. So, ja. Lass dir mal das Christkind erklären. Haben Sie Interesse, mit mir über Weihnachten zu reden? So. Ja. Okay, ich habe jetzt einfach 150 Chirale-Kristalle eingepackt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, warum. Braucht man die überhaupt für die Straße? Du brauchst doch eher Resine und irgendwelche. Na gut, ich weiß es auch nicht, Nils. Ich habe keine Ahnung. Es wäre schön, wenn man sagen könnte, ey, ich will Straßen bauen und dann packt er die. Ja, das wäre richtig geil. Christkind ist für Katholiken, genau, exakt. Das beschreibt meine Welt. So, Ach hier, das ist wie all die Nord und Süd. Die haben sich einfach aufgeteilt, Christkind und. Ja. Christkind im, hier schreibt Bastian, Christkind im Süden von Deutschland und Weihnachtsmann eher im Norden und Osten von Deutschland. Sag ich ja, all die Nord und Süd. So, guck mal hier. Jetzt gehen wir mal los. Batterie ist voll, Schuhe sind voll. Ich baue noch mal jetzt das, was du eben auch. Ach, warte, das ist ja dieselbe Route. Kann ich nochmal machen. Kann ich einfach ablaufen. Muss auch gehen. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Bitte dranbleiben. Wir sind. Warte mal, warten Sie noch mal ganz kurz. Nicht, dass ich in die falsche Richtung laufe. Hier da, ne? Wenn man hier jetzt so Straßen bauen, das wäre schon schön. Ja, ist auch so befriedigend. Warte mal. Wieder darüber. Das ist ja direkt hier vorne. Das können wir dann wirklich dann nochmal eben schnell holen, wenn ich jetzt hier eine Straße bauen kann. Na, guck dann, mal. Das ist ja nicht weit weg. Kannst du nicht jetzt auch schon Sachen schon mal reinpacken? Ja. Straße erneuern. Wie brauchen die denn? 87? Okay. Also, Kristalle, Metalle, Keramik. Kristalle, Metalle, Keramik. Likes von alle Bridges-Mitglieder erhalten. Geil, das machen wir. Da können wir theoretisch auch ein Auto noch ein Stück weit vielleicht fahren, ich weiß es nicht. Guck mal, wir brauchen jetzt ungefähr 200 Dingsbums um zwei, wie viel an? 200 die anderen. Da merkt ihr das mal. Ja, mach ich. Merkt ihr das mal. 200 und 200. Okay. Ungefähr, so 200 und 200. Das holen wir uns mal eben schnell. Und dann bauen wir mal zum ersten Mal live im deutschen Fernsehen
bauen wir mal eine Straße. Das wird den Deutschen gefallen, glaube ich. Das wird gut ankommen. Deutschland gefällt das. Das wäre auf jeden Fall, wenn es den deutschen Simulator gäbe. Oder wenn geil. Ja, der deutsche Simulator. Ich würde es so feiern. Ich könnte den füttern mit Material, was ich so aufgesammelt habe. Also ich finde, wir könnten den perfekten Deutsch-Simulator bauen. Ach. So, mein lieber Freund. Kartoffelmaker. Wir brauchen ja noch einen guten Namen. Der Kartoffelmaker. Der Kartoffelmaker. War das jetzt übrigens Metalle und Keramik oder was war das jetzt? Du hast halt echt auf mich vertraut, das finde ich schön. Es war Metall und Keramik. Was, Kilo? Was? 600? Wie Größe, Gewicht? Kilo? Ach, das sind nicht recycelte, sondern das sind so. Ach, du musst die noch vielleicht verwerten oder wie macht man das? Ja, recyceln muss ich die erst oder was? Oder wie oder was? Warte mal. War das nicht geplant? Pass auf. Also Metalle brauchst du auf jeden Fall auch. Mach einfach mal alles. Metalle und Keramik, sagt auch der Chat. Metalle und Keramik. Warte mal. Bin ich jetzt ein bisschen dumm? Wie funktioniert das? Haben wir noch nie gemacht. Metalle? Ich will eigentlich Kilo. Wieso denn Kilo? Das ist ja eben. Das ist nicht richtig. Ich will das recycelt haben. Genau, dann mach das. Metalle und was war das dritte? Keramik? Keramik. Metalle und Keramik und Kristalle. Das muss doch hier schon irgendwie recycelt sein. Wieso sagt er mir das in Kilo? Das muss ich jetzt erstmal checken. Ach hier, das sieht gut aus. 200 hast du jetzt von dem einen Keramik. Gewicht 74 Kilo. 40. Auf Schweberladen. Na komm, mach. Nimm einfach so viel mit, wie geht. Der Kent Wayne schreibt, das sind unterschiedliche Behältergrößen. Okay. Achso. Tja. Okay, das waren jetzt aber ungefähr 200, ne? Also ich habe einmal die Zahl 220 gesehen, ja. Und jetzt noch Resine, ne? Metalle. Metalle, Keramik, Kristalle. Scheiße, Kristalle, Metalle, Kristalle. Chirale, Kristalle, Keramik und Metall. 200 Kilo sind 4x50. Aha, okay. Keramik. 200 sind 4x50? Also sind 100 2x50. Also 200... Ich lese nur vor, was hier steht. 200 Metalle, 200 Keramik, je einmal. Okay, also wir kommen ran. 200 von beidem. Okay, jetzt muss ich das erstmal checken. Den Deutsch-Simulator kann man nur per Antrag beim Amt kaufen, wird innerhalb von 6 Wochen zugeschickt. Gregors Käse, das ist ein guter Anfang. Er muss sehr schwer zu bekommen sein. Ja. Okay, dann halt auf dem Rücken. So, pass mal auf, was haben wir jetzt? 200 Metalle, 200 Metalle ist viel zu viel. 200 Metalle, das ist viel zu viel. Metalle haben wir auf jeden Fall auf dem Schweber. 200 Metalle reicht, Keramik 640, 200 Metalle. Und die Chiralen haben wir ja schon. Ja, aber wenn du jetzt auch 600 Chiralkram dabei hättest, dann kannst du ja vielleicht sogar mehr bauen. Kannst du auch die nächste Straße noch bauen und die übernächste. Okay, ja. Ja, weil du baust ja immer nur Teilstücke und dann könnte man auf der Straße einfach weiterfahren bis zum nächsten Teilstück und dann haben wir vielleicht noch eins. Dann nehmen wir noch ein bisschen Chirali. Der Chat sagt auch die ganze Zeit, es dauert ewig, Straßen zu bauen. Also wir sollten uns nicht zu sehr damit aufhalten, glaube ich, und das eher so nebenbei machen. Okay, pass auf. Dann nehmen wir noch ein bisschen Chiralis mit. Haben wir überhaupt noch welche? So, überspringen hier diese Filmsequenzen. Und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Chirale mit. Ey, 3200 Leute. Es werden tatsächlich mehr. Mich würde mal interessieren, ob es am Tag liegt, dass einfach über den Tag verteilt ist, immer mehr werden. Ich nehme an, so ist es. Oder ob es wirklich am Spiel liegt, dass Leute einfach gewillt sind, da einfach mal reinzuschalten. Immer noch, nach Wochen. So, dann bauen wir jetzt mal los. Wir haben ja sogar so ein Auto. Da können wir ja theoretisch auch mit dem Auto fahren. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Das heißt hier von unserem alten, kaputten Ranger-Wagen? Entschuldigung, ich finde es einfach gerade geil, wie du das so hinter dir herziehst. Ja, pack das mal alles da rein. So, was haben wir denn hier? Auf dem Rücken? Da. Granatentasche lassen wir mal. Schweber. Okay. Sehr schön. Und den Schweber auf Rücken tragen. Stark. Ne, was? Ich will den Schweber auf den Rücken tragen. Hallo? Der Herr? Schweber lösen. Vielleicht erstmal lösen. Und dann auf Schweber steigen. Ich will den einfach in die Hand nehmen.
Du musst ihn lösen vielleicht vorher. Du musst ihn, glaube ich, erst lösen. So, ah ja. Mann, dieser Simon. Was würde der Nils ohne ihn machen? Gemacht. Lass mich doch auch mal sein. Ich muss auch mal dir helfen. Bitteschön. Ich finde, das ist irgendwie ein geiles Auto. Weil das ist unser Auto, Mann. Und das hat so viel mitgemacht. Das ist nie auch. Ja, also ich warte nur drauf, bis wir es auch wie alle anderen im Fluss versenken. Ja, aber so, das muss das Ende sein. Ist egal, das ist nein, eben gut. Unser Auto, Mann. Er sagt auch irgendwie, Tante Schnee auf YouTube. Jungs, macht bitte weiter. Ich finde, das ist das perfekte Beifahrerspiel. Und es ist gut mit euch, weil so viel Quatsch dabei passiert. Ich habe auch keine Lust, mir woanders das Spiel anzusehen. Also bitte, bitte macht weiter. Jetzt aus dem Auto da reinmachen? Ey, Tante Schnee, das ist für dich. Du bist die Beste. So. Entschuldigung, sie würde ich muss gedrückt haben. Straße erneuern. Ah ja, geht sogar. Geil. Metalle. Material hinzufügen. Oh ja, Entschuldigung, jetzt habe ich zu viel dazu gemacht. Ja, dann mach doch nur so viel, wie du brauchst. Keramik. Ich glaube, ich kann dir mal gleich ganz viele Tipps vorlesen, die unser Leben vereinfachen werden. Aber ich warte, bis du aufnahmebereit bist. Ey, ja, aber das ist doch Quatsch. Was ist denn jetzt los? Ich will nur das jetzt. Ja. Guck mal. Mehr Material als erforderlich. Ja, aber ich will das jetzt. Ja, ich weiß denn. Nutzt nur das, was ihr. Haben wir jetzt was verschwendet, egal. Oder ist das, liegt das daran, dass das so, die geringstmögliche Portion ist 200 oder was? Oder ich check's nicht. So, du sollst jetzt bitte. Ja, kann sein, ne? Zack. Ja. Material hinzufügen. Aber wieso kann ich. Es ist halt einfach so. Aber dann ist doch nicht schlimm. Na, okay. Das ist halt ein bisschen zu viel. Das wird halt einfach alles komplett verschwendet. Und die sind jetzt. Das, die Keramik, guck mal, ich pack da 650 Keramik nicht, rein. Wie dich das richtig fertig macht. Ja, aber Nils, es ist, vielleicht ist es ein Teil des Spiels, du sollst es bedauern. Nein, aber guck mal, das Ding ist, wir haben jetzt diese. Ja, aber du diskutierst mit mir, ich hab's doch nicht entwickelt. Ja, aber wir können die anderen dann Straßen da nicht mehr ausbauen. Versteht ihr das? Aber ich verstehe die Argumente, aber was soll ich denn machen? Soll ich anrufen? Nee, überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, das irgendwie zu teilen. Naja, wenn, dann müsste es hier angezeigt werden. Dann würde er sagen, die passende Paketgröße raus und deshalb gibt es da so viele. Okay. Ah, das ist ja so dumm. Aber beim nächsten Mal weißt du es. Du gehst jetzt nicht zurück, oder? Nein, ich baue das jetzt. Okay. Ich dachte schon rein, du gehst jetzt wegen der Paketgröße nochmal zurück. Naja, also wenn der Plan ist, mehrere Teilstücke zu errichten. Oh, das guck mal geil, das haben wir wieder zum ersten Mal. Guck doch mal. Oh, schön. Richtig schön. Geil. Oh, sind wir die Geilsten oder was? Oh, geht das bis übers Wasser? Nee, der hört kurz vorher auf, gefühlt. Sieht so aus. Aber ich habe auch Bock, die Straßen noch ein bisschen auszubauen. Ja, dann brauchen wir nur welche von diesen. Solange der Weg hin und her noch so angenehm ist. Keramik. Ja, müssen wir einmal ganz kurz noch Keramik holen und dann fahren wir los. Unsere geile alte Rostlaube, ey. Das Ding ist wirklich komplett. Komplett durch. So. Dann geben Sie mir bitte Terminal aktivieren. So, Material nehmen. Keramik. Was haben wir denn hier? 160. Ja. Gib mal. Gib mal. Bestätigen. Ja, gib mir das sofort alles. Und dann lade auf Fahrzeug. Ich lese mal ein paar Tipps vor, die uns Peter Punk auf YouTube dagelassen hat. Ihr tragt zurzeit ein Geschwindigkeitsskelett. Wenn Nils L3 drückt, kann er schneller laufen, weil er einen Boost bekommt. Gilt auch für Fahrzeuge. Ich glaube, zum Teil wussten wir es schon. Ihr verliert aber auch schneller Akku, deswegen mehr Akkus im Rucksack ausrüsten. Ah ja, stimmt. Im Zimmer macht man das, ja. Also unten im Keller. Machen wir nächstes Mal. Wenn Missionen über Berge führen, immer Motorrad nehmen oder zu Fuß gehen. Ich glaube, das haben wir auf schmerzhafte Art und Weise schon rausgefunden. An eurer Stelle würde ich hauptsächlich die Story-Quest spielen, zu erkennen an der orangenen Linie. Sagt man nicht orangefarbenen? Die am Terminal bei der Sam Aufträgen angezeigt werden, also am Terminal. Orange. Linie, okay. Orange, orange. Orange, orange.
Orange. Bekanntes Orange, Song. Orange. Orange vom Album Orange. Um die Transporte interessanter zu machen, das ist vielleicht für uns ganz wichtig. Neben den Hauptquests für Sam am Terminal findet ihr den Briefing-Button. Wie bitte? Touchpad in der Mitte drücken, dann wird was dazu gesagt, warum ihr überhaupt was machen sollt. Das haben wir scheinbar noch nie gemacht. Den Button gedrückt, den Briefing-Button. Wir haben nicht genug dabei. Schade. Chirale? Noch eine Sache, die ich häufig gefordert habe. Da hatte ich tatsächlich recht. Auf dem Weg zum Ziel würde ich an eurer Stelle nur Ware von den Sonderaufträgen mitnehmen, die auch zum Zielpunkt der Storyquest befördert werden sollen. Wir nehmen nämlich immer zu viel Schrott mit. Wir sind einfach ein Schrottsammler. Ja, wir wollten einfach mega nice ein Stein sein. Ja, es ist dieses Phänomen. Lieber drei Einkaufstüten nehmen, als dreimal gehen. Es ist, man kommt nicht drumrum. Bin ich nicht dran, oder? Immer mindestens eine Waffe für GDs und Mules dabei haben. Wenn ihr die auf Stärke 2 geupgradet bekommt, kann Stärke 1 ignoriert werden. Ja, okay. Das ist interessant. Wenn ihr in euren Privatraum geht, vorher immer das mitgebrachte Fahrzeug in der Garage packen, dort wird es automatisch repariert. Okay, doch, das haben wir ja schon gemacht. Aber nicht lackiert, scheinbar. Das wäre mir eigentlich lieber. Ja, das ist irgendwie selbsterklärend, wenn ihr schwere Pakete habt, das Kraftskelett ausrüsten. Auf der Karte mehr auf die Online-Schilder achten. Mitspieler geben Hinweise, wo Feinde sind, kann man dann besser umfahren. Ja, vielen Dank, das waren eine Menge guter Tipps. Ernsthaft, danke, Peter Punk. Ja, doch, geht so. Gerne mehr von sowas. Warte mal. 2000, 2, 4, 6, 8, 10. Na gut, können wir alles machen. Guck mal, wie wenig. Das hat uns jetzt nicht so viel gebracht. Schade. Ja, wir brauchen da noch viel, viel mehr Material für diesen Straßenabschnitt. Aber wir haben immerhin ein bisschen was dazu beigetragen. Die Frage ist, ob wir jetzt mit unserer alten Karre überhaupt diesen Weg zu Ende kommen. Wir sind nämlich jetzt auf der anderen Seite von dieser Schlucht, ne? Wir müssen nämlich nach da. Und ich weiß nicht, ob wir... Na, wir wollen ja da Thousand und City. Auf der Seite der Schlucht könnte das klappen. Aber wir sind natürlich durch diesen Straßenabschnitt jetzt gefahren. Ja, okay, das heißt, natürlich sind wir natürlich woanders rausgekommen. Also wir müssten dann irgendwie gucken, dass wir vielleicht... Hier? Genau, ja, irgendwie. Bis hier, ne? Genau, die ganze Zeit an dem Wasser entlang. Oh, ja. Siehst du, da kommen wir nämlich nicht runter. Nee, das ist dann nicht mehr. Da musst du hier gucken, wo geht denn? Gar nicht. Shit, gar nicht. Wieder zurück. Sicher kannst du nicht links rum? Nee, der ist wahrscheinlich ein größerer Umweg. Also das hat uns halt, diese Straße hat uns halt nichts gebracht in diesem Fall. Das heißt, was wirklich besser wäre, wenn wir da in diesen Canyon reingehen, ne? Und da, also dass wir hier wirklich, oh, alter Schwede. Ja, es ist schwer, ein bisschen einzusehen, aber irgendwo da im Übergang sein. Da wäre echt ein Symbol ganz geil für einen Übergang. Also wir müssen dann echt wieder zurück quasi und dann von da dann hier so runter, ne? Aber gut, auf der Straße ist das ja relativ schnell gemacht. Das mit dem Reparieren geht übrigens leider nicht für das Fahrzeug, weil es nämlich ein Mule-Fahrzeug ist, was wir geklaut haben. Deswegen werden die nicht repariert bei Bridges. Ach so. Aber ich finde, das hat sehr viel Charisma. Also ein Charisma schreibt man natürlich mal C-A-R. Ja. Das ist gut. Das ist ein sehr schönes. Warum hat den Gag noch keiner bei, also keine Werbeagentur irgendwie, damit man eine quasi, das wäre wie für Sixt, eine gute, ne? Ja. Kein Auto oder keine. Wir haben am meisten Charisma oder so, das wäre perfekt für Sixt. Ja, aber. Ah, warte mal, kommen wir hier rüber? Ist das nicht vielleicht sogar geil, wenn wir hier über diese Brücke kommen? Mach doch. Sieht gut aus. Ja, oder? Der blaue Linie meinte auch der Chat vorhin. Einfach den Linien folgen. Übt Simon eigentlich schon fleißig für die Weltherrschaft beim G8-Gipfel? Nein. NJ. Nee, aber ich habe nicht über die Brücke. Eben noch mit Nils vor diesem Let's Play darüber geredet, dass. Er mir ein bisschen was beibringen muss und ich muss das nochmal üben. Ich habe es ja bisher nur, wenn ich es mal gespielt habe, immer nur beim G8-Gipfel oder bei dem kurzen 2-Stunden-Training davor. Ja, genau. Wir müssen irgendwie in diesen Canyon reinkommen. Frage ist, hier vielleicht. Darunter, ja.
Nee. Nee. Warte mal. Also ich bin auf jeden Fall auf der Linie. Vielleicht klappt das. Meinst du, es klappt? So. Und jetzt sind wir in diesem Canyon. Can we or can we not? Ich glaube, das könnte funktionieren. Auch nicht mehr so viel Batterie. Und kein Material, um irgendwas Neues zu kaufen. Warte mal, ja, mal nochmal sicher gehen. Ich glaube, das funktioniert. Guck mal, wenn wir einfach jetzt dieser... Was ist dann hier aber der... Jemand schreit, Achtung, das Auto passt nicht durch den Canyon. Hat's? Das wollen wir erst mal sehen. Ihr kennt unser Auto nicht, das ist unser Rosti. Rosti schafft das, Rosti kann das. Rosti kann seine Größe verändern. Es war schon lange kein Monster mehr da, keine Action. Ich hoffe nicht, dass es kommt jetzt. Ich wundere mich nur ein bisschen. Ja, also das mit der Atombombe und so, das war relativ viel Action gewesen. Na, ich meinte, wir sind schon, du bist durch Regen gekommen, aber ansonsten haben wir keine Kämpfe gehabt. Was ja eigentlich ungewöhnlich ist, weil du ja häufig auch mal irgendwie durch den Regen musst. Ja. Oder liegt es daran, dass wir die Wetterkarte besser nutzen? Mit wir meine ich dich. Ja, also wir haben sie schon tatsächlich ein paar Mal genutzt, aber in diesem Fall jetzt nicht. Mal gucken. Mal hier ist der Übergang. Okay, ja, mal gucken jetzt. Nicht da jetzt runterfallen, bitte. Ach so, da hinten rechts. Okay. Das sieht doch gut aus. Wir kommen doch darüber. Sind wir noch nichts. So, ja, mal kurz gucken. Da wollen wir hin. Unser Pfad wird gelobt. Es wäre der richtige Pfad. Obwohl, ne, mit Delay könnte sein, wenn sie jetzt falsch sind. Du musst hier nämlich eigentlich da lang. Ja, wir müssen natürlich jetzt mal erstmal den Überweg da über diese Dings fahren. Wir können natürlich jetzt theoretisch überall über. Ich glaube, dass das relativ machbar ist. Mal eben kurz. Er wollte ein kleines Stück hier rüber und dann da. Sozusagen. Ein Stück hier zurück. Ja, auf der Seite des Canyons. Machen wir dann. Dann mal an dem Berg vorbei, ne? Jetzt sind wir doch ein bisschen abgekommen. Zu weit abgekommen. War nicht mein Plan. Warte mal. Zu weit abgekommen. Starkstrom schreibt, Simon, bald kommt endlich wieder etwas mehr Story-Cutscenes. Spielt unbedingt weiter. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, wir haben heute, ich weiß nicht wie viel noch, eine Stunde ungefähr. Heute eine Stunde? Wir haben richtig viel Zeit heute. Ja, noch meine ich, also es ist ja schon drei, obwohl, wie lange geht's denn heute? Bis 18 Uhr. Vier nur, oder? Bis 18 Uhr. 18 Uhr? Okay. Glaube ich, oder habe ich was falsch? Nee, es kann sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, es kann sein, 18 Uhr, ja, dann hätten wir noch ein bisschen mehr Zeit sogar. Ob ich jetzt hier durch das diese alte Stadt komme? Oh. Erwin Hassknecht fragt, welche Bücher wir jetzt lesen zurzeit? Zurzeit? Denn wir sind große Leser, das wisst ihr. Ich lese gerade tatsächlich so eine Trilogie, die heißt Herrschaft des Gier. Die Herrschaft der Gier? Des Gier. Des Gier. Des Gier. Des Gier, okay, jetzt, ja. Und shit, komme ich hier rüber. Und da bin ich im dritten Buch gerade. Das ist ganz geil, das ist ein bisschen auch so Star Wars-eske Anleihen. Mein Akku ist bald leer, ey, und wir haben keine Dings. Und zwar geht es darum, dass die Erde wird in Besitz genommen von einer außerirdischen Rasse, den Skier. Und die haben ein riesiges Imperium und haben halt ganz viele Planeten und Kulturen schon sozusagen ihrem Imperium gewaltsam einverleibt. Und dann gibt es immer eine Phase zwischen der Eroberung und der Integration.
Migration ins quasi in die Republik. Die dauert so 200 Erdenjahre. Na, da müssen wir hin. Das wird, wir werden es natürlich wieder knapp nicht schaffen. Und dann beginnt das Buch quasi, als diese Inobhutnahme beginnt. Also diese 200 Jahre sind vorbei und die Erde, die... das war so klar. Tank ist leer, Alter. Genau, die Erde darf zum ersten Mal die Welt quasi mitbenutzen, sozusagen. Shit! So, jetzt müssen wir mal gucken. Also ich habe gegoogelt. Ja? Und es nicht gefunden. Die Welten, dann machen wir die Weltendesk hier. Ach, okay. Die Weltendesk. Und Skier mit II. Was da ist es doch. Der Weltendesk. Okay, fuck, okay. Nils hat absolut recht. Nice. Hier, ich zeig's euch kurz mal. Und zwar jetzt aus mangelnden Klicks, Links bei Amazon. Können wir vielleicht kurz mal zeigen. Hier. Die Weltendesk Gear. Bevor wir gleich auch wieder in die Werbung gehen. Liebe Regie? Komm, das zeigt doch kurz noch, damit die Geschichte ein Ende hat. Da. Die Welten des Skier, Prinzipat. Das klingt wie ein Buch, was du dir holst. Und um es zu Ende zu bringen, gleich gehen wir kurz in die Werbung. Ich lese gerade Into the Woods, How Stories Work and Why We Tell Them, was ich sehr empfehlen kann. Und Writing Screenplays That Sell. Ob das so gut ist, kann ich euch sagen, sobald ich eins verkauft habe. Wir machen kurz Werbung. Und danach habe ich einen Kaffee, Nils ist gleich da. Und ihr seid hoffentlich auch am Start, denn dann gibt's vermutlich wieder ein bisschen Cutscenes zu sehen. Bis gleich. Hallo, Entschuldigung. Ich kaufe noch schnell einen Apfel. Meine Wegnahrung. Hier auf dem langen Weg. Der ist aber gleich weg. Ist ja in meinem Bauch. Guck mal hier, Leute. Wir sind da. Wir sind tatsächlich da. Ich warte noch mal. Ich gehe ganz langsam, bis Simon wieder da ist. Liebe Regie, vielleicht können wir hier das Blinken hier mal abstellen. So. Ich gehe noch nicht an den Terminal. Ich gehe nur noch schon mal runter. Dankeschön. Ich willkomme euch auch. So. Und jetzt muss ja irgendwas Geiles passieren. Eine Inobhutnahme sozusagen. Dieses Knotenpunktes. So, ihr Lieben, jetzt reden wir mal miteinander, bis Simon wieder da ist. Ach, der ist noch nicht wieder da. Ich will nämlich jetzt nicht drücken, dass er was verpasst. Geil, was macht ihr denn am Wochenende? Nils, speicher bitte vor dem Abgeben. Ich habe eben gespeichert tatsächlich, weil ich das irgendwo gelesen hatte. Aber es gibt ja hier auch jetzt nicht verschiedene Speicherslots, oder? Dass ich jetzt etwas wieder laden kann. Überschreibt er das nicht? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich hatte jedenfalls schon gespeichert, eben gerade. Dann gerne nochmal speichern. Simon ist ja nicht da. Aber ich habe jetzt, weiß ich nicht, wie viele Slots das jetzt, keine Ahnung. So. Dann höre ich ihn jetzt. Ah, da tapst er heran. Guck mal, ich habe auf dich gewartet, so, mein Freund. Tut mir leid. Ja, schön. Irgendwie. Was? Es tut dir leid. Nee, alles gut. Ich habe Zucker mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du Zucker wolltest. Nee, ich trinke immer nur Milch. Aber das hier Milch. Nein, ich trinke jetzt auch ohne. Ja, hol mir mal Milch. Hol mir mal Milch. Ja, ey, ganz kurz zu meinem Buch, ne? Die Welten der Skier. Es ist ein schönes Buch. Ist, wenn ihr so Star Wars und so mögt, das ist eine richtig volle Galaxie mit unglaublich vielen verschiedenen Völkern und dann geht es eben darum, dass die Menschheit in dieses Imperium der Skier und die Skier, die sehen im Grunde aus wie riesige, 3 Meter große Kakerlaken. Und die werden in diese Welt aufgenommen und leben dann in diesem Imperium. Und es gibt so Widerstandskämpfer und danke, recht, dankeschön. Und die Skier, die teilen sich auf in 3 Regierungsäulen, das Patronat, das Protektorat und das Prinzipat. 3 Regierungseulen? Eulen, genau. Okay. Und die verwalten sozusagen ihr Imperium und dann ja, ist ganz nett. Und dann kommen die da zum ersten Mal, werden die dann auf die, sozusagen ins Parlament, dürfen die dann einen Vertreter schicken und werden die ganzen verschiedenen Rassen beschrieben. Das ist ja interessant. Macht Spaß. Lese es gern. So, jetzt, ich habe nur die Zeit überbrückt. Jetzt geht's los. Wir gehen zum Terminal.
Jemand sagt, wir sollen speichern. Ja, habe ich. Hast du schon gemacht? Ja. So, liefern. Schön, dich zu sehen, Mann. Du weißt nicht, wie sehr wir uns darauf gefreut haben. Hier geht's vielen Leuten schlecht. Die Bedürftigsten bekommen zuerst etwas. Aber bei dieser Menge sollte jeder etwas abbekommen. Wir sind dir sehr dankbar. So. Ich erwarte ein S für awesome. Awesome. Interessantes Wissen, was hier im Chat geteilt wird. Kaffee ist super zum Abnehmen, verbrennt mehr Kalorien, als es bringt. Hat ja keine, genauso wie Wasser. Ein Liter Wasser benötigt 100 Kalorien zum Verarbeiten. Also der letzte, den Anfang wusste ich, aber das ein Liter Wasser 100, ne? 100 Kalorien zum Verarbeiten, wenn man, ne? Das hätte ich nicht gewusst. Lustig. So Leute, ich mach mal zu. Also richtig viel trinken einfach. Erfahrener Frachtträger. Hatten wir nicht schon mal einen geileren Titel? Das denke ich nämlich auch. Wir waren schon, alles außer Legende waren wir schon. Oder? Erfahren ist einfach, Fahrender vielleicht, das sind wir auch. Fahrender Frachtträger. Elite-Frachtträger. Da. Moment, haben wir gerade zwei auf, als Beförderung auf einmal bekommen? Offensichtlich, ne? Du hast verschiedenes Klasse 30 erreicht. Du erhältst jetzt mehr Likes. Das ist mir wichtig im Leben. Darum geht's. Du hast das Leben verstanden. Also stimmt es, dass das chirale Netzwerk endlich Realität wird? Ich kann's kaum glauben. Echt nicht. Das ist fast wie ein Traum. Ja, wenn es kein Traum ist, will ich ein Teil davon sein. Okay, hier kommt wieder meine Kette. Macht irgendwas, was ich nicht verstehe. Guck mal her, Simon. Noch ein Puzzlestück. Wir holen uns Amerika zurück. Stück für Stück. Aber wir gehen ja wieder nach, wir gehen zu weit nach rechts. Wir müssen ja in die linke Area. Du hast völlig recht. Was heißen eigentlich hier diese Blasen und so? Siehst du die? Das sind wahrscheinlich so Explosionskrater von irgendwelchen Leichen. Du hast recht, so. Das muss es ja sein. Klar, ja. Natürlich. Also, oh, das sieht eigentlich dann, wenn man das so sieht, ist das richtig tödlich. Schlimm. Ja, aber auch unangenehm. Also, das ist eine Menge. Ne? Das sind viele. Ich finde generell, dass das westliche Territorium sehr unappetitlich aussieht. Es hat so viele Höhenunterschiede und Canyons. Aber Fluss, das ist nur, glaube ich, Optik, oder? Weil wenn man das erobert, sieht es auch aus wie das Rechte. Ich habe mich das nämlich auch gerade gefragt. Ah. Nur im rechten Gebiet, also Aldi Ost, gibt es nämlich, sobald du endlich mal das scheiß Menü weg hast wieder. Die Lage nach Beginn des gestrandeten Todes, kein Blau im umgekehrten Regenbogen. Aha. Kannst du ja gleich nochmal durchsehen. So, da sieht man das dann nämlich auch. Dass das genauso scheiße aussieht, rechts wie links. Ach, der Chat. Ich versuche gerade den Chat nachzuholen, ihr habt so viel geschrieben. Ohne Hilfe von außen hätten wir wohl nicht überlebt. Das chirale Netzwerk könnte viel verändern, Reparaturen vereinfachen. Mit ihm kommen wir vielleicht wieder auf die Beine. Du hast uns ein unfassbar wertvolles Geschenk gemacht. Als Middle Not City verloren war, dachten wir, die Gewalt würde nie enden. Jeden Tag dachte ich, es könnte unser letzter sein. Aber wir sind noch am Leben. Durch die Gnade... Naja, sagen wir einfach, ich glaube nicht an Wunder oder Glück. Oh nein, ich glaube an Menschen. Und Menschen haben uns gerettet. So wie du heute. Jetzt sind wir an der Reihe, anderen Leuten zu helfen. Es tut mir leid, ich muss das hier verteilen. Wir sind dir sehr dankbar. Ah, das ist gute Arbeit. Ich sorge dafür, dass deine Ausrüstung bereit sein wird. Ich muss dir ja nicht sagen, dass du vorsichtig sein musst, wenn du sie abholst. Geil. Guck mal hier, Sturmgewehr und alles und so, ne? Mega sensationell. Das ist aber echt toll. Sturmgewehr ist mal was ganz Neues. Schießt das Ding dann. Nee, das ist für die Mules, oder? Sturmgewehr, es schießt nicht mit Blut. Warte mal, das ist dann eher einfach die anderen. Tödliche Kugeln. Zieh mir
tödliche Antipersonenwaffe. Das ist natürlich insofern, weil die, ist es nicht so, wenn die sterben, dass die diese Krater hinterlassen? AOI. Tödliche Antipersonenwaffe. Das ist eine sehr gute Frage. Heißt das also, wenn man, ne, wenn man einen tötet, dass das jedes Mal eine riesige Explosion nach sich zieht? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß es nicht, aber das. Ich würde es sehr gerne ausprobieren, um ehrlich zu sein. Ja. Wenn nicht so gelingt, wird hier mal einer richtig zerpflückt. Ja, deswegen, die haben ja auch am Anfang gab es ja auch. Oh. Danke, Sam. Du hast South Nord City gerettet und unsere Leute einander näher gebracht. Die halbe Strecke, auch zu unserer Wiedervereinigung, hast du geschafft. Hör zu, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Das ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Der Schatz liegt. Oh, komm. Die Verbindung zu Amelie ist weg. Wir haben ihre Anrufe durchs alte System geleitet. Es muss ein Problem mit der Leitung sein. Ich kümmere mich drum. Hoffen wir, dass es nichts Größeres ist. Sam, ich registriere eine chirale Spitze. Ganz in deiner Nähe. Werte jenseits von Gut und Böse. Das könnte den plötzlichen Verbindungsabbruch erklären. Egal welche Ursache, es kann eine Bedrohung für die Knotenstädte sein. Geh los und untersuche die Sache. Ja, wir sind ja eigentlich ganz geil unterwegs. Terminal. Ah, alles klar. Gibt's hier was? Verfügbar? 204 Kilogramm. Ja, so Zeitlimit-Sachen sind doch gut. Zeitregenresistente Würmer. Ja. Einfach weg mit dem Kram. Das macht ja der Computer. Oder? Da meine ich, genau, das kann der doch. Ja, egal. Ach so, das ist schon. Ich dachte, du suchst Sachen, die du dem Bot geben kannst. Ja, ja. Ja, aber dann gib ihm doch die zeitresistenten Würmer. Kriegt er. Tschüss. Da freut er sich. Hat der eigentlich auch Schuhe? Ja. Oder ist es Metall? Hat der Schuhe? Ach, ja, Mann, zeig die Schuhe. Also waren auf jeden Fall irgendwelche Schuhe. Das ist ja geil, dass man der Maschine Schuhe anzieht. Mhm. Das finde ich super. Irgendwie logisch. Sonst nutzt sich ja das Metall ab. Wenn er nicht rechtzeitig liefert, kann man ihm wenigstens auch die Schuld in die Schuhe schieben. Er braucht doch Schuhe. Was sollen wir hier sonst die Schuld reinschieben? So, ja. Was ist denn hier? Ich will Aufträge für Sam. Wieso kann ich das hier nicht machen? Standardaufträge, ich will nichts mehr liefern. Die Zeiten sind vorbei. Nur noch Hauptsachen. Es ist übrigens so, dass, also der Chat hat gesagt, dass wenn du Leute tötest, musst du die entsorgen, ansonsten explodieren die. Ja, also, dann mach ich doch lieber Bolak an. Wenn das in echt auch so wäre, dann würde es wahrscheinlich auch weniger Morde geben. Einfach weil Leute sagen, oh, so viel Arbeit, um dann noch die Mühe, muss ich die in die Teergrube noch schleppen? Ja. Ach nee, komm, dann hau ich ihm einfach nur in die Fresse. So, es muss reichen. Ja, das wäre tatsächlich, man sollte die Leute einfach in dem Glauben lassen, dass es so ist. Oder man pflanzt jedem so ein Device ein und sobald man irgendwie tot ist, explodiert das. Ey, das ist ja einfach so, wenn alle schlafen. So wie ein Weihnachtsmann, nur halt. Ja. Und dass man wirklich. Hohoho, ich habe euch allen eine Todeskapsel eingepflanzt. Ja, nee, von Geburt an kriegt man so eine Explosionskapsel. So, wenn man stirbt, dann explodiert man unmittelbar. Es sei denn, man stirbt an Altersschwäche. Ja, das muss man dann halt. Aber dann werden Waffen erfunden, die es ja wahrscheinlich eh schon gibt, wo du Herzanfälle auslösen kannst. Und dann hast du schon wieder das Problem. Mir fällt auch gerade ein, dass wahrscheinlich, ich schätze mal, 0,4% aller Todesfälle Mord sind. Und es wäre wahrscheinlich völliger Quatsch, wenn einfach alle dann explodieren. Ja, aber man muss auch. Also es würde einfach ständig. Irgendwo würden einfach ständig Leute explodieren. Ist doch nicht deine Schuld. Nee, aber das System sollte man nochmal überdenken. Ja, vielleicht nicht so gut. Niemand würde in die Nähe von Krankenhäusern zum Beispiel ziehen. Ja, oder anderen. Oder Altersheimen. Ja. Also einfach, du würdest generell. Man müsste bestimmte Industrien auslagern. Ja, das ist richtig. Über die Teergruben. Nee, also die ganze Welt wäre. Nein, man müsste einfach, ich habe eine Idee, einfach eine Kanalisation für diese Teergruben noch zusätzlich daneben bauen, sodass du neben dem Klo noch so einen Entsorgungsbottich hast, immer, der direkt in das Teer führt. Aber Leute würden anfangen, ihren Hausmüll über den Leichen entsorgen. Nee, das ist verboten. Werden viele machen. Ich weiß, du kannst es auf den Deckel draufschreiben, es werden trotzdem Leute machen. Ja, es gibt aber 100 Euro Strafe, wenn man das macht. Ich find's gut, wie wir dieses. Das ist deutsch. Wir haben dieses ganze System gerade mit Strafen und allem, haben wir gerade hier für euch erfunden. So läuft das. Pass auf, jetzt erklär mir doch mal bitte ganz kurz. Ah, geht jetzt endlich raus. Nein, wir haben Dinge zu klären. Was passiert denn mit der Leichenentsorgungskanalisation? Ich nehme jetzt den ganzen Scheiß mit, den ich hier schon habe. Ich gehe da jetzt hin. Auch unser Auto ist ja leider am Arsch der Heide gefangen genommen worden. Wie weit ist denn hier unser
Ziel unserer Reise. Wo ist denn dieses Ganze in der Nähe? Da, ist das das da? Nee. Was? Das? Das da drüber. Nee. Wo ist unser Ziel jetzt hier, unser Reiseziel? Hier steht ja auch nur, wirf einen Blick nach draußen. Das ist quasi eigentlich im Moment unser Ziel. Echt? Einfach nur raus? Ich rieche eine Cutscene. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja, du hast völlig recht. Oh, oh. Oh nein! Das gute Auto. Ja, es sind so viele andere noch da. Nee, aber unser Rostauto steht draußen. Immerhin haben wir die coole Brille. Alter Schwede. Ha, Wale! Bleib doch einfach drin! Was machst du denn? Geh doch einfach rein! Tja. Er hatte keine Wahl. Nee, Leute, mal im Ernst, oder? Ja, aber das ist, wird doch jetzt, ne? Das wird schon geil. Wieso ist denn einfach? Was wollen wir doch? Wir wollen doch wissen, wie es weitergeht. So, Spiel fortsetzen. Uhuhu. Oh je. Alter, das ist ein Weltkriegssoldat. Ja, das ist Weltkriegstrenches, ne? Erster Weltkrieg. Alter, ey. Das ist hier Max Mikkelsen. What the fuck? Der hat die. Wieso fuhr. Ja, wieso Tiere. Kinder auch wieder mit diesen. Auch wieder. Nee, das sind auch wieder aus seinem Nabel raus. Aha. Die haben ihn aus der Suppe rausgezogen und jetzt sind die quasi abgeschaltet. Maximale Weirdness. Geil, die Nabelschnüre, die wurden dann zu einer Zündschnur, ja. Und das war so schön gerade inszeniert, wow. Flakfeuer auf Angriff. Oh, aber endlich mal was Neues. Alter, wir sind ja einfach mitten mal in den Ersten Weltkrieg gerauscht. Weg im Schlachtfeld zu kommen. Weil das ist ja einfach. Was muss ich mal. Warte mal, ganz kurz, ihr Lieben. Muss ich irgendwas. Kann ich mir ganz kurz mal. Kann ich mir vielleicht mal meine Karte angucken oder sowas? Ist das hier. Da müssen wir hin. Okay. Das ist ja gar kein Problem. Jetzt ergeben die scharfen Waffen auch Sinn. Ja. Hab aber die Sachen jetzt mehr, mitgenommen, ja. Oder? Hab ich die verloren? Das waren meine Sachen, die ich verloren habe. Die waren von dir, ja. Aber da ist noch so ein Typ, ey. Alter, wir sind mitten auf einem in der Vergangenheit auf dem Schlachtfeld gelandet. Ah, okay, ja, ja. Und das konvergiert ja alles so zusammen irgendwie. Das mal, rede mit. Alles so haltbar. Schön. Finde ich sehr schön.
Arzttasche. Warte. Okay, warte. Also jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das sind das jetzt echte Soldaten oder sind das, also brauche ich GDs oder sind das? Das wissen wir nicht. Man muss die ja auch nicht erschießen. Also die sehen nicht aus wie, die sehen eher aus wie GDs. Ich glaube, du kannst mit denen gar nicht interagieren. Das ist mehr oder weniger. Aber ich werde schon irgendwie, werde ich nicht auch getroffen? Nee. Doch, ich werde auch getroffen. Ja, aber du bist ja auch auf einem Weltkriegsschlachtfeld. Wäre schade, wenn nicht. Okay, also irgendwie. Geronimo! Ja, aus irgendeinem Grund kann ich gerade nichts machen. Ach so, hier ist eine unsichtbare Wand. Oh nein, den muss ich da kommt irgendwas auf dich. Alter, muss man hier schnell weg. In den Schützengraben rein. Hab ich nicht, ich meine, ich muss auch irgendwo Buddies auch haben, oder? Naja, du eigentlich nicht. Naja, es sind ja zwei Fraktionen, ich muss jetzt zu einer dazugehören. Nee, wieso? Du bist da ja nur. Du läufst ja nur zufällig durch. Ich denke nicht, dass das ein Flashback ist. Ich denke, also, du bist halt einfach in der Zeit aus. Das ist, hat halt Mads Mikkelsen hier generiert. Wahrscheinlich um sich herum. Ja. Fließen alle Zeitlinien irgendwie zusammen und werden ein Brei und so. Das ist alles ganz komisch. Vielleicht brauchen sie auch diese Tode, die in der Konzentration eines Weltkrieges entstehen, wenn du verstehst, was ich meine, da sterben ja mehr Leute, ist ja eine höhere Konzentration an Tod, um diese Sachen zu erzeugen. Wer weiß schon. Oh, dein Kind schreit. Ja, aber ganz schön so schlecht. Jetzt. Alter, das sind überall diese Wände. Der Krieg bringt die Wände. Verstehst du? Ja, weiß nicht, folge einfach dem. Genau. Dem Pfad. Naja, das hat ja eben auch nicht geklappt. Lauft Richtung des Sensors, sagt jemand. Ich weiß aber nicht, ob das. Ich meine, das kann schon richtig sein. Doch, der zeigt auch nach rechts. Folge mal einfach mal deinem Sensor. Mit dem hier, ja. Mit dem, ja. Schwierig. Au! Ihr Leute, das muss doch jetzt nicht sein. Was ist das denn? Alter! Okay. Geil. Das sind auf jeden Fall die Amerikaner. Oder ist das ein britischer Panzer? Hammer, ey. Die sahen so abgefahren aus, diese Panzer, oder? Ja. Können wir dann bitte mal aufstehen? Was? Du bist gerade gestorben? Hammer. Das habe ich noch nicht gesehen. Laden. Aber ich hatte doch noch Blut. Okay, super. Letzte Speicherdatei laden. Das machen wir doch mal. Der Strand hat das alte Schlachtfeld wieder hervorgebracht. Schreibt Altarak. Ja. Das, so wirkt es ja. Nun. Kryptobiot essen wird als Tipp genannt. Ja, Kryptobioten haben wir noch. Oh, das arme Kind hat gar keinen Bock auf Weltkrieg. Hast du mal They Shall Not Grow Old gesehen? Ja. Ja, ja. Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall. Das ist alles völlig verrückt, wenn man das sieht, weil man sich's nicht vorstellen kann. Und völliger Wahnsinn. Ja, sich nur zu überlegen, dass man in so einer, also in so einer Welt leben muss und das ist furchtbar. Absolut furchtbar. Im Grunde muss man sich sowas immer wieder mal angucken, um einfach alles heutzutage ein bisschen relaxter zu nehmen und sich aber nur zu freuen, dass man nicht in so einer Todeszeit lebt. Es wird immer noch gesagt, wir sollen Kryptobioten nehmen. Also, wir brauchen die wohl noch, aber die füllen ja unser Blut auf. Und wir haben doch gerade voll, oder? Naja. Ja. Das ist ja
Panzer. Seid ihr hier? Das ist krass, ey. Gott. Herren, wieso ist denn nicht die Wand? Ich bin doch genau in meinem Typ gefolgt. Ja, du musst den Panzer wahrscheinlich hinterher. Siehst du, der bricht jetzt vielleicht da so durch? Oh, ja, der ist einfach mal kaputt geschossen worden, oder? Nee. Du, jetzt folge einfach. Folge dem Panzer. Der ist Brite, der ist auf deiner Seite. Also immer das. Hat er jetzt diesen Biot-Essen gegessen? Krypto-Biot verbraucht, Blutvolumen wiederhergestellt, würde ich sagen, ja. Au. Das Lustige ist, die Leute regen sich auf, dass du irgendeinen Weg nicht folgst, aber wir sind auf einem Schlachtfeld. Wir haben keine Ahnung, wie der Weg ist. Man kann es nicht wissen. Das ist doch einleuchtend eigentlich. Alter. Okay, ist das die Zeitstränge und er sitzt in der Mitte sozusagen? Reversives Rauchen. Mhm. Jetzt steckt er sie in die Packung. Das ist aber cool. Kann es sein, dass der sein Baby wieder haben will? Halte ich nicht für unrealistisch. Aber dann soll der nicht auf uns schießen. Ja, vor allem, wir würden es ihm auch einfach geben. Also, ich zumindest. Schon. Brauchen wir noch mehr? Wie viele Sturmgewehre brauchen wir denn? Was war da? Einsammeln? Kryptobioten? Ja. Jetzt schießt? Ja. Schieß. Ja, vorbei. Heißt das, er hat auch nur 3 oder 4 waren es ja, wenn du also 4 erledigt hast. Oh, der Kopf ist weg! Ja, ist schon die ganze Zeit, aber der macht einfach mal weiter. Das ist alles aus dem Rückenmark, das Denken. Ja. Ja, geil, nice. Hast du gut gemacht. Das sind GDs in materialisierter Form. Boah, was ist das? Vermutet Foxlayer. Ah, das ist er ja, der Mads.
Erstmal überlegt, wenn Mads Mikkelsen und Michael Madsen heiraten würden, dann wäre Mads Mikkelsen Madsen. Also du verstehst, Mads Mikkelsen Madsen. Okay, ich kann es gar nicht sagen. Madsen. Ey, ich würde das machen, nur für den Gag. Und dann würde ich durch alle Talkshows gehen und so, damit die Leute den Namen richtig sagen müssen. Und dann lachen, wenn sie... Ich finde, das ist eine prima Idee. Und ich bin dafür... Gute PR. Ja. Ich bin voll auf deiner Seite, während ich mich hier durch das Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges... Mads Mikkelsen Madsen. Mein Name ist Mads Mikkelsen Madsen. Mein Name ist Mikkelsen Madsen. Mads Mikkelsen Madsen. Ich höre ja schon auf. Es tut mir leid. Ich habe doch einige Sturmgewehre noch dabei, ne? Das habe ich noch. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich muss nicht das andere auch noch mitnehmen. Okay, jetzt vielleicht doch noch mal. Ich nehme an, dass du dreimal den Dude erledigen musst. Rule of three. Wie immer. Ja, möglich. Will ich gar nicht ausschließen wollen. Ich finde diesen Ballerpart gar nicht schlecht. Normalerweise hat sowas dann ja auch immer, wenn es nur so selten vorkommt, wirkt immer ein bisschen draufgesetzt. Aber hier, dafür, dass man eigentlich viel rumläuft, ballert sich das mit dem Rucksack und so auch eigentlich ganz gut. Ja. Für dich vielleicht jetzt nicht vom Spielen her, aber vom Gucken her auf jeden Fall. Also das Shooter-Element ist jetzt nicht perfekt, muss ich sagen. Ja, ja gut. Es sieht auf jeden Fall irgendwie okay aus. Ja, es ist okay. Aber ich habe so viel Schlimmeres schon gesehen, was sowas angeht. Ich bleib mal hier lieber im Schützengraben. Das ist schon so gedacht. Wenn man im Schützengraben bleibt. Stehe ich immer falsch.
Scheiße, ey. Gebiet sichern. Boah, das war so ein richtig schöner, so ein Ganzkörperspratz. Weißt du, früher als Kind, also als ich noch richtig, noch dümmer war als jetzt, da habe ich gedacht, so du ballerst mit so einem Ding ratatata, und ziehst so einfach einmal rum und dann müssen die doch alle umfallen. Alle in deiner Umgebung müssen doch dann umfallen, weil du doch in alle Richtungen Kugeln verschossen hast. Wie so ein Schirm. Mhm. Hat mich immer irgendwie irritiert, dass das nicht so geklappt hat in den Filmen und so. Ja, das Leben ist ein bisschen anders. Ja, aber wenn es zum Beispiel einfach ein Laserschwert wäre, dann wäre das richtig. Einfach einmal ratsch, alles durchgeschnitten. So. Babys arg am Abheulen. So. Das hast du gut gemacht. Ja, aber die Szene war doch jetzt noch gar nicht zu Ende. Was ist denn jetzt? Die sind doch gerade zusammengeknallt. Oder habe ich jetzt was verpasst? Ja, irgendwie. Eben haben die doch noch zusammen sich umarmt. Und jetzt? Ja, immer als jetzt will ich aber auch noch mal wissen, was hier Sache ist. Meisterfrachtträger. Das ist schon besser. Beinahe jeder vertraut dir. Das, also viel besser geht's doch wirklich nicht mehr. Guck dir das mal an, wie so ein Weihnachtsstern. Als oder? Mir aufgebläht. Nur die linke Seite, da ist noch ein bisschen. So, das ist wie so sehen die Erfahrungswerte vom Weihnachtsmann aus. Oder Nikolaus, je nachdem, das kannst du egal. Ne? Die Erfahrungswerte? Ja, also auch, der ist genau so viel, so. Weil der schon so viel ausgetragen hat, dass er genau Meisterpaketträger ist. Man könnte genau das gleiche Spiel einfach wirklich mit einer Mod in eine Weihnachts- bitte! Ausliefer. Gott, wie oder? Geil! Aber ach, so ist ja Konsole. Nee, gibt's doch PC. Bin ich gerade bescheuert? Gibt's das? Spielen wir auf PC? Nein. Wir spielen auf Konsole. Gibt's das für PC? Nee, gell? Klären wir danach. Sam, hörst du mich? Ja. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wie bitte? Was ist mit mir passiert? Als du das Verteilerzentrum verlassen hast, hat der Sturm aufgehört. Einfach so. Die Chirale dichten am fast genauso schnell ab.
Ich geriet in den Sturm und war in einem Kriegsgebiet. Hattest du einen Tagtraum, Sam? Die Kommunikation war nur eine Sekunde unterbrochen. Nein, das war sehr viel länger. Da war dieser Soldat. Er wollte mir mein BB wegnehmen. Wenn du das sagst. Das Kleine kann es bezeugen. Sam, unser letztes Gespräch ist weniger als eine Minute her. Das kann nicht sein. Ich habe dort gefühlte Stunden verbracht. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Schon gut. Ich komme zu dir. Ich kann dir leider nicht entgegenkommen. Ja, ich weiß. Dein Kind, oder? Sei vorsichtig, Sam. Hm. Ich freue mich drauf, dich zu sehen. Hatte lange keine Gesellschaft mehr. Cool. Das freut mich sehr, dass wir jetzt endlich dahin kommen. Das ist eine schöne Szene, die uns erwartet. Aber das war jetzt auch irgendwie nice. Irgendwie schon. Es nimmt auf jeden Fall Fahrt auf. Nicht nur, weil wir jetzt auch langsam mal mit Fahrzeugen... Oh, ja, ja. Sam, geh zu Mamas Labor. Genau. Mama war Teil des Cupid-Entwicklungsteams. Aber von Anfang an stellte sie seine langfristige Brauchbarkeit in Frage. Sie sah bei den Cupids grundlegende Mängel. Das könnte das seltsame Phänomen, das du erlebt hast, und die erhöhte chirale Dichte erklären. Du solltest sie besuchen und mit ihr reden. Ja, was? Warte. Au, Junge. Mach die mal weg. So. Okay. Anti-G, die Handfeuerwaffe. Schuhflinte. So. Okay. Wo wollen wir denn jetzt mal hin? Suche Mama in ihrem Labor auf. Wo ist ihr Labor? Da? Ziel Mamas Labor. Ja. Das sah doch eben richtig aus. Ja. Da, bin ich soweit. Okay. Das war ganz. Das war was. Warum? Das war was Besonderes. Alter. Will mich jetzt verscheißen? Ach, ich hab gar keine chiralen Kristalle mehr. Oh. Ach, shoot. Aber die findet man noch auf dem Weg. Ja, aber ich kann den ja so lange nicht mitnehmen. Ja, aber du hast doch eh noch Platz auch. Du könntest das easy alles auch. Ja, ich will es nicht mehr rumschleppen. Alter, ach deswegen, ey. Shit. Ja, aber das hast du ja gerade gesagt, oder? Dachte ich. Genau, das ist ja der Problem. Bau den doch einfach ab und nimm ihn mit, komm. Ich bring das jetzt zu einem Spind, die Sachen. So. Bring das jetzt kurz in den Spind, den Scheiß, den wir nicht brauchen. Und dann ist gut. Dann können wir mal gucken, ob wir noch ein paar chirale Kristalle hier haben, aber ich schätze nicht. Ich muss doch immer, selbst nach all den Stunden immer noch lachen, dieser absurde Turm, den du da hast. Hast du dran gedacht, vielleicht mal ein Kraft-Exoskelett oder so zu nehmen? Damit kannst du dann nämlich mehr tragen. Ja. Glaube ich, im Moment noch ein anderes? Bin nicht sicher. Schauen wir gleich mal. Also, genau, benutzt Blutbeutel. Achso, den können wir mal recyceln oder sowas. Ich kann mal einen kleinen Teaser machen.
und ein bisschen leaken. Ist nicht mehr geleakt, weil es ist mittlerweile schon im Forum. Edo und ich werden Monkey Island 3 spielen und haben schon Monkey Island 3 gespielt. Geil. Ich freue mich tierisch drauf. Es hat so viel Bock gemacht, schon die ersten zwei Sessions. Und Monkey Island ist so geil. Das gibt's dann an Weihnachten. Oder wer will, wer sich informieren will, geht einfach ins Forum. Hast du es damals gespielt? Hast du Monkey Island jemals gespielt? Ja, weil das ist für dich auch klar. Wirklich, wäre perfekt für dich. Selbstredend habe ich dieses gespielt. Na gut. Kannst du gerne nochmal spielen. Sollen wir mal gucken. So, also was ist für ein paar Sachen gegen GDs? Das, nicht tödliche Anti-GD-Waffe, genau. Das sind die, die ich haben will. Und die Bola Gun. Nicht fast 4000 Zuschauer. Das ist sehr, sehr schön. Okay. Tödliche Anti-Personenwaffe, das ist mir jetzt egal. Das brauche ich jetzt nicht. Das packen wir schon mal alles in den privaten Spind. Ja, genau, das Geschwindigkeitsskelett, das haben wir schon an. Und den Lastenschweber, genau, dafür brauchen wir unsere Dingsbums. Den nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Und pass auf, wir brauchen ja nicht so viel. Bola Gun will ich mitnehmen und GD Handfeuerwaffe finde ich gut. Dann kann die noch weg. Und an die Person, ich will die eh nicht töten, dann muss ich die aus dem Weg räumen, das ist mir zu blöd. So, in den privaten Sprint mit Blutgranate haben wir mit. Die sind beide gegen GDs. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Dann machen wir nochmal. Ja, wir brauchen vielleicht nicht so viele. Typ 0. Reicht hoffentlich so. Komm. Ah, Granatentasche verstauen. Das geht ja auch. Stimmt. Okay, jetzt wird das schon zusehends ein bisschen weniger. Den brauchen wir noch. Olagan, Blutbeutel. Können wir vielleicht einen Blutbeutel? Können wir eine Vorratstasche verstauen? Okay. Ja, so, das dürfte, glaube ich, in Ordnung sein, oder? So. Okay. Ich hätte gerne mal wieder ein bisschen Musik. Wir sollten vielleicht einfach mehr diese Musikbriefkästen verteilen. Ach, Gerade Kristall. Für uns selbst. Egal. Ja. So, jetzt geht's aber weiter hier. Ba-ba-da-ba-da-ba. Kurz mal eine Frage beantworten. Hey Simon, wirst du in Life is Strange 2 Episode 5 spielen? Fand ich immer sehr geil. Season 89. Werde ich spielen? Ich bin immer noch nicht überzeugt von Life is Strange 2. Aber es ist eingeplant, aber wir haben noch keinen Termin. Ich werde es aber gleich heute nochmal in unseren internen Slack posten. Und dann komme ich zeitnah auf dich zurück. Es regnet hier. Direkt hier das vorne. Ist nicht gut, aber auf der Straße ist doch eigentlich. Ah. Und guck mal, nicht mal dein Sensor ist da. Oh! Nee, ja. Jetzt manuell. Ach so. Guck mal, was hier so rum, was ist hier? So, das ist einfach nur so ein komisches Ding. Starker Zeitregen. Mamma mia. Fuck, das ist auch eine gute Idee von Serial Killer. Zu Weihnachten solltet ihr mal Sam & Max Hit the Road spielen. Das würde ich gerne mal wieder spielen. Ja, das war geil. Oh Mann. Hab ich auch nur einmal durchgespielt, ist auch schon ewig her. Ja. Es ist wirklich, Weihnachten steht echt einfach für Nostalgie. Das kann man nicht wegdiskutieren. Schön, einfach mal. Ey, du hast da voll das Blut an dem Knie. Ja, von der Schlacht wahrscheinlich. Das müsste doch mittlerweile abgewaschen sein. Wasch dich doch mal, ist ja ekelhaft. Warum altes Weltkriegsblut. Ich hab das Gefühl, du beleidigst mich. Es gibt so ein. Ich hab mich gerade noch gefragt, ob das realistisch ist. Es gibt so ein Zimmer von einem jungen Mann, der damals in den Krieg gezogen ist und der ist da gefallen und seine Eltern haben das Zimmer unverändert gelassen und die haben das dann irgendwann unter der Bedingung verkauft oder irgendjemandem im Museum zur Verfügung gestellt, dass es unverändert bleibt und das ist wie eine Zeitkapsel und total abgefahren. Also ich war da noch nie drin, ich habe aber Bilder gesehen. Ist cool, aber halt der Ursprung ist natürlich mega traurig irgendwie. Ja, voll, natürlich. Ich weiß nicht, es kann nicht gesund sein, oder? So lange dann auch an sowas zu hängen und das sich immer daran zu erinnern, ich weiß nicht. Naja. Man wahrscheinlich nur sagen, wenn man es durchgemacht hat.
Nils, wir kriegen ein Fahrzeug. Wir kriegen ein geiles Bridge. Bridge Booty Fahrzeug, wie auch immer die heißen. Möglich. Bridge Trucks. Aber was ist denn bloß mit unserem verrosteten alten Freund? Oh, Leute, da drin im Bunker? Das ist das Baby von ihr, oder was? Keine Angst, Sam. Sie beißt nicht. Schön, dass du hier bist. Wir sind schon in Episode 5. Plötzlich geht's schnell. Wir haben uns sehr lange in 3 aufgehalten. Ja. Sie hat Hunger. Was zum? So, sie schläft. Sie kann sie zwar nicht trinken, aber mein Körper produziert die Milch. Das Durchgehen der Bewegungen hilft gegen den Schmerz. Was ist sie? Sie ist meine Tochter. Und ich ihre Mama. Schon gut. Sie ist nur mit mir verbunden. Sie ist nicht wie andere GDs. Du kannst es sehen, oder? Du bist verbunden. Jetzt weißt du, warum ich nicht weg kann. Also, wegen der Superzelle. Gibst du uns Erwachsenen mal eine Minute? Der macht doch nie was. Danke. Schau mal. Das war die chirale Dichte, als die Superzelle auftauchte. Aber sie normalisierte sich fast augenblicklich wieder. Das heißt, der Sturm verschwand in nicht mal einer Sekunde. Das ist unmöglich. Okay, sehen wir uns doch mal die Aufzeichnungen deiner Handschellen an. Das ist ziemlich verrückt, aber wenigstens bist du es nicht. Die Protokolldaten stützen deine Geschichte. Ich schätze mal, du warst gefangen zwischen 2 verschiedenen Raumzeiten. 2 verschiedene Raumzeiten? Das HQ analysiert das genauer. Sie können nur auf das Frequenzspektrum zurückgreifen. Aber mit etwas Anstrengung sollten sie herauskriegen, wo du hingeschickt wurdest. Noch eine chirale Spitze. Sie weint nachts öfter. Die chirale Dichte steigt in Regionen, die im chiralen Netzwerk sind. Aber die Werte sind viel, viel höher als berechnet. Das ist schlecht, oder? Ja, mehr Verbindungen bedeuten mehr Chiralium. Bridges erkannte das schon früher als Problem, also habe ich in den Cupids Begrenzer eingebaut, um das chirale Niveau zu bremsen. Aber dein Begrenzer scheint fehlerhaft zu sein. Die Superzelle und das zeitliche Phänomen, das du erlebt hast, könnten damit zu tun haben. Das heißt, es könnte weitere zeitliche Phänomene geben, wenn ich das Netzwerk weiter ausbaue? Vielleicht. Oder noch schlimmer. Wir lösen einen gestrandeten Tod aus. Aber du hast eine Lösung. Natürlich habe ich eine Lösung.
Und zwar hier drüben. Wir müssen nur einen Begrenzer in diesen neuen Cupid von mir einbauen. Ich dachte, ich baue dir einen, wenn du schon vorbeikommst. Super. Krise abgewendet. Nein, Krise nicht abgewendet. Wir müssen die Software an die neue Hardware anpassen. Na dann leg los. Ja, das kann ich nicht. Ich habe die Hardware entworfen, aber die Software stammt von jemand anderem. Okay, wo finden wir ihn? Sie. Ihr Name ist Lochner. Sie war Mitglied von Bridges 1. Du musst nach Mountain North City gehen. Okay, ich muss sowieso einen Cupid dorthin bringen. Oh, gut. Sehr gut. Schon wieder. Ich weiß nicht, was sie in letzter Zeit hat. Sie hat solche Angst. Sieh nur. Vielleicht will die andere Seite sie zurück. Oder aber... Vielleicht will sie zurück. So kann es nicht weitergehen. So viel weiß ich. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Sie sollte kommen. Ich wartete im Krankenhaus auf den Kaiserschnitt. Dann schlugen die Terroristen zu. Ich war unter den Trümmern eingeklemmt. Ich konnte einfach nur warten. So geht's mir, wenn ich dir beim Spielen zugucke. Entschuldigung. Es kam niemand. Wenigstens hatte ich Luft. Das denke ich auch. Wie wenn man bei uns anfängt zu arbeiten. Nicht, wie viele Tage vergingen. Das Wasser ging aus und die Kälte kam. In den Trümmern kam sie zur Welt. Oh Mann. Aber anstelle von Leben brachte ich den Tod auf die Welt. Alles gut. Als der Zeitregen aufhörte, begann meine Kleine zu schreien. Sie schrie und schrie und schrie. Ihr Leben war der Preis, den ich für mein Überleben zahlte. Sie hat mich gerettet. Seitdem waren wir nie getrennt. Aber sie ist ein Gedeh. Was sie an diesen Ort bindet, bindet auch mich. Ich bin praktisch nie wirklich entlassen worden. Und das ist okay für dich? Zu wissen, dass sie tot ist.
Willst du dein Leben im Schatten der Toten verbringen? Komm. Das sagst gerade du. Dir sind die Toten lieber als die Lebenden, sonst wärst du doch nicht hier. Mir fällt gerade ein, Deadman sagte, Wiederkehrer hätten besonderes Blut. Darf ich eine Probe nehmen? Alle wollen daran, ey. Ja, klar. Saug mich leer. Im Schlaf zapft sie mir sowieso Blut ab. Die Brille war übrigens eine richtig gute Entscheidung. Ist kalt, oder? Nicht bewegen. So, fertig. Ich will etwas testen. Mama, bist du... Tut mir leid, Sam. Würdest du uns jetzt wohl allein lassen? Ja. Ich muss wieder an die Arbeit. Sam? Hey, vergiss mein Gerede von den chiralen Spitzen. Wir müssen zuerst die Welt wieder verbinden. Vielleicht verschlimmern wir die Lage. Vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Viel Glück, Sam. Sam, das Lieferterminal draußen funktioniert noch. Los, schließ es bitte an. Dort gebe ich dir weitere Anweisungen. Hui, das war doch mal echt irgendwie packend. Ja, die nächste Anweisung, die wir erhalten haben, ist eine kurze Unterbrechung zu machen. Warte kurz. Ach. Ja. Ah ja, okay. Was, echt schon? Ja. Okay, warte. Swipe up. Ein bisschen Werbung gelodet. Wir sind gleich wieder da, dann hören wir uns mal an, was es hier für ein Briefing gibt, oder? Ich bin bereit für alles. Aber ganz kurz mal, was eine abgefahrene Scheißsituation, ja, ist das denn? Alles, du hast ganz dein, schlimm. Du bist schwanger, kurz vor der Entbindung, und dann wirst du in diesen Trümmern festgehalten. Und ich meine, dein Kind. Es ist furchtbar. Was passiert dann? Das kannst du ja nicht ewig aufhalten, das will ja raus. Aber du hattest ja auch aus einem Grund einen Kaiserschnitt. Weil das vermutlich falsch lag oder was auch immer. Das war ja wahrscheinlich keine, so wie die Promis das machen, sondern das war notwendig medizinisch. Ey, und dann, was eine fürchterliche Situation. Ja, es ist alles ganz schön. Oh, es ist unangenehm. Das kann man sich gar nicht durchdenken, diese Situation. Ja, oh, ich, ja. Ja, also es ist aber schön. Also ist eine Thematik generell, die verschiedenen Sachen hier, sind Thematiken, die man sonst selten sieht und schon gar nicht in Spielen. Oder seltener. Ja. Also nicht in AAA-Spielen, das ist klar. Ja. Naja, mit dem Gedanken lassen wir euch jetzt mal kurz in die Werbung und dann sind wir wieder hier und dann geht's noch mal weiter bis 18 Uhr heute. Mhm. So sieht das aus. Hallo. Willkommen zurück. Werbepause gleich Apfelpause. Simon ist nicht da. Der ist tatsächlich kurz nur kurz mal eben die Welt verändern. Zum Guten. Das ist seine Mission. Und wir hocken jetzt gemeinsam rum. Ja, heftige Zwischensequenz gerade, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe da total das Kopfkino geschoben. Hab mir das immer so vorgestellt, das muss die. Oh, was das eine fürchterliche. Und das Schlimme ist, es ist ja durchaus realistisch, dass sowas schon mal in Wirklichkeit passiert ist. Dass irgendwie in Japan im Erdbeben oder was auch immer oder im Kriegsgebiet oder so eine Frau kurz vor der Entbindung stand und dann ist sowas passiert und so. Und das sich vorzustellen, wie schlimm das sein muss auf allen Ebenen. Fürchterlich, was für einen für ein Kopfkino erwartet durch diese Szene. Ah, oh, du bist ja der Beste. Simon ist wieder da, er hat die Werbepause genutzt, um mir zwei Kaffee und Tees zu machen. Ich hab dir nur einen Tee gemacht. Du bist mein bester Freund, dankeschön. Was ist denn das für ein leckerer Tee? Warte, es ist der Lieblingstee von Captain Picard, selbstverständlich. Hey, wer ruft denn hier an? Soll ich rangehen? Wer ruft da an? Shit, ich muss da kurz... Jetzt will ich aber wissen, wer das ist. Sag ich dir gleich. Simon Kretschmer, hallo. Ja, hallo. Hier ist supermarktketten.de/jobs für Influencer. Wir haben da noch einen Supermarkt gefunden, mit dem sie noch nicht kooperiert haben. Ja. Alles klar. Machen wir, Herr Kretschmer. Tschüss.
Ich weiß es nicht. Was ist es? Ich habe keine Ahnung. Aber wollen wir ein bisschen alleine warten? Nee, ich kann nicht alleine weitermachen. Es erwartet uns hier eine Zwischensequenz. Wir müssen einfach ein bisschen weiter miteinander cool sein. Und man darf übrigens den Earl Grey auch nicht zu lange ziehen lassen. Ne? 3 bis 5 Minuten, sonst wird er zu hart. Habt ihr nochmal zu harten Tee hier getrunken? Das ist überhaupt nicht gut. Deswegen mal eben, da dreht man richtig durch. Da sitzt man auf der Gardinenstange später, wenn man den zu lange ziehen lässt. Prost, Jungs. So, Nils, da du ja in Fallout 4 mehr Baden gebaut hast, als das Spiel gespielt hast, wundert mich, dass du nicht überall die Straßen gebaut hast. Ja, ich hätte ja auch schon Lust, aber wir wollen ja auch ein bisschen die Zwischensequenzen sehen. Ah, ist das heiß. So, was schreibt ihr noch, Leute? Ich lese mal ein bisschen im Chat mir rum hier, Leute. Was gibt's hier? Was gibt's hier noch? Der Präsident ruft an. Kojima ruft an. Ah, etwas Inhaltliches von Winkelberg. Ich hab's noch nicht zu Ende gelesen. Echt komisch, wie viele Leute darauf bestehen, dass das Spiel so schlecht sei. Die haben wohl alle Angst vor dem, was anderem. Was? Vor was anderem, Entschuldigung. Oder verstehen nichts oder sind Kinder. Naja. Also das mit Kinder finde ich schon mal gemein. Als jemand, der selbst schon mal Kind war, möchte ich an dieser Stelle sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Auch Kinder sind in der Lage, cool zu sein. Willst du es durchspielen, Nils? Freust du dich auf Last of Us Part 2? Ja, natürlich freue ich mich. Das wollen ja Simon und ich auch zusammenspielen. Auf jeden Fall. Jetzt will ich echt wissen. Jetzt will ich wirklich wissen, wer das war. Ich habe morgen 10-Jähriges. Und musste noch schnell eine Massage organisieren. So, Moment. Habt ihr das gerade gehört, was er gerade gesagt hat? War das drauf? War das drauf? Haben wir das? Er sagt das sonst nie wieder. Wieso? Was ist denn daran so schlimm? Nein, das ist ich. Mann, jetzt komme ich von diesem einen Kopfkino in das andere Kopfkino. Wie, du musstest eine Massage organisieren? Ja, morgen, 10-Jährige. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Da ist alles geplant. Da wird schön Theater, wird abends ins Theater gegangen, da wird geil gegessen, wenn man war. Und er wird gefälligst auch. Das kannst du doch nicht sagen. Jetzt sind alle Leute morgen in Mann war und warten nur drauf, dass du reinkommst. Ja, das sage ich natürlich, weil ich ganz woanders hingehe. Es gibt auch noch so ein Käsefondue-Laden. Eigentlich wollte ich ja ins. Man wahrt seine Geheimnisse. Mein Freund. Man wahrt seine Geheimnisse. Ja, jedenfalls geil. Ja. Morgen. Und du weißt, man muss sich drum kümmern. Das muss alles durchgetaktet werden. Ja, du hast völlig recht. Der morgige Tag ist geplant, alles in Ordnung. Es wird für mich ein schöner Abend. Okay. Ich freue mich sehr für dich. Jetzt stehe ich hier aber auch mal auf und wir gehen mal Massage im Theater. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich fände es gut. So, Terminal. Ich habe extra Theaterplätze, die außerhalb der Spuckreichweite sind, gebucht. Gerade so. So nah wie möglich, aber ne, außerhalb. Wenn die. Okay, warte. Ja, ruhig sein. Zu einem Wegposten und dann zu einem Verteilerzentrum nördlich der Stadt. Ab dort wird es schwierig. Du musst einen Umweg um die Berge herum machen. Ach, willst du immer noch, dass ich auf dem Weg diesen Cupid verwende? Die Software wurde noch nicht überschrieben. Ist okay. Wenn dein Cupid funktioniert und du Mountain North City anbindest, sollte das Update eingespielt werden und die Verbindung stabilisieren. Noch ein Grund, schnellstens dorthin zu kommen. Aber erstmal muss dein aktueller Cupid reichen. Aha. Was von Amelie gehört? Nichts. Hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht. Und machen wir weiter. Das würde sie von uns erwarten. Wie dem auch sei, schau beim südlichen Verteilerzentrum von Lake Hatsuki vorbei, bevor du aufbrichst. Viel Glück da draußen. Übrigens, Sam, ich habe deinem TCK den Seilrutschenbauplan hinzugefügt. Oh, ich hab's dir doch gesagt. Ach nee, TCK. Warum solltest du Fracht über Flüsse und steile Hänge tragen, wenn du sie einfach durch die Luft schicken kannst? Oder? Ja, wenn du sie ausprobieren willst, kannst du die Verankerungen vor meinem Labor nutzen. Viel Spaß! Die gute Nachricht lautet, Fragile hat Zeit und würde dir helfen. Such einen privaten Raum auf, um dich von Fragile schicken zu lassen. South North City scheint am nächsten zu liegen. Geht natürlich deutlich schneller als zu laufen. Allerdings kannst du dabei keine Fracht mitführen. Deine Entscheidung. Behalte die Option einfach im Hinterkopf. Ja, also ich finde, wir könnten uns den Weg sparen. Ich habe richtig Bock auf diese Seilbahn.
Ja. Ich dachte, wir kriegen ein Auto, aber das ist ja noch viel besser. Da haben wir nämlich schon ein bisschen was gesehen. Also Videos, die uns Leute geschickt haben, wo man eben so wunderbar sich so einfach durch die ganze Welt bommeln kann. Vielleicht sogar besser als Straßen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir können von South North City fliegen bis über die Berge, bis hier oder was? Bis da fliegen und dann, oder wie, was hat er jetzt gesagt? Nee, Moment, was steht denn hier? Nimm Auftrag an für Sam, Verteilerzentrum südlich von, da musst du also wieder hin. Genau, wir können aber auch von, Bergen, also das ist da. Wir können aber auch dann halt eine Schnellreise machen, sozusagen. Da du sie ja nicht liefern, sondern erst bergen musst, oder? Oder musst, sind das zwei, sag mir mal bitte, ob das zwei Aufträge sind, die da stehen. Oder ist das einer? Gehört dieses Auftrag Nummer 12 zu? Das sind wahrscheinlich nur die, die hier zur Verfügung stehen. Also, pass auf, wir machen erstmal. Ja, ich überlasse das dir, du kennst dich ja besser aus mittlerweile in dem Menü. Da Aufträge für Sam. Sammle verstreute seltene mineralische Ressourcen. Kann das nicht der Roboter machen? Das ist doch aber gar nicht weit weg, oder? Achso, dafür muss ich an das South North Terminal. Also die Seilrutschen sind primär laut Chat für die Berge sehr gut geeignet. Und Berge und Straßen kombiniert ist dann perfekt. Da kannst du nur noch. TCK jetzt eine Seilrutschen-Option hast du gerade gesagt, ja? Hat er nämlich. Setze Verankerungen und verbinde sie mit einem Seil und schon reist du in Rekordzeit von A nach B. Probier's mal aus. So, seid schon verwundert. Die Schnellreise zu einer möglichen Seilrutschenverankerung der Stufe 1 können bis zu 300 Meter Entfernung voneinander platziert werden. Geil, geil, geil. Seilrutschen können sehr nützlich sein, um schnell Steilhänge oder felsige Gelände zu überqueren. Ah, Fahrzeuge und Lastenschwebe, ja gut, das ist logisch. Lastenschwebe aber auch nicht schade. Man darf schon Lasten dabei haben. Ja. Sonst wäre es ja wirklich. Das würde ich doch hoffen. Das hoffe ich aber auch. Ja. Mach das mal hier fest. Ja, wenn die hier von diesem Cupid reden, dann muss ich an diesen Einstrong von Sam Cooke denken. Kennst du den? Nicht vom Namen her. Cupid, let your arrow go. Ich kenne ihn nicht, aber wow, das ist ein Hit. Jetzt würde ich gerne wie bei Zurück in die Zukunft. Hey Rick, ja, hör dir das an. Ja. Nee, aber ich bin selbstredend ein sehr guter Sänger. Ich kann das nur vor der Kamera nicht abrufen. Ich bin ein schüchterner Sänger. Ich habe eine schüchterne Stimme. The Shy Singer. Aber ihr könnt doch jetzt einfach, geht doch einfach mal jetzt alle auf Spotify, gebt ein Sam Cooke, Cupid. Und dann hört euch den an. Und dann, Sam Cooke? Nee, Cupid. C-U-P-I-D, ja. Ich darf nur eh nicht, also wir dürfen den Ton ja eh nicht aber machen. Lyrics kannst du anmachen. Ah, da sind die Lyrics. Draw back your bow. So viel Zeit muss man and haben. And let your arrow go. Straight to my lover's heart. For me. So geht er. Was wie nein, Nils? Warum denn nein, Nils? Nein, die haben einfach keine Ahnung. Ihr seid genau wie die anderen Leute sagen, dass sie keine Crocs anziehen sollen. Singen ist Liebe. Jeder Mensch kann singen. So, was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte nach South North City erstmal düsen. Dazu müssen wir erstmal hier weg. South North. And let. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von mir selbst. Danke, Leute. Wir dürfen nicht vergessen, sagt der Chat, dass wir die halt nur mit TCK2 bauen können. Also, wenn wir dann. Ja. Wenn wir irgendwo sind, wo man die bauen kann, müssen wir da einfach eine ganz schöne, dicke Versorgung davon anlegen. Das South North City. Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Was? Oh. Mich nicht entschuldigen. Oh, jetzt geht's los. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Oh, Leute! So dicht vom Zentrum hier.
Ganz langsam und bedächtig fährt er auf seinem... Oh! Motorrolle. Oh. Er wird mich in diese andere Richtung fortbewegen. Oh, 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 oh! Steig ab! Anti-GG. Na, ich habe doch bereits alles gemacht! Auf ihn geschossen, wie ein Kämpfer. Los! Los! Weg hier! Weg hier! Lass mich in Ruhe! Die wollen es aber. Los! Zum! Geh raus jetzt! Ah! Nein, 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 nein! Streon! Das gibt's doch nicht! Cupid, draw back your bow. And das ist was extra das geskriptet gewesen. And let your arrow go straight in this creature's face. Das kann aber echt sein, oder? Ist mal eine neue Kreatur. Das bringt ja gar nichts, nur ein bisschen. Ja, aber du kannst ihn schon erledigen. Er kann mich aber auch erledigen, das ist ein Problem. Ja, das will er auch. Keine Nils. Straight to my love side. For me, nobody can see. Oh, bitte. Was anderes Geiles. Rollergun. Granatentasche. Ausrüsten. Geben Sie mir sofort Granaten. Ja, er ist nicht getroffen. Ja, Mann, und die bringt auch ein bisschen Zunder. Ja, schön vorne in den Schlund. Oh, ich glaube, du kannst ihn in sein offenes. Ja. In die Rosette reinwerfen. Vorne. In die Frontrosette. Mann, mach es! Ja. Cupid, throw back your bow and let your... Ah! Ja! Spreu und spring! Sekiro! Sekiro-Sprung! Hier werden die Genres vermixt. Ich brauche mehr Granaten oder sowas. Scheiße, das war die falsche! Und du hast es ihm eh zwischen den Beinen durchgeworfen. Kakomat! Gut, gerade, wieso? Ich hab doch mega viel richtig geilen Scheiß mitgenommen. Wo sind die Sachen alle? Leer. Leer, Schmer. Wo sind alle Sachen? Ich hab doch 1000 dabei. Ja, ich hab noch eine. Ja, springen Sie weg. And let your arrow go. Straight our Insel der Löwe mit seinen panzergetriebenen Klauen will mich verhauen. Aber ich hüpf. Und ich spring. Würde es mir am Ende gelingen? Das kann ich nicht sagen, weil ich keine Granaten mehr hab. Was? Ich hab's geschafft. I made it. I'm the world's greatest. I'm that little bit of hope. Auch er freut sich ein bisschen. Öl, Blut, was hat er eigentlich nicht an sich? Alles, ne? Eigentlich alles an sich. Aber immerhin haben wir dieses Exoskelett. Stell dir mal vor, wir hätten das nicht mehr. Oh Mann, ey. Das ist alles gar nicht möglich ohne. Ja, was haben wir vorher gemacht? Ich hätte fast diesen Schmierlatz zugrunde gerichtet. Hätte ich haben müssen. Ich habe auch gedacht, ich habe noch mehr dabei. Ich habe doch voll viel Granaten in die Tasche gesteckt. Da dachte ich eigentlich. Hustekuchen. Aber das leuchtet dahin eigentlich. Ist das mein Motorrad? So, hier sind überall Fischis. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Wir sind ja völlig falsch. Wir wollen nach South Nord City. Und da hinten liegt irgendeine geile Blutgranate. Modifizierte Blutgranate. Ja, aber komm, wir gehen jetzt mal schön nach South Nord City. Aber unser Motorrad, wo ist unser Motorrad eigentlich? Siehst du das noch irgendwo? In der Entfernung? Nee. Am Firmament? Permanent? Permanent? Was ist? Legen wir los. Nee. Nur Chiraler-Kram. Geh weg, ne? Ah, immer schön mitnehmen. Na bitte.
Egal. Jetzt ist ja noch mal weiter. Chiral. Falsche Richtung? Was? Bin ich in der falschen Richtung? Oh, ist doch alles richtig hier, oder? Ich. Das ist not. Ja, glaube ich doch nicht. Ich vergesse es nicht, dass ich die Granate nicht mitgenommen habe. Wieso ist das eine besondere Granate? Ist das eine, die sich lohnt? Mich? Euch? Wen? Den Chat? Ja, dem einen hat es getriggert, dass ich das gemacht habe. Und da frage ich mich doch, warum triggert es dich denn so hart? Das ist mir auch schon häufig bei allen möglichen Spielen aufgefallen, dass die Leute immer extrem getriggert werden von Dingen, die man nicht einsammelt. Ich meine, ich kann verstehen, glaube ich, warum, weil man will, wenn man Let's Play guckt, glaube ich, ist es ja so, wie wenn man es selbst durchspielt. Man spielt es im Grunde durch und ist auf eine bequeme Art. Ist Autoplay. Und wenn man dann guckt und denkt, das will ich einsammeln, und der Spieler macht es nicht, macht es einen wahnsinnig, weil man dann aus seiner Illusion rausgerissen wird, dass man das Spiel selbst spielt. Deswegen wollen die Leute auch immer, ich habe mich immer gefragt, warum Leute so extrem wütend werden, wenn man nicht skillig ist. So. Weil nicht jeder ist skillig. Und gerade wenn man blind spielt, ist es halt eigentlich nicht möglich, ein Spiel perfekt zu können. Die Leute wollen aber, weil sie es ja für sich gucken, Skill haben. Ja. Weil sie wollen skillig sehen, und deswegen regen die sich auf, wenn man nicht skillig genug spielt, weil sie das mit sich selbst irgendwie in Verbindung bringen. Ja, das macht Sinn. Also, womit ich nicht sagen will, ne? Also, ich sag nur, dass ich versuche halt wirklich dahinter zu kommen, warum die Leute so extrem getriggert sind von so simplen, banalen Dingen. Vor allen Dingen seit 5 Jahren höre ich dieselben Sachen. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Man müsste mal eine wissenschaftliche Studie in Auftrag geben. Das, über das Triggerverhalten von Let's Play-Konsumenten. Da, guck mal hier. Oh, guck mal, das ist ganz verrostet. Nimm es mit. Kleines Ding. Siegend. Das steht hier einfach so rum. Oh ne, das kann man hier stehen lassen. Banana Phone. Schnell. Los. Oh. Hast du gesehen, wie die mich hier haben abbremsen lassen, weil die nicht das geöffnet haben? Das ist so nicht in Ordnung. Überall sind. Ich dachte, ich hätte schwören, du bleibst jetzt da hängen an der Bank. Weil du darfst nur durchs Loch. Hallo. Der freut sich auch schon so für dich. Guck mal. Alex Herz. Kleine Liebessymbole waren das. Jetzt reparieren wir mal das Motorrad von Ziki. Zurück. Zurück. Ist ja eigentlich irgendwas da drauf? Nee, ne? Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man sich selbst einen Ohrwurm gegen seinen eigenen Willen sich selbst einen Ohrwurm machen? Das geht also so leicht. Das ist, ich hasse nichts mehr, als wenn du was summst und dann merkst, oh shit, jetzt habe ich diesen Ohrwurm. Und ich hatte schlimm, ich hatte mal, oh Mann. Ich muss mal. Ich frag mich gerade, Musik, die aus einer Fernsehserie kommt, die aber in der Serie generiert wird, die also keine Rechte hat. Darf man die singen? Darf man die zeigen? Darf noch mal, man die noch mal, hören? Noch mal. Ich zeig einfach, komm, was ich... Serien? Ja, weil spiel du mal weiter und ich komme gleich auf dich zurück. Aber nicht wieder riskieren hier. Deswegen, ne? Das sage ich ja. Das weiß ich. Ich weiß, ich mache auch nichts an. Okay, dann zeige ich es einfach nur visuell. Mach du mal deinen Kram und hier. Das ist, da hatte ich einen Ohrwurm für, ich schwöre, fast einen Monat. Fast einen Monat. Dayman. Das ist eine Szene einfach nur, ich habe sie schon ohne Ton, aus Always Sunny, wo Charlie Day so einen Song erfindet. Und Scheiß, der ist so geil. Und Leute haben den dann gemixt und remixed. Und die haben das irgendwann noch mal in einem Theater aufgeführt. Oh Gott, ich habe den nicht mehr rausbekommen. Ich habe den wirklich über Wochen gehabt. Das hat mich irgendwann schon fast, das war an der Schmerzgrenze, wo ich wirklich gesagt habe, okay, Simon, du musst jetzt aufhören. Du hast jetzt seit 3 Stunden am Stück dir denselben Song angehört, ohne was anderes zu machen. Ja, so richtig, richtig wie so ein Psycho. Aber der war so gut. Der Song ist so gut, ich liebe ihn. Und dann habe ich es getwittert und keiner hat verstanden, warum ich den so abfeier. Aber ist Hammer. Ich hasse solche Leute. Ja, jetzt, genau, ey, exakt die Leute im Chat werden jetzt getriggert. Das ist so geil. Genau, ja, ach Gott, ihr seht schon. Ja, exakt. Hört's euch an. Ich werde ihn dir in der Werbung werde ich den geben. Dann hast du den auch. Den kann man nämlich auch ohne Vorwissen, ist das ein perfekter Ohrwurm. Ist das jetzt eigentlich ein BD-Sturmgewehr? Nee. Und Feuerwaffe, hatte ich denn nur eine, was? Anti-G? Hätte doch noch mehr. Nicht nur so wenig. Oh, guck mal, was wir schon alles bauen können, ey.
Machen wir mal so dicht, wie ich nochmal haben. Nochmal zwei davon. Oder machen wir was? Machen wir was? Machen wir mal drei. Das ist für mich so befriedigend, jetzt im Chat zu sehen, wie dieser Song jetzt seine Runde macht. Mir kann nichts weitergeben. Darum geht's vielleicht. Das ist eigentlich der evolutionäre Gedanke hinter so einem Ohrwurm. Der will sich fortpflanzen. Der will, dass du ihn anderen weitergibst. Und dann kannst du ihn vergessen. Erst dann. Ja, okay. Funktioniert das so? Ich hoffe. Du, wir haben ja diesen Auftrag überhaupt nicht erledigt. Komm mal. Oh, Miste. Pass auf. Wir können ja jetzt in den privaten Raum. Wir wollten ja eigentlich eine Schnellreise machen. Das heißt, ich muss da hier eh alles ablegen, fällt mir gerade ein. Den ganzen Kack, den ich gerade gebaut habe, muss ich komplett hier ablegen. Das tut mir aber sehr leid. Da hätte ich vielleicht dir auch helfen können, indem ich mir aufgepasst habe, aber warum? Wo die Granaten könnten. Nee, wahrscheinlich auch nicht, oder? Weiß es nicht. Aber die darf man ja ausgerüstet, die darf man ja mitnehmen. Ja, dann alles mal hier rein in den privaten Spind. Spinnst wohl. Und dann gehen wir jetzt mal in den privaten Raum. Und dann Guck ihn dir aber auch an. Ich finde es übrigens wirklich schön, dass wir bei der Brille bleiben. Ja, Mann. Unser Motorrad, das wir gerettet haben. Unfassbare Stärke. Bin sehr zufrieden bisher mit dem Verlauf des Abenteuers. Ich finde den Tee sehr lecker. Ja, Earl Grey. Er hat noch eine leichte fruchtige Note. Picard knows his shit. Mhm. Du hast ihn aber auch, du machst einen typischen Teefehler. Habe ich von Dominik, der ist ein Tee-Nazi, würde ich fast sagen lassen. Du musst den Beutel auch wieder rausnehmen und du musst dich wirklich genau an die angegebene Zugzeit halten. 3 bis 5 Minuten. Das heißt, die Leute da draußen, dass ich jetzt was dazu sage, können die Leute im Chat Simon mal eben sagen, was sich hier zugetragen hat, als Simon nicht da war bezüglich des Tees. Vielleicht kann Ihnen das mal jemand erzählen. Ich mache hier so lange meine Toilettengänge. So, lieber Chat, dann schreib mal los. Während du jetzt hier sitzt oder einfach? Nee, jetzt im Chat schreiben, was ich da die Toiletten abspielt. Achso, okay. Nein. Nein, dann bin ich gespannt. Der Tee war heiß. Ja, Old Snake, das ist richtig. Aber das war nicht das, was ich meinte. Nils hat reingespuckt? Nein, das glaube ich nicht. Schade, dass Er dürfte. Ich hätte mich gefreut, bin ein bisschen mehr ernsthaft. Da, was? Nils hat laut gesagt, er darf nur 3 bis 5 Minuten ziehen. Ja, aber warum hast du denn dann dich nicht dran gehalten? Hab ich doch! Der ist doch immer noch in der Tasse. Das ist die alte Kaffeetasse. Ach so. Das gibt's doch nicht, Simon. Ja, das sehe ich doch nicht. Ich sehe eine Tasse mit einem Teebeutel drin. Das gibt's doch nicht. Das ist nicht schlecht. Der Nils hat den Tee verstanden. Hast du den Picard-Trailer gesehen? Ja, geil, ne? Ja. Mann, was wird das toll. Ich habe jetzt meine TNG-Celebration-Staffeln komplett durchgeguckt. Ist das auch eine Teesorte? Freude. Ja, ich wünschte, es wäre TNG. Mhm. Ich wünschte, es gäbe die Essenz von Next Generation als Tee. Das ist eigentlich Earl Grey. Nils hat in der Zeit in den höchsten Tönen von dir gesprochen, Simon. Ich glaube nicht. Ja, glaubst du, Jaberno lügt dich an? Würdest du Jaberno als Lügner hier bezeichnen? Ich würde ihn anzweifeln. Simon, du spielst Last of Us 2 mit Nils. Ist das safe? Ja, ich würde sagen, oder? Da werden wir, also da brauchen wir nicht drüber reden. Das hatten wir doch abgemacht. Haben wir auch schon, das machen wir auf jeden Fall. Das war doch der Plan. Es ist so, wir wollen es beide spielen und ihr wollt es alle sehen, also. Wollt den Shit, seien wir doch ehrlich. Oh, wie ich diesen Sam Cook Ohrwurm, ich versuche ihn wirklich gerade, er wird gerade in meinem Kopf verfolgt. Es gibt so wirklich so altertümliche Polizisten mit so leicht erhöhten Hauben und aber nur so Holzgummiknüppeln. Ja.
Ohne Schusswaffen, nur Trillerpfeifen. England vor 50 Jahren. Und wenn einer den Ohrwurm sieht, dann haut er mit dem Knüppel gegen die Straßenlaterne, um die anderen zu alarmieren. Und das sind sozusagen mehr, da haben sie nicht zur Verfügung, weil in meinem Kopf ist Schussverbot. Keine Schusswaffen in meinem Kopf, nur kleine Prügelchen und Trillerpfeifen. Und die jagen diesen Ohrwurm von Sam Cooke. Und Sam Cooke huscht von dunkler Gasse und versucht mich. Und während er wegläuft, singt er die ganze Zeit: Straight to my lover's heart. Aber ja, das Ding ist, der Ohrwurm, der hängt natürlich, der wird ja immer länger und hängt hinten raus. Dadurch können natürlich ihm die Polizisten folgen, weil sie den Ohrwurm ja sehen. Brauchen wir eine neue Brille? Du kannst nicht entkommen. Wo ist denn die jetzt her? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist kein Vergleich, würde ich sagen. Jetzt sehen wir plötzlich ja richtig cool aus. Guck's dir an. Alter, wir sind richtig die Geilsten jetzt. Okay, einfach nach Mountain Not City. Braucht keine Fracht. Alles klar. Pass auf, dann machen wir jetzt hier mal Mountain Schnellreise. Not City. Wann geht Shenmue weiter, Designator? Ja, ist schwierig. Ist ja, also, ist geplant. Aber wir haben gemerkt, dass man unglaublich viel erstmal vorbereiten muss an Geld und Co. Und Gregor hat sich bereit erklärt, weil er es eh spielen wollte, quasi den ganzen Kram zu machen. Und ich weiß, dass er gerade am Gabelstaplerfahren ist. Und wenn wir dann genug Geld haben, dann werden wir noch mal eine Session machen und ein bisschen weiterspielen. Trotz schlechter Klicks. So sind wir nämlich auch. Simon? Ja? Kretschmer? Wo müssen wir jetzt... Welcher Sprung ist jetzt der beste? Wenn wir jetzt hier bis zu dieser Schutzhütte springen, dann haben wir im Prinzip... Ist das nicht hier auch auf dieser Seite irgendwo? Oder nee, da oben ist das, ne? Ich frage mich eher, warum es nicht angezeigt wird. Hier in diesem, ich weiß es nicht, Nils. Ich habe keine Ahnung. Weil jetzt ist dieser schnelle Sprung. Das heißt wahrscheinlich der da, ne? Warte mal. Du willst also in die Mitte springen. Also du solltest von da, wo du bist, auf jeden Fall woanders hinspringen. Ja. Und zwar eher in Richtung Westen. Da, das hier, oder? Verteilerzentrum südlich von... Probier das mal, ja. Ist wahrscheinlich da, das Beste, wo wir schon mehrfach waren. Ne? Oder das ganz oben, weil dann müssen wir nicht durch diese Feindesgebiete. Okay, dann machen wir das. Verteilerzentrum... Oder sagt ihr, was sagt ihr, Leute? Verteilerzentrum südlich von ist das okay? Ja, ne? Fragezeichen? Oder? Ich hab deine Frage nicht mal verstanden. Ja. Die Leute? Schon irgendwas sagen. Leute? Jetzt muss man eine Antwort. Ja, Matze, geiler Typ, Matze, super gut. Yo, alles klar, wir machen das. Und bam! Ach, weißt du, was da stand? Ich hätte das den ganzen... Oh, ja. Ich bin froh, dass ich dir helfen kann. Nach allem, was du für mich getan hast. Warum weint sie schon wieder? Also, stell dir dein Ziel vor. Warum weint sie denn? Siehst du die E-Mail? Verheiratet zu sein ist scheiße, vom Schrotthändler. Sein Leben hat sich plötzlich doch anders entwickelt. Okay, der ist nämlich einfach ein Arschloch. Das lese ich mir jetzt durch. Oder sie ist ein Arschloch, das weiß man ja nicht. Wir mochten ihn doch nicht. Der stört mir selbst. Okay, das will ich jetzt mal durchlesen. Wo kann man hier am Terminal oder was? Terminal. Aktivieren Sie den Terminal. Die Mails jetzt interessieren mich tatsächlich mal. E-Mails. Also, zerstören wir uns selbst. Damit fangen wir mal an. Bevor du hier aufgetaucht bist, gab es Leute, die Bridges zum Sündenbock für alles machten. Sie sagten, Bridges sei schuld daran, dass wir immer mehr ins Visier von Terroristen gerieten. Dass das stimmt, lässt sich nicht abstreiten. Nicht nachdem wir Middle-Nord und halb South-Nord verloren haben. Ganz zu schweigen von den vielen kleineren Vorfällen überall. Mensch, selbst unsere alte Freundin Mama ist in einen hineingeraten. Allerdings ist das alles nichts Neues. Schon lange vor dem gestrandeten Tod waren die Leute überall ganz geil darauf, Atombomben und andere Massenvernichtungswaffen so zu hörten. Offen gesagt hätten wir die Welt wohl mittlerweile in die Luft gejagt, wenn sie nicht vorher vor die Hunde gegangen wäre. Ich sag's dir, nichts ist gefährlicher und zerstörerischer als Menschen. Es mag morbide klingen,
Aber Frau Merkel, du hast wirklich ein bisschen Merkel gerade drin gehabt, nicht schlecht. Dass wir es einfach schneller hinter uns bringen, wenn es eh unausweichlich ist. Angesichts der Dummheit, die wir nach dem gestrandeten Tod an den Tag gelegt haben, hat die Menschheit ihr Ende verdient, oder? Ich kann nicht mehr. Ich habe nichts verstanden. Das ist interessant. Bitte? Möchtest du? Ach, soll ich das vorlesen? Ja, wieso nicht? Auch, ich kann aber keine Akzente. Na, also, machst du immer noch den Rücken damit kaputt, zeigt sich die Bildung. Ich glaube, Sam, setzt du dich manchmal nach Gesellschaft? Ich habe mich früher danach gesehnt. Jetzt nicht mehr. Und uns gesagt, glaube ich, dass ich alleine ein einfaches Leben hatte. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Niemand meckerte und maulte wegen jeder Kleinigkeit rum. Was hat diese Frau davon, so verdammt pingelig zu sein? Ich sag dir, ich kann ihr nicht einfach nicht recht machen. Du hättest bei unserem Streit neulich dabei sein müssen. Hat er in der Audioaufnahme wahrscheinlich beigelegt. Ja. Weißt du was? Der Volksmund hat recht. Grüß Vertrautheit führt zu Verachtung. Heirate niemals, Sam. Daumen runter. 5, 6, 7 Daumen hoch. Wo, was? Was? Der kann sich auch nicht entscheiden. Ey, Alter, ich würde die Mail direkt weiterleiten an seine Alte. Ey, weißt du, dieser Schrotthändler, ne? Der war so unfreundlich zu uns. Ja. Hat sich 1000 Sachen tun lassen. Und dann glaubt er, wir sind jetzt auch noch sein Dr. Sommer-Seelsorger hier, oder was? Ist der irgendwie doof im Gehirn? Das ist befriedigend. Das finde ich so befriedigend zu sehen, wie es an ihm liegt. Weil er hat so getan, ne, als irgendwie liegt es an der Situation. Und dann, als er seine Frau hatte, dann war ja alles wieder gut, aber nee. Aber was meckert die auch ständig an ihm rum? Weißt du was? Er ist ein Arsch, aber sie ist vielleicht auch ein Arsch. Ich kann mir das richtig vorstellen. Er hat alleine diesen Bunker gelebt, all die Jahre. Jede Sache hat seinen Platz. Und dann kommt sie rein und dann auf einmal muss sich alles neu ausrichten. Sie ist eine neue Gravitationskraft in einem Universum, was bis dato sehr gut funktioniert hat. Ja. So, und dann ist er wieder das Arsch, weil er natürlich zu Recht sagt, nee. Also ist sie jetzt schuld? Ja, selbstredend. Okay, bin ich auch für. Free the people. Free! So, wir wollen jetzt hier mal loshuschen. Dazu müssen wir vermutlich mal hier raus. I have a dream. That one day a man can do what he wants without gemecker, without having to write emails to my buddy. Ende. Ich finde, die kurzen Messages sind die hängen bleiben. Ne? Ja. Niemand hat Zeit für so ewig lange Ansprachen. Du musst einfach in Tweets erkläre ich dir die Welt. Meinst du? Wo heißt mein Buch? In Tweets erkläre ich dir die Welt. Das ist sehr, sehr schön. Ah. Ja, man könnte auch sagen, in 280 Zeichen, so als Konkurrenzprodukt. Aber stellst du dir vor, manchmal, ich stelle mir das jetzt gerade vor. Natürlich. Wenn so beim Militär, ne, da werden die alle unterrichtet. Und dann gibt es ja auch so eine Klasse, ist ja Morse-Alphabet. Ja. Und dann, wenn die eine Abschlussrede halten, ob die den Morse-Code halten, ob dann einer da steht und die ganze Zeit, bip, 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 und die ganze Absolventen, ab den Augen. Ja. Oh Mann, das wäre cool. Kann ich mir vorstellen, cool. So ein kleines Sketch. Achso, entschuldigen Sie bitte, ich wollte ja erstmal. Ach, stimmt, entschuldigen Sie. Ja. Was? Ja, mach ich. Aufträge annehmen. Aufträge für Sam. Sam, bring Frodo auf den Schicksalsberg. Ja, Wegposten nördlich von Mountain City. Das ist es doch. Den wollen wir hier machen. Ja, den machen wir. Schnell so. Oh, was suchst du? Lest die gelbe Mail und den Auftrag, sagen mehrere Leute, aber. So was mache ich nicht. Schon wieder lesen. Dann machen wir das jetzt. Ah. Bestätigen. Srivieler? Was? Achso. Nee. Was? Oh, wollen wir den Srivieler nehmen? Das sind doch alles Freewheeler. Wir können auch den Stream. Ich meine, was ist denn der Unterschied? Gibt es da Unterschiede? Die sehen einfach nur. Nee, die sehen einfach nur. Der ist von Unterschied. Oder der Truck. Der ist von dem da unten. Ja, und der ist. Und der ist von Haruri. Ich fände es echt schön, ich weiß, es ist viel verlangt, wenn man da fast noch eigene Fahrzeuge bauen könnte. Ja, gut, das ist wirklich bescheuert. Aber es wäre schon lustig, damit vielleicht einer so ein riesen hohes Teil bauen, wo du über die ganzen Berge so ein bisschen drüber. Man könnte was machen. Alter, wir sehen ja wieder mega geil aus. So. Ja, aber noch nicht jetzt. Ich will erstmal noch die E-Mail lesen. Leute? Achso, da kommt unser Moped. Auftrag zugewiesen.
So, jetzt lesen wir mal die E-Mail. Mit Pullover ist mir zu warm, mit T-Shirt ist mir ein bisschen zu kalt. Ich bin unzufrieden. Kann ich hier nicht... Ihr sagt mir nicht, ich kann jetzt hier nicht auf meine E-Mails zugreifen. Sie wollen mich ja wohl verkackeiern. Die kannst du nur in deinem privaten... Nee, das ist doch jetzt Quatsch. Hier, komm mal, da, E-Mails, geht auch so. Okay. Da. Von den Bergungsanfragen mit geringen Ressourcen. Fuß 1, Wasserfall als offizieller Auftrag, Mamas Terminal, kleines leuchtendes Objekt. Am Fuß eines Wasserfalls nordwestlich von Southernot gelandet. Ich finde das so lustig. Kannst du dich erinnern? Terminal an. Es ging auch mal irgendwie, bestimmt irgendwo durch die Presse oder so, irgendeine. Wir haben das Wissenschaftler. Die Wissenschaft hat das herausgefunden, dass sobald du Emoticons in deinen E-Mails hast, nehmen dich Leute weniger ernst. Ja? Und wenn ich mir das hier angucke, also ich hasse ja jeden, der unironisch mehr als zwei Emoticons desselben Typs hintereinander packt. Das macht mich wahnsinnig. Daumen nach oben gehen noch, weil das sind zwei Daumen. Aber ab drei wird's einfach bescheuert. Und das machen aber Menschen immer mit allem. Ja, aber das ist dann so. Das ist der Grund, weshalb ich generell mit Menschen nichts mehr zu tun haben will. Ja, das ist das perfekte Spiel für uns. Dann wirst du nur enttäuscht. Das ist meine Meinung. Man sollte da einfach mal das auch mal die drei auch mal gerade sein lassen. Oder wie sagt man? Doch, fünf gerade sein lassen, aber die drei. Warum eigentlich? Warum nie die drei? Ja. Warum ist es immer die fünf? Genau. Pro drei. Oh, was ist denn hier der richtige? Guck mal, wir können hier durch diesen Canyon, vielleicht schaffen wir aber auch, kommen wir auch durch diesen Canyon. Was meinst du, kommen wir hier durch? Ist das eine Option für uns? Müssen wir nochmal den Dreher machen irgendwie? Was mache ich jetzt? Die Topo. Topo, oh nee. Nee. Hier bei dem Dunklen könntest du eventuell links. Sieht aus, als wäre es dann bisschen... dass wir hier lang gehen. Was heißt hier lang? Ja, da, pass auf, ich muss das mal neu machen. Leider finde ich das schon. Pass auf, mein Freund. Also ich werde uns eine neue Route einzeichnen, die dir sehr gut gefallen wird. Und zwar machen wir das hier. Ich glaube, hier wollen die lang. Straight. Ja, so, und dann machen wir. Ich würde sagen, wir gehen hier am Fluss lang. Ganz gut. Oh, eine Brücke? Man weiß es nicht. Jetzt. Ah. Was? Das ist ein Generator sogar. So. Ja, so ungefähr wird das doch irgendwie. Haben wir sogar eine Route an einem Generator entlang geplant. Da müssen wir mal erstmal am besten links und dann Fluss lang einfach. So. Und in der Mitte entspringt ein Fluss. Ich habe jetzt noch keine Granate, keine Pistole und nix, ne? Sollen wir mal gucken, was sagt denn der Regen hier eigentlich? Nein, ach, ich will erstmal den Regen checken. Ich bin aber beeindruckt, dass du immer noch mit den Menüs und so allem klarkommst, wo wir so eine Pause hatten. Das ist doch R3. Wie kann man, genau. Oh, naja, das ist okay. Nee, ist nicht okay. Nee, überhaupt nicht. Scheiße, Mann, Alter, da muss ich mir jetzt hier wieder eine Pistole und so bauen. Das ist doch scheiße, Mann. Tja. Das wollte ich. Wir haben auch noch. Na gut, du hast noch eine Stunde. Da kannst du schon noch mal was bauen. Ah, jetzt bauen wir hier noch. Das schaffen wir noch. An die GD-Shit. So, okay, alles klar. Ausrüstung herstellen. Ich nehme jetzt nicht diesen. Ich mache nur hier an die GD. GD, Anti-GD. Und wie sieht's aus mit Blutgranaten? So. Bestellen Sie dieses sofort her. An Werkzeughalterung hängen. Ja, mach doch einfach. So. Ah, warte. Erstmal. Aha. Und jetzt. So. Okay. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer, ne? Ich finde es immer gut, wenn man auch ein bisschen bewaffnet ist, ne? Gerade in der heutigen Zeit. Es ist ja oft so, wenn du nicht bewaffnet bist, dann bereust du das immer einfach. Ich bin eher beeindruckt, wie frisch die Kisten alle noch aussehen. Dankeschön, das habe ich mir echt schön. Die sind echt toll. Mühe gegeben. Die strahlen richtig.
Was? Welche Richtung jetzt? Nochmal. Rechts. Und dann den Fluss hoch. Immer am Fluss lang. So, hier ist der Fluss. Zeit ist. Ah, warte mal, okay, pass auf. Jetzt muss ich mal ganz kurz, bevor ich jetzt den Fehler mache, einmal ganz kurz checken. Ne, da rechts, eher so auf der rechten. Nicht über die Brücke rüber, sondern eher so hier rechts. Diesen kleinen Weg. Den Moment nehmen. Ey, Simon. Ja. Komm ich hier rüber? Dein Erzfeind. Ein kleiner Bach. Ich werde nicht Ja sagen. Das ist der Wächtersbach. Ja, das ist wirklich. Also der sieht echt tief aus, aber es. Ach, du verfahr da durch, einfach nur schnell. Einfach mal schnell mit ein bisschen Karacho. Keine Verantwortung. Wenn jetzt was passiert, wir machen es uns für dich lustig. Und Ratsch! Alter, aber gerade so eben, ey. Gerade so eben. Gut war das. Aber ist das hier überhaupt. Ist das so, wie ich mir das vorgestellt habe? Ich muss ein Stück nach rechts. Das ist nicht das, was ich wollte. Da hoch. Nils, wir machen gleich auch noch mal was, was Leute schon die ganze Zeit fordern. Fängt es mit B an? Nein, das machen wir am Ende vielleicht. Was, B? Nee, weiß ich genau. Ich sag lieber nichts. Scheiße, ich komme hier nicht hoch. Scheiße, der Simon. Wir kriegen, ich höre seit so langer Zeit, höre ich jetzt, wir sollen irgendwie Shoot. Outer Wilds mal spielen. Come on, gib ihm. Das sagen so lange schon Leute, dass ich mir das jetzt echt. Ja, ich hab's geschafft! Ich bin so der Geilste. Das ist hier schön grün plötzlich. Ich darüber gekommen wie ein Gentleman. Dankeschön. Ab und zu mal so reingucken, ob ich nur. Ja, jetzt hier on the road. Geil, wie ich das gemacht habe. Ich bin eventuell einer der besten, die je dieses Spiel gespielt haben. Das sage ich ganz unbescheiden. Warum? Weil es die Wahrheit ist. Ihr wisst es, ich weiß es. Warum lange drum herum reden? Da muss ich noch wieder einen Fluss überqueren. Ist es ein Todesfluss oder ist das ein netter Fluss? Er frisst nur Fahrzeuge, wie wir wissen. Alter! Er ernährt sich. Was machst du denn da, Nils? Das ist immer diese Turbo-Taste, die so dumm ist. Du bist wie jeder Proll, der zum ersten Mal ein Motorrad hat. Wirklich wahr. Dabei weiß jeder, dass das nicht stimmt. Nicht stimmt. So, hier. Geil. Das ist verlorene Fracht, essbare Pflanzen. Ja, man kann doch keine Pflanzen mehr essen, Simon, hast du das gesehen? Angeblich kann man Pflanzen essen. Kann man doch nur rauchen. Hier, Nils, wir machen kurz Werbung. Aber vorher gucken wir uns nochmal den Outer Wilds Trailer an, weil viele schon gesagt haben, wir sollen das mal spielen. Das ist jetzt kein Beleg dafür, dass wir das auch spielen werden, aber man kann ja mal reingucken. Ne? Jetzt gucken wir machen wir vor der Werbung, weil alles andere ist Timing. Jetzt in diesem Moment? Nicht gut. Okay, bin dabei. Sobald du aufhörst, rumzufahren, in diesem Moment schaffen. Okay. So, Regie, schalte doch mal kurz auf meinen Bildschirm. Das ist der Trailer. Ich weiß gar nichts davon. Könnt ruhig Ton aufmachen. Ich glaube, es ist nur Spiel. Genau. Oh. Kann man das in Koop spielen oder ist das Singleplayer? Weiß ich nicht. Banjo, Mann. Also optisch hat mich das so und vom Gameplay scheinbar schon interessiert. Jetzt erstmal. Ja, also erster Eindruck ist, kann man machen. Kann man sich mal angucken. Auf einen hohlen Zahn legen, wie Colin sagen würde. Ich weiß zwar immer noch nicht, was er damit meint, aber naja. So, ihr Lieben, ihr wisst, Werbezeit ist Apfelzeit. Ich möchte, dass ihr alle da draußen einen Apfel esst in der Werbung, weil Äpfel sind gesund und Äpfel wollen das auch gerne gegessen werden. Das ist eine Win-Win-Situation. Ihr könnt aber auch eine Fritz-Cola trinken. Na, auch ja, sehr das viel Apfel drin. Eine Fritz-Cola dürft ihr trinken, bitte aber auch einen Apfel dazu essen. Bis gleich. Der war richtig gut. Der war so gut. Ach ja, meine Tweets, ne? Ja. So. Apropos, ihr lieben Leute, kann man das nicht kombinieren? Ihr lieben Leute, dass man ein Wort dafür findet? Liebte? Muss man das, kann man das umbranden? Liebte? Leute? Ach, lieben Leute? Das klingt einfach scheiße. Läube.
Na, Läube. Du einfach nur, als hättest du gerade einen Gehirnschlag, oder? Ihr Läube. Ihr Läube. Okay, mach das. Auf der Läube, da ist er wieder. Da ist er wieder! Auf der Läube! Ja, der norwegische Skisuperstar Lars Brønson, der 24-malige Weltcup-Sieger, ist wieder auf der Läube. Marathon. Da kommt er um die Ecke mit einer wahnbrechenden Geschwindigkeit. Das Gewehr auf dem Rücken bereit für die, ja. Was die da halt machen, ne? Soll ich mal was schießen? Soll ich mal was machen, was eigentlich nicht ist so gut ist? Willst du runterfahren? Ja. Soll ich das mal machen? Hä? Nimm doch den gelben da. Der ist doch viel geiler. Alter. Nee, aber wir können mit unserem. Gelbe Postauto. Wir sind der Postmann. Das ist ein gelbes Postauto. Geronimo! Wow! Das war Hammer. Was? Ach, geil. Siehst du, selbst die haben irgendwie. So, was ist hier los? Oh, wir haben die Seilbahn ja wirklich noch kein bisschen benutzt. Nee, haben wir auch nicht, oder? Machen wir noch. Oh, hier kannst du eine Straße bauen, aber haben wir sicher wieder keinen Kram. Dabei. Shit, ey, immer dasselbe. Wenn wir richtig sind, ich bin so richtig gut. Du bist richtig. Du bist gut. Dann müssen wir gleich über den Fluss rüber. Mal schauen. Oh, Nils, das würde dich freuen. Bastian schreibt, in Bayern gibt es Leid für liebe Leute. Leid. Leid. Ja, Leid. Jetzt gibt's. Und zwei. Was ist das hier denn geiles? Alter, guck mal, wie schön der ist. Ist der frei zur Verfügung? Ja, der gehört hier doch, der hat er doch dahingestellt. Aber du willst nicht den gelben Postwagen, sondern vielmehr den schwarzen Todeswagen? Alter, ja, wie geil ist das denn, wenn ich hier mit dem schwarzen Todeswagen. Aber das Problem ist, ich glaube, das Motorrad ist besser für die Aufgaben, die vor uns liegen, geeignet. Ja, das glaube ich aber auch. Super schnell. Wie. Ah, warte, aufladen. Auch wenn es nur einige Nuancen sind. Laden Sie das auf. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Bitte der Segel an. Ja, Vicky. Ich glaube links. Ich muss ganz dringend mal den Lappen. Und dann komme ich zum Handwerker, das will ich aber nicht. Ich muss immer anhalten. Halten Sie wieder an. Ich muss hier links abbiegen und dann mal mich von der Straße schon mal entfernen. Muss ich da mal ganz scharf hier links. Vor uns der Kilimanjaro, der höchste Berg der isländischen Unterebene Fjords. Mit über 27.000 Metern erstreckt er sich 4 Meter höher als der zweithöchste Berg Mount Loser. Wurde umbenannt, weil er eben nur der zweite ist. Er ist nur der zweitgrößte. Tja. Schnell wie der Wind war ich mein Kind von der Kita abholen in Polen. Um ihm den Hintern zu versohlen. Denn er hat beim Bohlen versagt. Nicht mehr mein Sohn. Du enterbt. Tschüss. Tschüss. Nils, du wärst ein sehr guter Helge Schneider. Du wärst richtig geil. Wenn du es wirklich, du würdest es durchziehen, die Leute würden es feiern. Ich war oft genug bei Helge Schneider Konzerten, die laufen exakt so ab. Nur halt lang. Und man muss zur Verteidigung Helge Schneiders sagen, er kann sehr gut Musik machen. Was soll man hier zur Verteidigung aber sagen? Aber ich ja auch. Cupid, ja, das, okay, das draw richtig. Back your bow. Shit, Mann. Alles klar, Leute. Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, er ist weg. Ja, okay. Langsam wegdödeln hier. Mal am Fluss entlang. Diese GTs mögen keinen Fluss. Antike Ruinen am Flussrand säumten ihren Weg. Wer mochte einst hier gewohnt, gespielt, geliebt, gelacht, gestritten, gezofft, gemordet haben. Niemand wird es je herausfinden. Denn der Regen der Zeit kennt nur eine Richtung. Und das ist vorwärts. Wir sollten einfach mal Spiele machen. Oder Filme. Oder Bücher schreiben. Oder irgendwas. Ja. Mehr als Let's Plays machen.
mehr aus unserem Leben machen, als einfach nur erfolglose Let's Player sein. Die vielleicht erfolglosesten Let's Player der Welt starben heute im Alter von 114 Jahren. Bei ihrem 1000. Video. 100.000. Video. Ja. Gegenseitig töteten. Das Video hatte 85 Likes. 85 Likes. Das sagt dann auch so eine Siri-Stimme. Das Video hatte 85 Likes. Schön. Newsfeed. Bitte. Nicht so rumruckeln. Da wird mir ganz schlecht. Ich hab doch einen empfindlichen Magen. Kannst du meine Mama fragen? Weil ich hier oft ins Auto gekotzt hab, als ich noch klein war. Ja, man sollte keine lustigen Taschenbücher auf der Rückseite lesen. Rückfahrbahn. Wie sag ich das? Wie sag ich das? Rücksitz. Auf der Rückfahrt. Auf dem Rücksitz. Auf dem Rücksitz. Und schon gar nicht, meine Rückfahrt. Gar nicht, wenn du einen Sitzen hast. So, weiter geht's. Immer der Spur nach. Ich glaube, wir können das schaffen, Simon. Ich habe ein gutes Gefühl. Was ist das denn für eine Frage? Simon, wie trainiert man Bizeps richtig, wenn man keine SZ-Stange hat? Also, das sind so viele Fragen. Was ist eine SZ-Stange? Warum fragst du das mich? Und der Bizeps ist doch das hier, oder? Ja. Was? Ja, wie wär's denn mal mit einfach Liegestützen? Was ist das? Das ist das, was die bei Command Conquer immer machen, wenn du die Figuren nicht benutzt. Dann das waren Liegestütze. Ich habe mich immer gefragt, was das ist. Liegestützen. Und das, was machen die? Ja, halt Liegestützen, weil immer sie Zeit haben. Deswegen sind sie so stark. Was bringen einem die Liegestütze? Bizeps-Schwellung. Und Frauen am Ende dann. Frau und Geld. Aber ist man da nicht bi? Das ist der Nachteil vom Bizeps, natürlich. Ja. Dass du halt, du bist so attraktiv dadurch, dass du für beide Geschlechter attraktiv wirst. Die können nicht anders. Ey, wie haben wir so geil abgeliefert hier? Wir sind die Ablieferer. Darf ich damit reinfahren? Nein, natürlich nicht. Das Geile ist, dass ich keine Ahnung habe. Leute, jetzt, Simon, Liegestütze hauen aber in Schulter und Trizeps. Das Gegenstück zum Bizeps. Ich, keine Ahnung, Leute. Wichtig ist, dass man viele Liegestütze macht. Heterozeps. Also, ich empfehle euch mal auf jeden Fall Klimmzüge und Beats und Liegestützen. Dann seid ihr schon die wichtigsten Sachen. Warte. Klimmzüge? Liegestütze und? Ja, Squats. Mit Beats? Nein, also. Squats sind das, wo man so hochspringt? Squats, wo man so runtergeht. Einfach nur Squats. Hier, komm, kennst du doch diese Dinger. Ach, ne? Die man in den 20er Jahren schon bei Turnvorderjahren gemacht hat? Ja, weil die halt echt gut sind, leider. Ne? Für die Beine? Ja, natürlich. Für was sonst? Für. Weißt du, keine Ahnung. Ja, wo soll es denn gut sein? Vielleicht gibt es eine Muskelgruppe, die Squats heißt. Und deswegen heißt die Übung Squats, weil die ist für die Squats. Ist gut für den Arsch. Heute ist wieder Squats Day, morgen ist Leg Day. Whatever. Ja, alles unterhalb des Bauchnabels ist Squats. Ist Squats. Okay. Kniebeugen. Kniebeugen. Ja, sag doch Kniebeuge. Ja, Gott, oh mein Gott, da ein S mehr oder weniger. Crunches. Hier haben sie offensichtlich alle Fitness. Horse Stance. Ja, Horse Dance ist nicht ein Mut, das ist keine Ahnung, der ist wirklich. Wollen wir nicht ein unsinniges Fitnessbuch rausbringen mit Übungen? Der Horse Dance ist furchtbar. Der ist richtig schwer. Also wirklich, du musst rechtwinklig mit den Knien und gleichzeitig so und dann stehen. Das geht gar nicht. Das machen Pferde doch gar nicht. Na doch. Pass auf, Idee. Wir bringen ein Fitnessbuch raus, ähnlich wie Genius gemacht hat, nur dass unsere Fitnessübungen überhaupt nicht existieren. Wir denken uns einfach welche aus und behaupten dann, irgendwelche Muskelgruppen würden dadurch aktiviert, wenn die es gar nicht gibt. Und wir machen so mit Foto und so, und dann machen wir einen YouTube-Stream richtig mit so einem Schweißband und so, und dann machen wir das vor. Wir finden einfach neue Muskeln, ja. Übungen. Das ist immer so. Wenn du reich werden willst, musst du einen Markt kreieren. Wo kein Markt ist, musst du einen Markt machen und den bedienst du in diesem Markt. Du musst die Nachfrage herstellen. Ich mag das, was du sagst. Ja, erzähl. Ja, ich bin eigentlich im Prinzip fertig. Seid ihr dabei? Ich war noch nicht fertig. Ich habe noch mehr. Aber mach erst mal weiter. Und zwar habe ich eine Idee, die kam mir schon vor Ewigkeiten. Und immer, wenn ich Multiplayer-Spiele spiele, denke ich, das ist eine richtig gute Idee. Weil ich mache das und es funktioniert. Und zwar, wann immer ich in diesen Phasen bin, dass ich Sport mache, ist ja nicht immer der Fall, und dann Multiplayer-Spiele spiele, sind ja immer die Ladezeiten. Und es sind immer die Zeiten, wo du vielleicht irgendwas spielst, wo man eben nicht wieder... Oh, okay, ich bin ruhig. Schade. Trotz unserer abgelegenen Lage kriegen wir hier oben alles mit. Wir wissen alles über den großen Lieferanten, den GD-Killer, den Terroristen... Stopper, am letzten Abend feile ich noch. Freut mich echt, dich kennenzulernen. Also, was hast du für uns? Wow, unglaublich. Das wird uns sehr helfen. Danke,
Du wirst den Wegposten nicht wiedererkennen, wenn wir fertig sind. Ist das eine Drohung? Wirkt ein bisschen so. Und zwar will ich ein Buch machen, Buch schreiben, wo immer Spiel plus dazugehörige Sportübung in der Ladezeit zusammengefasst werden. Ja. Also du kannst zocken, aber dann in den Wartezeiten, wo du normalerweise sowas Banales machst wie Kekse essen oder was trinken oder in die Küche gehen oder kacken oder die Waffen ausrüsten oder so, machst du halt dann einfach dann deine 15 Liegestützen. Mach das mal eine Weile, Alter. Das zieht, weil du zockst ja schon recht lange, wenn du so Multiplayer-Suchti bist. Und da kommen einige Übungen zusammen. Und ich wollte immer so ein Buch machen, wo eben all das so aufgeschrieben wird. Ne? Wo du halt sagst, ey, Call of Duty, Modern Warfare Remake, ist perfekt, wenn du den Modus spielst. Hast du nämlich dann immer da, und wenn du schlecht spielst, auch noch mal da eine Sportphase, die du schnell einwerfen kannst. Und dann bist du vielleicht online nicht so gut. Also je schlechter du online bist, desto stärker wirst du in Real Life. Desto mehr Wartezeit hast. Naja, wollte ich nur sagen. Wartezeit ist harte Zeit. Ich finde das eine super Idee, und irgendwann bring ich dieses blöde Buch raus. Eines Tages, Simon. Jetzt müssen wir nur noch ans Netzwerk angeschlossen werden, oder? Das Problem mit diesem Buch ist. Ist das dasselbe wie das von Gino? Nein, ich dachte, der hat ein Rollenspielbuch gemacht. Ja. Das ist ein bisschen was anderes. Ja, das Problem ist, dass die Spiele, die du dann in dieses Buch aufnehmen würdest, ändern sich ja so schnell. Ja, aber das ist das Gute. Du musst ein neues Buch kaufen. Das ist der Markt, das ja, wird stetig erneuert. Eigentlich ist das eine gute Idee. So bleibt das immer. Die Nachfrage bleibt immer erhalten. Guck mal hier, Mann. Wir haben wieder ein neues Areal erschlossen. Boah, wir sind total den zackigen Umweg gelaufen. Ja, Mann, ich habe das Gefühl. Das ist schön, wir kommen ans Ziel. Wir sind im Endgame hier. Ja, Late Game. Charles Kahn. Plattenpanzer. Aus alten Vinyls. Und anderem von Sam Cooke. Entschuldigung, Mann. Ich kann doch nicht alles geil. Guck mal, hier schreibt jemand, dass mein Buch Simon Nani heißt. Da muss ich doch erstmal im Kopf überlegen, soll ich das vorlesen? Ist das sinnvoll? Ist das lustig? Und dann kommt von dir wieder was. Und dann ist man so permanent hinhergerissen. Ich lebe in mehreren Welten. Die Chat-Welt und deine Welt, Nils. Wie Death Stranding. Du bist tatsächlich, ja, zwischen Chat und mir. Ich bin das Baby, ich bin das Bridge, ich bin dein Bridge-Baby in den Chat. Du bist wirklich mein Bridge-Baby. Ab und zu kann ich dich noch ein bisschen. Das ist das gut, weil schütteln. Das Gequengel und das, genau, das Geheule ist schon mal da. Ah. 2 Minuten Ladezeit zum Sixpack. Warum denn nicht six Minutes to Sixpack? Das ist super, den kaufe ich. 6 Minutes to Sixpack. 6 Minutes to Sixpack. Kann ich mir aufschreiben. Schreib mal auf, schreib mal Urheber vielleicht noch dazu, weil du hast so viele Notizen in dem Lauf der Erde. To-do. Idee, die mir gerade gekommen ist. Klammern, lass dir nichts anderes erzählen. Deine Vergangenheit. In einem Jahr glaube ich es dann, wirklich. Ja, ich weiß, ich kenne das doch. Ich würde mir das doch nicht reinschreiben extra. Endlich, UCA. Ich bin viel zu lange auf einer Insel fest. Ich kann es kaum erwarten, wieder Verbindung zum HQ zu haben. Es wird viel Arbeit brauchen, um diesen Ort zusammenzuflicken. Aber ich bin so motiviert wie nie zuvor. Wir lassen unser Land nicht hängen. Danke, Sam. Und viel Glück da draußen. Nicht, dass du es bräuchtest. Ehe du dich versiehst, bist du an der Westküste. Kann die Rede mal bitte ganz kurz auf meinen Rechner schalten? Oh, Entschuldigung. Oh Mann, tut mir leid. Machen wir gleich. Ein Punkt dafür, denn die haben gerade einen Notruf abgesetzt. Die Lage ist unübersichtlich, aber es hat wohl einen Unfall gegeben und es müssen Verletzte versorgt werden. Genaueres erfährst du am Lieferterminal. Kann jetzt die Rechnung wieder ganz kurz, weil es passt so schön. Einfach kurz mal auf meinen Rechner schalten. Nee, sie will nicht. Na gut, vielleicht darf sie nicht. Darf sie nicht? Wieso? Da ist doch alles, die sind doch bekleidet. 6 Minutes Sixpack! Ich dachte mir nämlich schon, das ist einfach zu. Ich meine, das ist garantiert, gibt's das schon 100 Mal. Aber ich mach den 5 Minutes Sixpack. 5 Minutes Sixpack. 1 Minute weniger, was du in der Minute alles sparen kannst. So. Oder 5 Minutes. Es wird immer weniger. Am Ende ist es 1 second to Sixpack. Minute. 1 minute to. Less than 1 minute to a Sixpack. Das klingt nicht mehr so gut. Es ist uns doch egal. So, Aufträge für Sam. Sam weiß Gamchi dringend. Lieferung von Blut. Verteilerzentrum nördlich von Morton. Warum sind wir eigentlich immer der Blutbeauftragte? Der blutende Bote. Der einzige blutende Bote. 40 Minuten. Wo müssen wir hin? Das ist da. Ach, das ist doch relativ easy. Guck mal. Also. Ja, das ist so, laufen wir doch easy hin.
Und das ist nicht mehr so viel regnerisch, das ist doch echt relativ einfach. Und ist das eine Story sogar, Mission? Wegen dem? Ja. Ja, sieht so aus, ne? Mit dem Pfeil. Lieferung von Blut. Das können wir eigentlich direkt weitermachen hier. Ja, machen. Ich liefere das laut Blut. Chat 25 Minuten Zeit dafür, aber das reicht ja eh. Da stand doch gerade 40 Minuten. Wieso lügt der Chat? Ja, kennst du ihn doch. Lügen-Chat. Das ist eine Panzerung für deine Schultern und Beine. Dankeschön. Der Nachteil ist, dass du in ihr keine Fracht transportieren kannst. Du musst die Vor- und Nachteile abwägen. Das ist also ein Kampfsuit eher. Ja, aber das brauche ich jetzt alles. Brauchen wir nicht, nee. Wir sind friedlicher Paketbote. Ja, halt echt. Ich guck mal, aber was ich gerade gesehen habe, ist ein nicht tödliches Sturmgewehr. Das gefällt mir, das finde ich ganz geil. Ich würde auch schon, dass du die Handfeuer- und Sturmgewehr-Sachen nicht benutzt. Das gibt doch nur Ärger. Nee, aber genau, so also nicht tödlich hier, passt dir das auch. Nicht tödlich Antipersonenwaffe. Da nehmen wir mal eine von mit. Und dann geht's hier mal. Hab ich die jetzt überhaupt gebaut? Ja. Auf in der Hand. Denk dran, Sam. Wenn die Uhr tickt, ist Geschwindigkeit das A und O. Lass mich in Ruhe. Überprüfe deine Ausrüstung und nimm nur das mit, was du brauchst, um schnellstmöglich dein Ziel zu erreichen. Okay. Dann ladest du einfach auf das Motorrad. Habe ich natürlich im. So. Aufbrechen. Junge, ich habe das Gefühl, wir sind da was richtig Großem auf der Spur. Apropos Spur, der Chat sagt, wir müssen durch Terroristengebiet. Echt? Das sollten wir zumindest einfach vorher wissen. Aber das ist doch gut. Bisschen was. Hast du das gerade mit dem Bein gesehen? Ja. Das? So sieht ein Quad aus, oder wie es heißt. Quad. Pass auf, wenn wir das wirklich machen, dann nehme ich mal die nicht tödliche. Was ist sie denn? Das nicht tödliche Sturmgewehr. Das nehme ich dann mal besser in die Werkzeughalterung. Und aber wenn wir das durch Terroristengebiet müssen. Pass auf, dann baue ich mal ganz schnell noch eine. Rollergun. Man weiß ja immer nicht, wie viele das werden am Ende. Ist ja meistens so, wenn du irgendwas Neues hast, dann wird das auch direkt getestet, ne? Aber ich finde ja die Rollergun einfach mega. Du hast ja hier auch gut schon mit eingeschossen. Im wahrsten Sinne. So. Ah, unangenehm, ich wurde im Chat gespoilert. Das ist aber unangenehm. Ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Ja, das ist. Ich werde dich nicht spoilern, aber das ist ja, das muss doch nicht sein. Wurde vorhin aber auch schon einmal gespoilert. Ich will jetzt Robert, nicht. Nein, das muss dann. Robert! Ja, aber das muss doch nicht sein, ja, dass aber, du immer das spoilerst. Was sollen denn die Zuschauer sagen? Können wir vielleicht ganz kurz mal Robert einfach löschen? Aus unserem Leben und vor allem aus diesem Chat? Ja, naja, also, es passiert schnell mal, aber es hat mich schon sehr gewundert, dass Elmer das passiert all schnell die. Mal. All die Stunden, die wir schon gespielt haben, wurde ich bisher noch nicht gespoilert. Ja, ich finde, das ist ein richtiger Grund, jemanden. Kommen wir da durch den. Ja, jetzt ist aber auch zu spät. Was? Naja, jemanden nachträglich zu bestrafen. Komm, hä, wie nachträglich? Jede Bestrafung ist nachträglich, weil sie nach der Tat passiert. Ja, okay. Da hast du natürlich schon irgendwo ein Argument. Aber ey, ich kann danach auch jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr sauer sein auf Robert. Ich bin sauer auf Robert. Du hast doch nicht mal gelesen, was er geschrieben hat. Ja, aber wenn jemand im Chat spoilt, während man ein Spiel spielt, das ist einfach per Definition assi. Da muss man doch jetzt nicht hier Robert noch in Schutz nehmen. Ich nehme ihn doch nicht in Schutz. Ich sag nur, dass Robert sicherlich auch nur mit kommunizieren wollte. Oh, guck mal hier. Das sieht aber doch okay aus. Ich meine, diese Bäume oder was das ist, sieht. Nee, das ist so Gebirge, ne? Oben lang. Naja. Da müssen wir lang, oder? Kommen wir da rüber? Ah, okay, das ist ja gut. Leute sagen, das würde nicht stimmen, was er geschrieben hat. Das Ach, Robert, du bist geil. Ich liebe dich, Robert. Robert ist der Beste. Robert for every. Oh, das ist Fake News. Was ist das ja eigentlich für ein komisches Konstrukt? Ja, pass auf, also hier ist es echt sehr knifflig. Da komme ich mit dem Mörderrad nicht lang. Da habe ich mir überlegt, kann ich ja diese Zwischenmarkierung hier mal entfernen? Ja, dankeschön. Dass ich hier vielleicht eher so hier oben lang bretter, komme ich dann da hoch? Da, ne? Da komme ich doch hoch. Oder? Oh Mist, ist das ein Aufgang? Komme ich da hoch? Da? Meinst du? Das sieht aber aus, als könntest du da durchlaufen, aber. Du willst nicht wie so ein Aufgang, ne? Wie so eine Treppe. Ja, und dann würde ich hier so lang. Das kannst du machen, ja. Pesen, glaube, und dann da hinten wieder an der Stelle wieder hoch. Glaubst du, an der einen Stelle, an so einer ähnlichen waren wir schon mal, wo du einfach. Pass auf, ich probiere das mal. Das wäre dann hier hoch, ne?
Ich kann mich erinnern an eine ähnliche Situation im Gebirge. Die hat sehr lang gedauert. Ja. Im Gebirge. Gebirge. So. Und dann hier runter. Wir haben leider nur noch 35 Minuten. Das sage ich jetzt nur, um ein bisschen Druck zu machen, sodass wir es vielleicht noch dahin schaffen. Das kann ja schon noch lange dauern. Probier's. Alter, siehst du das? Das ist dieser dumme Gazellensprung. Das ist ja nicht jetzt von mir gewollt. Man muss das Fahrrad halt auch bedienen können. Hey, hey, Vicky. Vicky, oh, dieser Ohrwurm. I wanna know what love is. Gegen was ist er gerade gefahren? Was ist da geschehen? Da war nix. Gegen eine Gefahr. Gegen eine Gefahr gefahren. Schön wäre, wenn wir mit dem Ding über die Kristalle zum Beispiel drüber brettern und sie dann einsammeln können. Wo ist meine Linie? Wo ist meine Linie? Da. Da. Ich habe fast die Linie verloren. Bretter, 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 Bretter. Let's go. Okay. Wir haben nur noch 38 Minuten und 20 Sekunden. Und in der Sendung haben wir noch 32 Minuten. Das sollte doch ganz gut zu timen sein. Ja, du hast recht. Also wir haben maximal noch 38 Minuten. So oder so wird es ein Ende geben. Auf welcher Art wird dieses Ende sein? Fallen wir dem Tod anheim? Oder finden wir ein neues Heim in Dattelheim? Dattelheim. Das Wort Dattelheim, ne? Das klingt gut. Das habe ich noch von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Oh. Kennst du das noch? Ja, also ich kenne das Wort nicht, aber ich kenne natürlich die RV. Ist das hier waren wir noch nie. Hier müssen wir aber auch nicht hin, oder? Das, ja. Alter, das kennen wir doch. Das ist dieses. Ja, die Verbrennungsanlage. Ja. Uiuiui. Schaurig. Da ging sie hin. Schaurig schön. Guck mal hier, da kommen wir tatsächlich hoch. Die Route, bislang ist die Route tatsächlich ganz gut gelegt. Da soll noch einer sagen, es gibt hier keine Lernkurve bei Simon und Nils. Die brauchen lediglich etwas länger als andere Menschen. Und, ist das ein Problem? Ich denke nicht. Ich denke auch. Wenn jeder ein Genie wäre, dann gäbe es keine, weiß ich nicht, Leute, die... Wenn jeder ein Genie wäre, gäbe es keine Genies mehr. Das ist eine viel bessere Variante. Ohne jemanden degradieren irgendwie. Ja. Früchtchen. Da. Oben lang. Haben wir auch da unten. Theoretisch würde es auch gehen, aber vor uns mal hin. Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte jetzt entschuldigen. Es gibt keine Lernkurve bei Simon und Nils. Nils, mach doch mal kurz eine Lernkurve mit dem Bike. Warte. Mal ganz kurz. Hast du gesehen? Ja. Ich hätte jetzt gehofft, du fährst eine Kurve. Ja, wollte ich auch, aber es ist ja gerade leider ein sehr kurvenunfreundliches Terrain. Ja, aber zeigen, dass du den Turbo mittlerweile kennst, ist ja auch zeigen, dass du die Lernkurve hast. Das ist nur eine ist andere Form. Die bin nämlich gewesen. Gut. Punkt proof. Das war jetzt aber ein schwerer Gag. Den haben wir jetzt aber zusammen gerade noch so über die Ziellinie getragen. Egal, angekommen ist angekommen. Das ist mehr so ein in den Teppich gerollter, schlechter Gag, so, den man einfach versucht. Ich fand da prima. Keramik ist mir egal, brauche ich nicht. Ich habe nur ein Ziel im Kopf. Das lautet Fracht abliefern. Bitte seien Sie doch nicht so grob mit mir. Guck mal, jetzt ist hier alles grün, Simon, guck mal! Ja, ich sehe es, ich bin grün! Das ist voll schön, endlich mal Leben! So, jetzt ist hier wieder ein Todesfluss. Vielleicht wollen die deswegen nicht mit uns vernetzt werden, weil es bei denen schöner aussieht. Und die einfach denken, ganz ehrlich, die haben nur Karten. Ich kann das nicht übel nehmen. Oh, das ist voll der Sumpf. Da vielleicht, aber. Sollen wir es mal probieren? Also, ich würde es probieren. Ich würde halt nur wirklich kurz Speed. Ach, holen mal, wir können auch außen rum. Ah, nee, wir können nicht außen rum. Die Chance haben wir vertan. Wieso? Hier unten links, in den Süden? Da. Links rum. Darum? So, doch, das geht. Klar geht das. Das geht. Klar geht das, klar. Die Batterie ist aber bald schon leer. Oh, mein Herz, das wird mir. Ja. So. Da müssen wir noch ganz hoch. Ich weiß nicht, ob die Batterie das mitmacht. Aber
selbst wenn nicht, den Rest des Weges schaffen wir auch zu Fuß. Wir haben ja nicht viel Fracht dabei. Das ist ein guter Tipp von Capri. Wasser immer scannen. Wenn es nicht rot ist, könnt ihr mit dem Bike durch. Da werden wir beim nächsten Mal dann drauf achten. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Warte. War nicht der perfekte Weg. Das hat gut geklappt. Ja, besser als so viele andere Touren. Wir haben lächerliche, nicht mal 7 Minuten gebraucht. Ja, nur ein Rauchen hier. Zeit ist da. Ich muss mir die Beine verteilen. Hab ich da jetzt echt drauf? Auf Rücken tragen. Ja. Oh. Oh mein Gott, was hier so los ist. Terminal. Liefern. Angefordert, auch liefern. Yes, baby. Guck mal. Wenn das nicht ein Awesome gibt. Es ist schon befriedigend, das dann so abzugeben und zu sehen, wie es so langsam seinen Weg nimmt. Wir können unsere Sanis anständig versorgen. Oh, okay. Hast ihm das Leben gerettet. Unglaublich, wie schnell du warst. Weiß. Hey, pass auf dich auf. Wäre bitter, so jemanden wie dich zu finden. That's what she said. Scheiße. Ja. 5 Sekunden zu spät. Ja, wenn That's Donnie nicht da ist. Ja. Unglaublich, wie schnell du warst. Awesome. Großartiger Frachtträger. Simon, wir sind schon bereits großartige Frachtträger. Es war übrigens kein Unfall, sondern ein Anschlag. Was? Ein von uns bearbeitetes Paket enthielt Sprengstoff. Das gibt's doch nicht. Diese Separatisten-Ärsche denken echt, dieses Land gehört ihnen. Na, vielleicht haben sie recht. Jeder von uns hätte dieses Paket abfertigen können. Scheiße. Wir müssen vorsichtiger sein, die Sicherheit erhöhen. Wenigstens gab es diesmal keine Toten. Vielen Dank, Sam. Wirklich. Ich höre, macht das chirale Netzwerk Fortschritte. Meinst du, die Signalstärke reicht, um uns anzubinden? Ja. Ich hoffe es wirklich. Probierst du es mal, hä? Und noch ein Puzzle. Guck mal, wir sind richtig weit langsam. Wir sind einfach mega. Wir haben das fast. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wären wir hier wirklich. Neuer Strang geknüpft. An einer guten Stelle. Aber wir sind erst in Kapitel 5, ey. Und es gibt 14. Da frage ich mich schon, wie viel soll noch kommen? Aber wir haben ja auch schon gesehen, dass manche Kapitel sehr kurz vorbei Stufe 2. Sind. Nicht tödliche Sturmgewehr Stufe 2. Wir mussten überhaupt nicht hier irgendwie uns mit jemandem battlen. Dieser Bereich ist jetzt mit dem Chiran jetzt wirklich verbunden. Es hat geklappt. Ja, hat geklappt. Oh, das ist toll. Schön. Endlich kriegen wir Informationen. Und wenn es wieder Ärger gibt, können wir schneller Bescheid geben. Tausend Dank dir. Schön. Okay, Sam. Bis Mountain Mount City musst du keine Zwischenstopps mehr machen. Aber dieses letzte Stück wird das bisher härteste. Ruh dich in deinem Raum aus und prüf vor der Abreise deine Ausrüstung. Mach ich. Deine Arbeit wird. Sehr schön. Ja. Was? 766? Was sind das für Zahlen? Warum? 7? Was? Was ist das? Was hat das zu bedeuten?
Ich weiß nicht, es fing an mit 8 und 9. Ich nehme an, das ist ein Countdown, aber ich weiß nicht genau, wofür. Zwischensequenz. Oh, ist das die aus dem ersten Trailer? Ja, ja. Ist ja eh nicht echt, aber schon eklig. Ich hab doch nie zusammengesteckt mit seinen Handschuhen. Amelie. Hicks und seine Leute sind da. Sie haben Edge North City erreicht. Es gibt kein Entkommen mehr für mich. Alle sind tot, die Stadt ist zerstört. Und durch die Trümmer streifen GDs. Sie sind überall. Wo ist dein Kepo? Aber ich konnte mich fortschleichen und Kontakt mit dir aufnehmen. Vielleicht reden wir gerade zum letzten Mal so miteinander. Ich wollte dir nur sagen, dass ich in Sicherheit bin. Vorerst. Versprich mir, dass du das chirale Netzwerk weiterbaust. Das ist unsere einzige Hoffnung. Meine Hoffnung auf Freiheit. Und wenn du fertig bist, können wir zusammen in den Osten heimkehren. Amelie, dein Kepo, wo ist es? Sam, ich werde am Strand auf dich warten. Ja, das ist ehrlich gesagt. Ach, jetzt will ich aber auch zum Strand. Jetzt will ich wissen, was da los ist, was da jetzt eigentlich mit der Geschichte geht. Ich finde es auch schön, dass es jetzt ein bisschen mehr Zwischensequenzen gibt. Drück hier mal R3. Das war letztes Mal, genau. Ja, ja. Das ist alles? Morsecode. Geh weg von meinem Hut. Ja, so liest man den. Ja, schön. Was ist da los? Leute, was ist da los? Ja, das ist alles, oder was? Ach ja, immerhin. Immerhin ein bisschen getappelt. So, zum wiederholten Male müssen wir diese Prozedur des Aufsetzens hinter uns bringen. Ah, jetzt haben wir zumindest eine coole Sonnenbrille. Ich will sofort die Mütze aufsetzen. Und dann nochmal hier schön nochmal Welle benutzen. Springen. Sehr schön. Und mal ein bisschen Pipi machen. Ah, sehr schön. Ein bisschen Pipi rausgemacht. Dann würde ich doch. Oh, guck mal hier, unsere Waffen. Da, schau mal. Unser Waffenschrank. Der hat sich jetzt schon ganz schön gefüllt. Ah! Das ist aber auch. Das sieht aber geil aus. Das mal habe ich gern. Die ganzen Waffen. Oh, sehr schön, mal das. Ist die Bohlerkanne, oder? Alle sind ready. Ja, einen nicen Stein. Das ist jetzt nochmal unsere nächste Mission eigentlich. Haben wir schon irgendeine? Ja, halt weiter zum Strand. Ich meine, eigentlich müssen wir ja nur das chirale Netzwerk weiter. Wir sind schon sehr weit westlich. Ich würde, siehst du ja, einfach nochmal in Südwesten und dann sind wir einmal so straight runter. Aber dann kommen ja eh die Leute, mit die uns nicht mehr freundlich gesinnt sind. Ja. Laut der Story, also ich weiß ja nicht, aber. Aber wir haben jetzt ja auch schon Sturmgewehre und Stufe 2 und ich bin ein sehr guter Schütze. Hey,
Okay. Der hat auf jeden Fall was abgekriegt. Was? Hey Sam, ich habe wichtige neue Informationen. Vor kurzem dank deiner Bemühungen um das chirale Netzwerk geborgen. Es geht um BBs. Hm. Ich habe das selbst ausgegraben, nur damit das klar ist. Niemand hat es mir befohlen. Und wenn jemand fragt, schieb alles auf mich. Du sollst nicht darunter leiden müssen. Du hast dir einfach nur mein Gelaber angehört, okay? Jedenfalls hat Bridges wohl nicht als erster wieder BB-Technologie eingesetzt. Es war eine Separatistengruppe. Laut den Aufzeichnungen Terroristen, die gegen die Expansion der UCA waren, sie begannen vor etwa 3 Jahren, sie zu benutzen. Etwa zu der Zeit, als Bridges 1 anfing, sich nach Westen zu begeben. Anscheinend hatten diese Separatisten ebenfalls Probleme mit GDs und wollten sie aufspüren, um sie vielleicht auf uns hetzen zu können. Als Bridges das erfuhr, wurde entschieden, Feuer mit Feuer zu bekämpfen und als Abwehrmaßnahme fortan BBs zu benutzen. Vielleicht wurde deines zu genau diesem Zweck in Betrieb genommen, was jemand vielleicht verschleiern wollte, denn die Dienstakte von BB-28 fehlt. Ich fand es immer seltsam, dass wir so bereitwillig Technologie einsetzen, die wir kaum verstehen. Jetzt wissen wir warum. Wir ahmen schon von Anfang an die Methoden und Techniken anderer nach. Aber du solltest noch mehr wissen. Es geht um die ursprünglichen Bridge-Baby-Experimente. Das Wenige, das ich finden konnte, deutet darauf hin, dass sie etwa um die Zeit des gestrandeten Todes begannen. Sie wurden auf Manhattan Island an der Ostküste durchgeführt. Das vollständig ausgelöscht wurde. Und zwar fast sicher durch einen Leeresturz. Damals hatten diese Experimente die volle Unterstützung und Akzeptanz der amerikanischen Regierung. Es ist nur Spekulation, aber ich vermute, dass das BB-Programm ersonnen wurde, um ein besseres Verständnis vom gestrandeten Tod zu erlangen. Doch aufgrund von Bedenken rund um Ethik und Sicherheit war die Öffentlichkeit strikt gegen das Programm. Trotzdem machten sie weiter, und ich glaube, als sie versuchten, die größte Katastrophe ihrer Zeit zu verstehen, verursachten sie eine weitere. Ich sollte auch erwähnen, dass der Präsident selbst bei der Explosion starb. Nach seinem Tod, als ihm die damalige Vizepräsidentin Strand nachfolgte, wurden die Experimente per Regierungserlass ausgesetzt. Dokumente wurden geschreddert, Anlagen stillgelegt und alles unternommen, um den Anschein zu erwecken, die BBs hätten nie existiert. Was die Frage aufwirft, wie es kam, dass irgendeine Separatistengruppe die Technologie Jahrzehnte später reaktivieren konnte. Ich sage dir Bescheid, wenn ich auf etwas stoße. Sam, sieh dir auf dem Lieferterminal die Auftragsliste an. Das mache ich sehr gerne. Die Einwohner von Mountain North City haben ein dringendes Problem, das gelöst werden muss. Aus dem Boden in der Nähe der Stadt steigt eine teerartige Substanz hoch. Die Menge nimmt stetig zu und es wird nicht lange dauern, bis sie sich in die Stadt ergießt. Auch innerhalb der Stadt wurde schon Auswurf gemeldet. Wenn wir nichts unternehmen, könnte die ganze Stadt in naher Zukunft vom Teer verschlungen werden. Hm. Haben einen Auftrag aus Mountain North City. Genaueres erfährst du am Lieferterminal. Na gut. Na gut. Das ist doch schon etwas. Lieferung einer Antimateriebombe. Jetzt müssen wir schon irgendwelche Bomben irgendwo hinbringen. Das wollen die immer mit ihren Bomben. Ne? Na gut, aber da wollten wir eh hin. In den Süden. Seien wir doch mal ehrlich. Ja. Also können wir mal eh mal gucken. Wir haben noch 15 Minuten. Glaubst du, du schaffst es? Also wir werden es ja eh versuchen. Aber das könntest du. Willst du packen? Sein, von der anderen Seite verschlungen zu werden. Wir müssen ja wieder über diesen. Deshalb musst du die Teerdüsen in dieser Region schließen, bevor es zu spät ist. Teerdüsen. Jedenfalls glauben unsere Wissenschaftler, dass eine Antimateriebombe die Verbindung durchtrennen könnte. Sie haben hier vor der ersten Expedition an Antimaterieantriebstechnologie geforscht. Mit über den Strand gewonnener Antimaterie. Man mag es kaum glauben. Doch diese Experimente wurden schließlich ausgesetzt. Die Forscher haben nichts auch nur ansatzweise Funktionsfähiges entwickelt. Und die Gefahren wurden für zu groß befunden. Als Bridges 1 eintraf, übernahm man die Kontrolle über ihre Anlagen und Antimaterievorräte.
Um das Risiko einer katastrophalen Annihilation zu minimieren, wurde die Antimaterie mit magnetischen Fängen aufgeteilt. Wir haben diese Fänge für die Bombe umfunktioniert. Sobald das Magnetfeld aufgehoben wird, berührt die Antimaterie das Gehäuse und löst einen Leeresturz aus. Sollte auch nur eines dieser Teile auf dem Weg hochgehen, dann haben wir selbstverständlich ein Riesenproblem. Und zu allem Überfluss sind die Fänge auch nicht für Transporte gedacht. Klar, der Behälter mit der Bombe hat einen Stabilisator, aber umwerfen oder fallen lassen solltest du den nicht. Wenn diese Magnete versagen, bist du tot und alles im Umkreis von vielen Kilometern auch. Also ja, das ist eine durchaus gefährliche Lieferung. Aber ich wüsste niemanden, der besser dafür geeignet wäre. Dann mal los, Sam. Wir zählen auf dich. Na gut, wenn ihr uns dann jetzt endlich mal reden, fahren lassen, ja, dann kann man ja auch mal los jetzt. Wirklich hey! Mit dem Strand verbunden sind, könnte Mountain Not City in Gefahr. Das hat er doch gerade, ja, das hat sich nur wiederholt. Ich wollte jetzt noch mal das Terrain nochmal, aber das war jetzt. Diese so. Waffe kann mit Blutkugeln geladen werden. Außerdem hat sie ein Leuchtpunktvisier. Erleichtert das Zielen. Okay, eine verbesserte Version des Sturmgewehrs kann jetzt mit Sams Blut beschichteten Bogen, deshalb gegen GGs wirksam. Geil. Ich will beides haben. Bitte geben Sie mir beides. Ach, jetzt sind wir in der Führung, ne? Wir müssen ihn auch gleich beleidigen. Ach, stimmt. Okay, schnell wieder in den Arschi-Modus gehen. Dass ihr mir da nicht hier reinkommt. Wir haben gar keine Lust auf Führung heute hier. Keine Zeit für so einen Quatsch. Ich hasse diese Speichellecker. Ich hasse die, wie die immer kommen und dich alles so geil finden. Der Behälter für diese Antimateriebombe ist nicht auf lange Transporte ausgelegt. Die Antimaterie wird von empfindlichen magnetischen Fängen aufgeteilt. Ein schwerer Stoß, waghalsiges Fahren, ein unausgeglichener Schweber. Viele Dinge können die Fänge beschädigen. Werden im Behälter Anomalien registriert, sollte ein Alarm losgehen. Wenn er auslöst, machst du was falsch. Und wenn die Bombe explodiert, haben wir ein riesiges Problem. Wir. Ein katastrophal riesiges. Ja, wir haben es verstanden. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht so ein Scheideweg ist, wo man eine Entscheidung treffen kann. Ne, bewusst oder unbewusst, die das ein bisschen spaltet. Ja, aber wahrscheinlich ist es eine lineare Story. Aber die sind so verbissen auf diese Bombe. Naja. Okay, Bola gab Anti-G-Handfeuerwaffe, Anti-G-Natürliches Sturmgewehr. Ja. Knatsch. Shit. Wir können natürlich, also entweder wir gehen zu Fuß mit unserem, oder wir probieren mal das Ding. Ich guck mir das Terrain nochmal an. Also wir müssen ja, das ist es doch, Mountain Not City. Okay, pass auf. Gut. Wir sind da, wir können hier am, kurz mal was vorgelesen von Serbi. Oh nice, sie sind schon westlich des Gebirges, noch so 10 Stunden Gameplay und dann sollten sie durch sein. Okay. Das ist eine interessante Information. Danke. Also ich würde versuchen mit dem Motorrad am Fluss lang, dass wir vielleicht erstmal, ich weiß nicht, ob wir über diese Sümpfe rüberkommen. Ja, können wir immer an der Seite lang? Müsste eigentlich gehen. Okay, pass auf. Dann fahren wir erstmal hier runter. Hier. Vielleicht fahren hier am Fluss vorbei. Ja. Wegen auch da lang, mir egal. Und dann hier runter. Komplett im Prinzip. Bis. Ja. Das ist schon sehr uneben. Aber wir können, glaube ich, auch hier hoch dann. Und einfach da vorbei, hier hoch. Gucken. Wir haben nur noch 10 Minuten. Ja, ist mir egal. Wenn ich die Route schneller plane, wird es am Ende schneller gehen. Das ist einfach so. Ich hab's ihm gesagt. Ja, das ist mir egal. Ihr spielt es nicht, also müsst ihr ruhig sein. Das finde ich gut. Das finde ich eine gute Aussage. So. Herzlich willkommen
Bei Knall durch den Let's Play. Ihr spielt's nicht, also müsst ihr ruhig sein. Nils Sturmhoff hat noch 10 Minuten, 8 Minuten, 55 ja, genau, so. Für den Weg, den er sich zurechtgelegt hat. Er ist ein steiniger Weg. Er wird nicht leicht sein. Doch Nils nimmt alle schwere Last der Welt auf seine Schultern. Das sind Energie, ne? Und da hinten wieder Straße. Naja, machen wir eh nicht, okay. Aber könnte man irgendwann mal. Wir müssen aufpassen mit der Bombe, ey. Robert hat sich übrigens mehrfach schon entschuldigt für den Spoiler, der dann doch kein Spoiler war. Ist gut, Robert. Wir verzeihen. Wir geben dir hiermit die Absolution und ich segne dich. Robert, ich segne dich. So. Was ist denn hier los? Nicht zu. Ach, ich bin schon wieder viel zu weit. Direkt bitte. Ich bin schon wieder viel zu weit. Alles richtig gemacht. Ich würde mich freuen, wenn die Bombe sich nicht von diesem etwas hügeligen Fahren nachhaltig beeindrucken lassen würde. Ich muss mal kurz gucken. Ja doch, das sieht ganz gut aus. Ich bin genau auf dem Weg. Das ist ein guter Punkt. Bubidi-Bubidi-Bub sagt, die bisherige Anzahl an gebauten Seilrutschen lautet übrigens 0. Das ist korrekt. Wir haben auch gerade erst die Technologie okay. erhalten. Also fürs Gebirge, also noch sind wir, finde ich, nicht in dem schlimmen Gebirge, wo man wirklich nicht mehr fahren kann. Und da braucht man es vielleicht. Das denke ich auch. Müssen wir jetzt noch kicken, den Typ, oder? Haben wir irgendwas auf dem Motorrad gelassen? Oder? Nee, ich kann es dir nicht sagen, aber nee, ne? Wird es nicht auf dem Motorrad auch angezeigt noch irgendwie? Nee, wir sind jetzt. Aber ich muss mal die Optik loben hier mit den Bäumen und so. Du hast jetzt natürlich. Das ist nicht die nicht tödliche Sturmgewehr. Okay, sehr gut. Ich bin schon gar nicht sicher. Zack, Mann! Volle Breitseite in den Kopf! Stampfen, ne? So, die Frage ist, muss ich denn die Typen noch stampfen, die ich eben schon... Ja, nee, ich glaube nicht, weil das eine... Also wenn du es mit dem Seil machst, ja. Ja, es sei nicht durch den Kopf, ne? Ja, aber bei der nicht tödlichen Waffe würde ich sagen... Ja, komm, mach den alle. Jetzt schnell mal hier den reden. Bleib mal stehen. Ja, den habe ich gut erwischt. Nein. Das ist einfach. Okay. Sam, anscheinend hast du einen Einbruchsensor ausgelöst. Diese Sensoren reagieren auf dich, nicht auf deine Fahrt. Pass auf. Das könnte Ärger geben. Nee. Versuche jetzt meine restliche Strecke zu Fuß.
Alter, ich wollte einfach nur... Nils, man ist ja nicht bewusst, ich bin gerade auf unserer Seite und habe mir mal angeguckt, wie viele Let's Plays ich schon gemacht habe. Das erste Video, was ich gemacht habe, was glaubst du, was war das? Jetzt hast du schon gesehen, du Schwein. Nee, habe ich nicht. Don't Die Dateless Dummy. Kennst du es noch? Das war geil. Das haben wir, ja, sag ich ja, das will ich sagen. Und das heißt, eigentlich müsste ich jetzt aufhören, dann wäre es perfekt. Ja. Wie so ein Buch, Buchrücken, vorne und hinten. Aber mache ich natürlich nicht. Das heißt, Don't Die Dateless Dummy war wirklich schön. Das ist ja ganz toll, bei In die Tonne. Wenn ich in 1000 Jahren aufhöre, muss ich auch mit dir mein letztes Let's Play machen. Ich finde, wir sollten irgendwann nochmal In die Tonne wieder aufnehmen. Ja, das Ding ist, wir haben es ja versucht und vielleicht erinnerst du dich. Und dann war das Problem, dass es keine schlechten Spiele mehr gibt. Mhm. Dass es einfach keine richtig schlechten Spiele mehr gibt. Ach, irgendwie. Abwägen. So richtigen Crap? Dollar Soft oder wie hießen? Ja. Silver Dollar oder was? Ja, Silver Dollar, irgendwas. Ja, das war man nice. Man könnte bei denen nochmal gucken, ja. Krypto-Bio ist immer. Wie viel Klicks das wohl hat? 100.000! Echt? Ja, aber auch nur, weil es das erste wahrscheinlich ist. Das muss man sich aber auch echt erstmal reinziehen. Auch gar nicht schlecht, das zweite hat 62.000. Also nicht so viele verloren wie sonst. Ach, herrlich. Das war schön. Also wenn ich jetzt gerade lese, Victor Rolosaurus, der macht einen Forum-Thread mit Vorschlägen auf. Ihr könnt sehr, ich meine das jetzt ernst, wir hatten schon mehrfach Interesse an In die Tonne wieder, haben es dann wie gesagt halt nichts gefunden und wir können die Spiele ja vorher nicht kennen, dadurch können wir die auch nicht aussuchen. Also wenn ihr da mal, wenn ihr Ideen habt, postet die mal rein und dann finden wir einen Redakteur, der die dann für uns vorsortiert, damit wir die nicht gesehen haben schon. Und dann machen wir das. Ja, wir haben ja früher immer Xbox Arcade Marktplatz. Das waren die Zagen noch. Da gab es ja diese ganzen Dinger. Da haben wir einfach nur nach Titelbild und Titel halt aussortiert und dann irgendwas gespielt. So, ich versuche mal, ob wir hier speichern können. Warte mal. Wenn ich mich einfach mal verschnaufe. Guck, speichert. So, wir sind ja fast da. Ich finde, wir finden noch mal einen Slot und spielen das noch weiter. In dieser gemütlichen Situation bleiben wir einfach stehen. Ja, warum nicht? Ne, ist ja so. Der letzte Teil hatte ja auch, ist ja gut abgegangen. Der hier wird auch sicher auch gut. Und ich abgegangen. Finde, ich soll euch mal was sagen. Ich finde, machen. Das macht deutlich mehr Spaß, weil wir jetzt uns die Zeit als nehmen. Als am Anfang, ja. Ja, weil wir jetzt so die Routen planen, weil wir so ein bisschen gecheckt haben, wo fährst du mit dem Auto, wo fährst du mit dem Motorrad, wo gehst du besser zu Fuß. Die Mechanik ist uns ein bisschen besser klar und deswegen ist das auch nicht mehr so nervig, dass man einfach ständig in Situationen kommt und sich verfährt und so weiter. Ja, du also, bist auch deutlich souveräner geworden mittlerweile. Du hast keine Angst, du hast deine Angst vor dem Bach verloren. Absolut. Ja. So geht's jedem Musiker auch. Genau, so sieht das aus. Also wir machen auf jeden Fall, ist das hier nicht die letzte Folge. Wir schieben noch was nach. Also dann lieben Dank fürs Zusehen, euch ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich sehr auf Montag. Und jetzt viel Spaß mit dem Retro-Club. Und schönes Wochenende. Ey, warte mal, ist heute Abend nicht Pen & Paper? Ja, Pagasius. Heute Abend die erste Folge des neuen Pen & Paper mit Florentin und vielen neuen, allen tollen Teilnehmern. Wir sind nicht dabei, aber es wird trotzdem sehr, sehr geil. Haski, Mara wird, ich glaube, Gregor wird dabei sein, wen habe ich vergessen? Wirt oder irgendwie, oder Chiara oder irgendwie habe ich vergessen. Ich weiß, ob ich nicht vielleicht. Steffen! Entschuldigung. Steffen ist dabei. Oh, das wird so mega geil. Also, ey, euer Abend ist hier schon durchgeplant. Viel Spaß dabei und wir sehen uns dann am Montag. Tschö.